Einen wunderschönen guten Tag euch. Guten frühen Abend. Und es ist völlig richtig. So wie Markus sagt, es ist Dynasty. Der darf das Geschirrtuch nicht fehlen. Es ist kein Geschirrtuch, es ist so ein Halstuch. Und es ist für meinen Kopf eigentlich auch viel zu klein. Aber hey, hey, es schaut cool aus, okay? Wenn wir untergehen, gehen wir cool aus. Und ne, ist immer ganz wichtig, bei Dynasty, Dynasty. Ne? Sorry, der musste sein. Geht's euch gut? Sorry, dass der Stream heute ein bisschen gedauert hat. Ich war total noch in Mystery-Aufnahmen. Und dann kam noch eine Überraschung. Schaut mal. Hallo! Servus, der Mini-Ork. Wie klingt denn ein Mini-Ork? Schaut mal, wer da ist. Ist der nicht geil? Schaut mal, wie riesig der ist. Ey, ohne Witz, ich habe so lange auf das Ding gewartet. Es ist noch nicht, man kann es noch nicht haben, es ist noch nicht zum Holen. Das ist jetzt der Prototyp, den ich mir anschauen darf. Ich schaue mir den an und dann kann ich das okay geben, aber ohne Witz, ich habe mich schon verliebt. Ich mache mal nochmal die Tischkamera für euch. Funktioniert die? Ja. Hier ist Chaos, die Kamera ist noch irgendwie schief, aber die hängt sich an so einem Arm, dann kann ich die selber biegen und wenden, wie ich will. Ey, er ist so cool. Tim, danke schön für 5 Euro. Hallo Coco, ich schicke dir wieder mal liebe Grüße vorab. Viel Spaß im Norden und erfriere uns nicht. Ich klink mich aus und freue mich auf alles, was heute passieren mag. Kleiner Spoiler, ich gehe heute ein wenig unter die Bilder. Nice, Tim, nice. Dankeschön für die 5 Euro. Der Mini-Ork ist einfach so cool. Ich bin so happy. Schaut mal, wir können auch gerne mal näher ran an das Ding. Dann sieht man auch mal ein bisschen so, wie der verarbeitet ist. Weil das ist nämlich echt ganz nice gemacht. Das hier ist alles gestickt. Die Kamera könnte so ein bisschen näher, ne? Ein bisschen näher geht. Da ist alles gestickt und ey, auch der Stoff, ne? Auch der Stoff ist wirklich flauschig. Er riecht auch nicht. Es gibt ja so Stoffe, die riechen dann so eklig gar nicht. Es ist total cool. Ich bin echt der Fan von dem Ding. Von hinten hat er auch, ne, wie am Skin. Auch hier diese kleinen Pixel, die man noch sieht, haben sie hier auch reingekriegt. Das ist auch gestickt wieder. Schau. Da. Meine Tochter schreit schon von hinten, ich will den haben. Conny, ich freue mich, wenn er bei euch gut ankommt. Ich bin schon ein kleiner Fan davon. Muss ich ehrlich sagen, ich mag ihn. Wir können ihn auch nach dem Stream noch mal in Ruhe anschauen. Ich wollte ihn nur schon mal gezeigt haben, weil der kam wirklich vor einer Dreiviertelstunde mit der Post. Ich musste meine Aufnahme noch fertig machen und habe es dann zurückgestellt. Dann habe ich die Aufnahme fertig gemacht und gesagt, ja, ich komme gleich. Dann habe ich mit dem Sohn nochmal ins Paket aufgemacht und ich habe noch was bekommen. Das wollte ich schon die ganze Zeit, dann hatte ich euch schon mal erzählt. Ich habe jetzt endlich meinen Hoodie in Desert Dust. Muss ich nicht mehr mit dem Grauen rumrennen. Aber das nur so. Nur so nebenbei. Also das hier ist das neue Baby. Ich freue mich so, wenn der um die Ohren, wenn der dann für alle verfügbar ist. Ein bisschen wird es noch dauern. Geduldet euch noch. Muss der Mini-Ork auch pranken können? Weiß ich nicht. Der ist noch in Ausbildung. Da kann auch alles, aus dem kann auch was Gescheites werden. Wie Mini-Paluten. Ein bisschen, ne? Aber Mini-Paluten ist anders von der Art her gemacht. Mini-Paluten ist ein bisschen, der ist unten ein bisschen breiter. Ne? Meiner hat hier so ein bisschen mehr die Arme und so ein bisschen definierter. Ist anders, aber es ist flauschig und kuschelig. Sorry, ich habe schon ewig kein Kuscheltier mehr gehabt, aber ich feiere es total, mein eigenes jetzt hier zu haben. Und der ist wirklich, wirklich gut gemacht. Ich bin echt happy. Und ich werde ihn noch so ein bisschen überprüfen, nochmal anschauen, was mir an dem gefällt, was mir vielleicht nicht gefällt. Aber im Moment wir haben ja auch lange genug, also wirklich lang hingearbeitet. Ey, die Ohren sind wirklich zum Anknabbern. Ja. Also ich bin ein großer Fan von dem Ding. Ganz, ganz großer Fan von dem. Nichtsdestotrotz ist heute Dynasty. Und wir haben ein paar Dinge heute vor. Und es wird heute wieder spannend wie eh und je. Ich schmeiß uns Musik an. Es wird spannend wie eh und je. Es ist immer noch Hugo König. Es wurde jetzt auch wegen... Oh Gott, ich brauche noch... Ja, Wasser hole ich mir nachher schnell. Es wurde heute schon ein bisschen diskutiert, wie die Regeln genau sind, aber es ist jetzt offiziell, man kann Könige mit Wahl absetzen. Das wurde jetzt erlaubt quasi, also Hugo kann abgewählt werden. Hugo bekommt eine Kleinigkeit, wenn er abgewählt wird, als Entschädigung, weil es nicht ganz klar war, dass man Könige abwählen kann. Das war, da gab es ein bisschen Unstimmigkeiten, ist aber jetzt geklärt.
insofern jetzt geht's. Und ich bin gespannt, ob das jetzt stattfindet. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen antreten. Das wird wahrscheinlich unser Start sein für die Folge. Dass wir schauen, dass wir diese Wahlen im Gebirge mal zum Laufen bekommen. Ich würde aber ganz am Anfang, würde ich aber schauen, dass wir beim Bauteam ein bisschen mal schauen, wie es da läuft. Nochmal abklären, was da wie gebaut wird, weil das ist noch nicht so ganz klar, habe ich das Gefühl. Oder beziehungsweise da könnte man noch ein bisschen mithelfen. Und eventuell werde ich auch später mit dem Bauteam noch ein bisschen beitreten. Das hängt ein bisschen davon ab, wie sich der Stream heute entwickelt. Wenn sich herausstellt, ist irgendwo Zeit, ist ein bisschen Luft und so. Wir wollen ja den Ball früher oder später noch abhalten zu Ehren von Königin Elsa. Und da wäre es einfach gut, wenn wir da unsere Base ein bisschen auf Vordermann bringen. Genau. Entschuldigung, wofür wäre ja so, als ob ich was stehle und dann Finderlohn kassieren wollte. Nein. Die Entschädigung ist dafür, dass es gab eine Q&A-Session. Ich glaube, das darf man schon alles öffentlich sagen. Und da wurde eben auch gesagt, ein König kann nur abdanken oder durch Tod seinen Platz verlieren sozusagen. Und ich hatte ehrlich gesagt das auch nicht so als Gesetz gesehen, beziehungsweise wusste von dieser Frage nichts. Die hatte ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Kann gut sein, dass ich sie mitbekommen habe, möchte ich gar nicht abstreiten. Aber das wusste ich nicht mehr. Und deswegen habe ich da auch nie drüber nachgedacht. Und weil es eben mal so eine Aussage gab, halten sich natürlich die Organisatoren ein bisschen an das, was sie gesagt haben und bieten da eben eine Entschädigung an. Deswegen Entschädigung. Aber es ist alles gut. Es ist jetzt nicht irgendwie groß was. Also wir brauchen uns keinen Kopf machen. Genau. Dann müssen wir den Hugo halt meucheln, vorsichtig. Also ich bin ja der Mensch, der hier für diplomatische Sachen ist. Ich habe ja prinzipiell überhaupt nichts gegen, also ganz wichtig, ne? Das habe ich auch schon ganz oft gesagt. Hugo ist ein feiner Typ. Hugo macht seine Art von Content. Wenn ihr mit Hugo privat redet, dann würde ich euch 100%, ich habe mit ihm noch nicht geredet, deswegen, ne? Aber ich wette mit euch, wenn ihr mit ihm privat redet, ist er kein Typ, der auf Konfrontation ist. Kein Typ, der in irgendeiner Art und Weise Krieg besonders toll findet. Wir befinden uns aber in Minecraft. Wir befinden uns in einer Spielewelt. Wir können verschiedene Szenarien durchspielen. Das ist alles völlig in Ordnung. Also Hugo ist ein feiner Kerl. Ich will nicht, dass irgendeiner hier gegen Hugo hetzt oder hatet. Okay? Wenn ihr ihn persönlich von der Art her nicht mögt, völlig in Ordnung. Ist euer Ding. Schreit's nicht raus. Braucht ihr nicht rausschreien. Ich mag ihn. So was ich von ihm bekomme, ist ein netter Kerl. Und möchte nicht, dass hier in irgendeiner Weise gehatet wird, was hier in-game passiert. Okay? Er hat uns alle unterhalten, er hat das letzte Mal super Spannungen gemacht, weil er alle angegriffen hat. Dass es ein Schmarrn ist irgendwo, fanden wir alle, ja, aber es hat Unterhaltung gemacht, okay? Bitte, 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 bitte nicht gegen Hugo haten. Genau, Markus sagt auch so, Leute, wie Hugo braucht es halt auch. Sonst wäre es ja langweilig, aber nieder mit dem König Hugo. Ob es langweilig wäre, sage ich jetzt mal, wir hätten andere Dinge gemacht, um es spannend zu halten, das schon. Es gab eine andere Art von Spannung, wir haben es alle gefeiert, fertig. Fightim, danke schön für 4 €. 2x Stream-Eintritt, auch wenn die mehr als 6,5 Stunden Wanderstream nicht so nicht auch wenn die mehr als 6,5 Stunden Wanderstream nicht so spannend. Heute wird es sicher umso. Heute wird es richtig spannend, aber hey, hallo, wir haben uns beim Wanderstream schon Mühe gegeben. Aber es ist für jeden ja sehr okay. Für jeden ist immer irgendwo was dabei. Kodo Frostling ist wieder am Werk. Absolut richtig. Fightim, vielen herzlichen Dank. So, okay. Es ist 18.28 Uhr. In 2 Minuten geht's los. Wir müssen uns ein bisschen sortieren, ein bisschen orientieren. Die Night Talkerin haut einfach 25 € raus. Oh, den richtigen Zeitpunkt für meinen Stream-Comeback ausgesucht. Der Ork sieht wirklich toll aus. Ich hoffe, es geht allen gut. Richtig, schön, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank für 25 verrückte Euro. Und der Stream heute wird auch, ist, glaube ich, wirklich sehenswert. Also die letzten zwei waren schon der erste. Ich hab's euch beim ersten gesagt. Ich habe gesagt, der erste ist der langweiligste. Und so ist es. Der zweite war meiner Meinung nach mal mein 100-faches spannender. Wie es heute wird, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Beim letzten Mal dachte ich, ist alles relativ klar. Wir gehen diplomatisch machen. So. Dass es so eine Wendung nimmt, weiß ich nicht. Ich bin gespannt, wie es heute weitergeht. Wirklich, wirklich sehr gespannt. Freue mich aber schon. Werde alles verhindern, um gemeuchelt zu werden. Schauen wir mal. Mystery kommt morgen wieder. Ich sage euch, heute war es echt ein Marathon nochmal. Mit dem Mystery-Video. Aber ich glaube, es wird euch gefallen. Calimero und ich haben wieder richtig, richtig rangeklotzt. Vor allem auch Calimero, muss man ganz, ganz, ganz dick sagen. Calimero hat echt viel auch wieder gemacht. Wird richtig gut. Ich fand den Wanderstream mega, war mal was anderes. Und Klim ist auch sehr sympathisch. Klim ist super sympathisch. Schau, da ist die Nighty. Da ist sie. Dankeschön. Ihr seht immer hier zuallererst den Diamant reinfallen. Und dann wird da, dann sieht man da die wer es war. Die wer es war, so. Hoffentlich sterben nicht zu viele. Ja, mal schauen. Also ganz ehrlich, wir haben bis Stream 3 durchgehalten. Alles, was ich verlange, wenn ich heute draufgehe, ist, dass mir jemand ein Grab baut.
18.30 Uhr. Let's go. Es ist soweit. Wir reden heute nach dem Stream wieder ein bisschen mehr. Jetzt steigen wir voll ein ins Geschehen. Kodo Frostling, meine Damen und Herren. Wir haben einen Zombie hier. Ja, was? Wunderbar. Ein Zombie-Krokodil. Und die hier sind schon alle auf dem falschen, auf dem. Oh, ich bin der falsche Skin. bin gleich wieder da. Ich war noch Ork. Ja. Die sind auch auf der falschen Soundspur, deswegen hört ihr sie schlecht. Wir stellen alles ein und dann. Wenn die auf der falschen Tonspur waren. Ah ja, Gott, ich habe mit Discord aufgenommen, Gott sei Dank. So, Skin. Skin. Wo ist er? Da ist er. Jetzt sollte es passen und dann müssen wir sie nur auf die richtige Tonspur legen. Ich fahre schon mal das da vorne an. Habe ich mich gerade selber gehört? Hallo? Hallo? Oh Gott. Das bin wahrscheinlich ich. Warte mal eine Sekunde. Ich hab's gleich. Ich finde es lustig, dass bei mir beim Essenshaus da. Ich will einfach nicht. Hört ihr euch immer noch doppelt? Ja. Ja. Oh Mann, ich hasse das. So, jetzt ist vorbei, oder? Ja. Weil jetzt wär's nicht mehr ich. Hallo? Also, aber ihr seid alle so laut. Ich muss mal hier. Mhm. Music and Sounds kann ich. Voice, Speech, rede mal. Hallo. Okay, ist immer noch alle so laut, Alter. Was ist mit dieser Mod los? Da. Just Player Volumes. Okay, ja, ich muss mich mal hier kurz sortieren. Hier ist alles anders. Oh, hier ist auch das. Oh, nee. Einmal mit was ist denn jetzt? Oh, ich glaube, ich wüsste, warum es laut ist. Okay. Nee, doch nicht. Irgendwem rauscht es auch. Ich weiß es nicht. Irgendwer rauscht. Ich gehe mal einen Schritt weg, ob ich das bin. Ich sehe es. Das bist du, ja. Oder? Ist er das? Nee. Oder? Nee. Degelkraft. Ja, eine Mischung aus euch beiden. Das ist, glaube ich, also... Wieso ihr beide... rausche ich? Du musst es durchgehen. Gibt, man okay. Kann das... Ja, ah, ist richtig. Hi, hast du was zu essen? Ich verhungere fast. Ich auch? Das Lustige ist, ich habe gerade mein Inventar geguckt. Ich habe auch nichts. Okay, lass was holen, komm. Okay. Pisa. Irgendwer rauscht brutal. Aber ich kann es nicht sein, weil das würde man unten ja sehen, oder? Was wollen wir denn? Ja. Was wollen wir uns denn gönnen? Ich nehme mir mal ein paar Brote. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich nehme mir auch mal ein paar Brote. Erstmal schönes Semi-Toast. Boah, ich muss mir einfach drei Brote reinhauen, um wieder essen zu können. Um wieder laufen zu können. Wo ist denn die Eiskönigin? Ich weiß es nicht, ist sie schon da? Ich glaube, dass die. Nee. Doch, die ist schon online, aber ich glaube, die steckt bei König Joe. Oh, das, ja, okay, irgendwas sein. Rauscht brutal. Okay. Ich muss mal kurz schauen, ob das einfach Dauer oder ob das an mir liegt. Also ich habe nur bei Dadlecraft so ein bisschen, aber sonst ist es nicht brutal so. Ja, irgendwer hat die ganze Zeit den Kanal offen. Hallo? Ja? Hallo? Weil hier ist es deutlich leiser. Ja, hinter dir. Das ist schön. Hallo! Wollen wir dann gleich abreißen? Okay, irgendwer rauscht brutal. Ich alles weg hier. Hallo, Frau Königin ist wieder da. Weg mit der Scheiße. Ich will da gar nicht hingehen. Aber weißt du was? Oh, die Königin. Oh, Frau Königin. Ippims, Frau Königin. Frau Königin. Ich bin wieder da. Ah, ich erfriere. Oh nein. Oh Gott. Hä? Wo ist sie denn? Ich bin außerhalb der Mauer. Die eine Königin kann erfrieren, das ist... Da. Moment. Kann mir jemand sagen, ob es noch rauscht? Also nee. So, hört ihr alle? Wenn alle gut sind, dann ihr mich hört und alle hört, dann wäre gut. Ja, bei mir auch. Findest bei Carol. Ja, bei mir rauscht es auch. Ich weiß es nicht. Also, das ist nicht die Frage. Ich möchte mal kurz hier Volkszählung. Volkszählung? Ja. Volkszählung! Auf nach Bethlehem! Volkszählung! Auf nach Bethlehem! Okay, ich muss nur schnell aufräumen. Und Stimmtest. Hallo. Hallo. Okay, Qualität passt bei allen, glaube ich. Ja. Okay. Also wir haben da hinten den Botschafter, der ist am Start.
Der Daedalgraf ist auch am Start. Crafting Mom, moin! Ja, moin, moin. Oh, der Crafting Mom ist auch da, sehr gut. Der Crafting Mom dann ist hier. Der keinen Sinn macht, okay. Wauzi, it's Melanie. Nicht Jeremy, Pokefil, gerade so Lukas. Ich vermisse Lars, Kroko. Lars war gerade da. Lars, der war gerade noch hier. Gandalf, okay. Wo ist der? Er ist im Rum gehüpft und dann war er weg. Okay, aber er lebt. Okay, das ist wichtig. Lars war gerade eben da, ja. Hat jemand von euch Nils gesehen? Nils Ang, wa? Ja, Nils Ang. Nee. Ist er auf dem Server? War der letzte Mal überhaupt dabei? Er ist eigentlich. Hm, ist er das letzte Mal hat er sich entschuldigt. Das letzte Mal hat er sich aber entschuldigt. Heute, weiß heute ich ist nicht genau. Am Start. Okay, pass auf. Wir haben immer noch folgendes Problem. Und zwar hat ja die Wüste Krieg mit dem Dschungel angefangen. Mhm. Yep. Und ich habe mich kurz vor Ende des Tages oder des letzten Males mit Joe kurz getroffen. Wir sind irgendwie der Meinung, wir müssen da auf jeden Fall irgendwas was tun. Jetzt ist die Frage, wie viel Geld, wie viele Diamanten haben wir, Kroko? Guck mal kurz. 26 haben wir. 28. Die Sache ist eben die. Was wäre, wenn wir uns mit der Bergnation, was Geld angeht, zusammenlegen und ein Kopfgeld auf denjenigen, der den irren König tötet, ausdingsen? Hallo Nils. Finde ich gut. Was ist da so eure Meinung? Findet ihr das nicht gut? Bitte kritische Stimmen, ansonsten gehe ich mit diesem... Also wenn keiner was dagegen hat, gehe ich damit nochmal zu Joe. Also ich habe einen Einwand tatsächlich, wenn ich darf. Ja, war ja klar, wer denn sonst? Ja, also die Sache ist die, also ich habe mich ja intensiv um eine diplomatische Lösung bemüht und fände es eigentlich gut, wenn wir es schaffen, ihn abzusetzen. Und im besten Fall würde ich schauen, dass er bei der Abstimmung da ist und die Chance bekommt, abzudanken, dass er nicht abgesetzt werden muss, dass er abdankt. Und wenn er nicht abdenken will, würde ich ihn rauswählen. Und wenn er dann immer noch anfängt, stumm zu machen, dann würde ich mich dafür einsetzen, dass wir ein Kopfgeld aussetzen. Vorher würde ich es aber friedlich versuchen, ihm auch einen friedlichen Ausweg geben. Wenn er den nicht will, ist es sein Ding. Hugo, wir waren beim Gespräch in der Bergnation und da war er nicht wirklich bereit zu inhaltlichen Gesprächen. Verstehe ich. Ich könnte mir, also ich würde es nochmal auf einen friedlichen Weg versuchen, vor allem weil natürlich auch, wenn wir Kopfgeld aussetzen, hat er natürlich auch wieder einen Grund, gegen uns in den Krieg zu ziehen. Genau. Ja, aber das Geld muss ja nicht direkt von uns kommen. So. Also, ist Melanie noch hier? Ja, sie ist noch hier. Da hätten wir ja schon einen Überbringer. Ja. Weil der Dschungel befindet sich ja bereits also, im... Okay, aber jetzt... Nein, wie wir gerade erkannt haben, ist Melanie hier gerade angekommen und hat gesagt, oh, ich war auf Mining-Tour, guck mal, so viele Diamanten. Ist das korrekt, Melanie? Nee, ist nicht korrekt. Ach Mensch! Nein, ich brauche Melanie, das zu bauen. Ich war tatsächlich dabei, als Urotox gestorben ist und das ist seine Rüstung. Oh. Ja, es ging jetzt aber um das Kopfgeld, was wir überbringen wollen, ohne dass wir es offiziell überbringen. Ja, soll ich das machen? Das ist jetzt die Frage. Ich würde mich nochmal mit Joe zusammensetzen. Dann hätten wir sozusagen tatsächlich eine Kontaktfrau, die dem Dschungel das Geld überbringt. Du bist im Besitz des Geldes und wer dann halt eben den Hugo tötet, der kriegt es dann auch. Von dir natürlich, ne? Von dir. Wir haben damit nichts zu tun. Ich weiß ja nicht, Beute. Ne? Ja, Darf ich ganz kurz das Wort ergreifen? Ja, wer? Dedelcraft. Ah, hi. Ich habe gerade mitbekommen, dass Hugo nicht abdanken wird. Der ist auf richtig Ärger aus. Das heißt, er will sich mit Norman verbünden. Woher hast du die Information? Kam eine Brieftaube? Was sind Mods? Was sind Mods? Das sind meine Brieftauben. Die gerade angeflogen kamen und mir das gezwitschert haben, dass er sich da verbünden will oder bereits schon hat.
Mit Norman. Der ist richtig auf Krawall aus. Deine Vöglein haben es dir gezwitschert, okay. Korrekt. Das hört sich sehr interessant an. Also, das ist, ja. Also ich denke, dass ich kann mir gut vorstellen, dass es so ist. Ich würde ihm halt trotzdem einfach nochmal diese Chance geben. Und wenn, also ich meine, wir können ja mal unter uns, wir sind ja unter uns mehr oder weniger, das kurz sagen. Ich meine, wenn Hugo wirklich Krawall will, dann sollten wir das Kopfgeld aussetzen. Oder wir sollten natürlich auch dann alle geschlossen gegen ihn vorgehen. Also halt wirklich mit Hunting Party und so. Das Ding ist eben, was ich halt glaube, wenn wir das mit diesem Abwählen machen, ich glaube, der wird wütend und tötet sein Volk. Hat er ja schon teilweise. Also sein Volk. Ja. Hat er schon, glaube ich, 3 Kills. Ja, aber im Dschungel. Aber die haben ihn gejagt im Übrigen, ne? Ja. Die haben ihn gejagt, ja, die haben gekriegt, was sie dann, ja, selber schuld. Ja. Na dann, Herr Botschafter, dann würde ich sagen, kommen Sie mit zu Joe und dann würde ich ein Treffen, oder dass du ein Okay, Treffen okay, das heißt, das, also oder? Das heißt, dann sollten wir ein Treffen organisieren, wo wir... keinen Alleingang machen, weil sonst Nein. Also ja? Plan wäre, dass wir mit Joe jetzt erst reden und dass wir dann das Wüstenvolk in der Bergnation zusammentrommeln, oder? Ja, das hört sich gut an. Und während wir unterwegs sind, wird die Festung weiter errichtet, ne? Ja? Jawohl, wir haben schon einen guten Plan gestern ausgearbeitet. Bauminister, gerade so Lukas. Jawohl. Ne? Und ich bitte noch drum, Nils, der ist meine persönliche Leibwache. Der darf mir nicht von der Pelle rücken. Der muss an mir kleben. Ja? Okay. Weil der kann ein bisschen PvP. Also, der ist, ich habe gehört, es gab mal einen legendären Meister des Schwertes namens Bastianus Gehageus. Eine Legende. Oh. Und man sagte mir, dass Nils Aang der Auserwählte ist, der den Geist von ihm in sich trägt. Okay, jetzt wird's wild. Er muss mich beschützen. Jetzt wird's wild. Das klingt, als wäre der Avatar von ihm. Ja, echt. Ja. Du bist der Auserwählte, komm mit, du musst mich beschützen. Oh, ja, wir ziehen los. Gut, tschüss. Dann essen da. Viel Spaß. Ciao. Ja. Viel Glück. Alright, Bauteam, bitte alle mal in die erste Reihe setzen. Jo. Wo ist der Botschafter? Ach, ich habe noch eine Sache noch. Es sind ja die Y-Koordinaten bekannt für die Fässer. Gibt es einen? Die Y-Koordinaten sind das, was dein Kompass nicht anzeigen kann. Ja. Die Höhe. Das heißt, es gibt doch sicher jemanden, der dir auf den Weg machen möchte, die zu suchen, oder? Ich glaube, Diedl hat schon was. Das, genau. Okay, und Fabo ist wahrscheinlich auch unterwegs, wenn Fabo da ist. Oh. Ja. Alarm. Okay, aber dann ist da auch für gesorgt. Sehr gut. Ja, aber ich werde mich drum kümmern. Perfekt, klasse. Alter, einfach der ganze Himmel voll. Wow. Was? Warum wollten die alle meinen Arm? Zum Glück habe ich meine Leibwache. Naja, vielleicht schmeckt er gut. Also Lars, zwei Fäden dabei. Du hast nichts mitbekommen. Wir rücken aus Richtung Joe, um die Absetzung weiter in Gange zu bringen. Geh rein. Okay, wo bist du denn gerade? Ich bin hier an der Tür und warte, dass du auch kommst. Ja, warte. Möchtest du dich... Oh, das ist sehr, sehr wichtig. Dankeschön. Möchtest du dich anschließen? Oder möchtest du hier, Nee, ich bin ja immer, wir sind ja immer... Genau, ich wollte gerade sagen, wir sind ja hier unzertrennlich. Ja, Jeremy. Oh, das war ein Liebesbeweis, Kroko. Ja! Ich habe sogar wegen dir die Königin ein Stück warten lassen, ich hoffe, sie ist nicht böse. Ich muss nur mal... Warte, wir können gleich mal kurz, ne? Ich würde da echt gern runterspringen, aber ich habe Schiss, dass ich einfach drauf gehe. Okay. Oh, jetzt hast du es, glaube ich, alles damit. Wer bringt denn da die Phantome mit? Kroko! Ich bin auf den Block gefallen! Das war das Phantom! Du spinnst doch, Alter! Ich bin nicht da! Das ist für Spannung. Ich sorge nur für Spannung. Wie viele Herzen hast du? Ja, hab ich noch. Ja. Gott sei Dank. wer rettet uns da gerade vor den Phantomen? Niemand. Aua! Doch, Clubio hat ein paar weggelotst. Aua. Okay, dann ab in die Boote und los geht's. Will jemand mitfahren? Ich hab ein Boot, ja. Ich hab ein Boot, ich hab Aua. Ah gut, ich bin bei meiner Leibwache. Los, Aua! Die Königin! Uiuiuiui.
Ich, ich folge dir. Ja, genau. Nicht mir folgen. Nein, warte, Nils, da vorne rechts, also nach vorne und rechts. Okay. Weiter? Wird dir schlecht, Lars? Rechts, da rechts, da rechts. Nein! Alles Eisbären mit Babys. Du bist so geil, Kroko. Nein! Eieiei. Also mit mir flüchten kann nicht gut gehen. Steigst du wieder ein? Ja, doch, traust eigentlich du dich? Schon. Weil kein Mensch rechnet damit, dass du einfach achten fährst. So, das ist, glaube ich, die. Oh Gott! Entschuldigung! Nicht die Mama sagen! Nichts der Mama sagen! Nichts der Mama sagen! Du, ich habe eben 3 Eisbärenbabys zu Weißen gemacht, also von daher. Ah, wegen Fisch. Sehr gut. Der Grund, warum du Fisch hast. Welchen Shader ich benutze? Keine Ahnung. Ich glaube BSL-Shader momentan, ne? Ja, Fabo hat schon ein Fass gefunden. Fabo hatte bisher schon ein Fass gefunden. Ja, er meinte ja, das zweite wäre ziemlich unfindbar, ne? Ja, weil er es nicht gefunden hat. Jetzt wissen wir ein paar Y-Koordinaten. Ich bin gespannt, ob jetzt mehr Fässer gefunden werden. Ja, ich auch. Kroko, hast du einen Führerschein? Nee, du? Ja. Du, ach so, du meinst es in echt, oder was? Ich dachte jetzt hier fürs... Hi! hi, ihr zwei! Wir werden verfolgt, Kroko. Paddel schneller! Tom, danke schön für die Warnung. Ich werde hier immer gewarnt vor Hugo, aber ich möchte ihm noch eine Chance geben. Wie viele gehen die Brieftauben bei dir ein und aus, oder was? Bei mir fliegen, also aktuell, gerade wenn man im Boot sitzt und so ein bisschen, dann fliegen die Brieftauben bei mir immer ein und aus. Ich habe da viele Brieftauben. Wen haben wir da? Wer kam da? Wer war das? Keine Ahnung. Wer ist das? War das Stegi? Nee, das war jemand aus der Eisnation. Nee. Oh, okay. Aber ich würde Hugo keine Chance mehr geben, weil erstens hat er schon Leute aus dem Game gekickt und zweitens, glaube ich, wird er auch einfach auf dich losgehen, wenn er dich irgendwo trifft. Deswegen. Ja, hat er schon mal nicht gemacht. Hat er einmal schon nicht gemacht. Ja, aber jetzt ist er im Bedrängnis, deswegen, Kroko, ist das gefährlich. Aber ich gebe ihm ja einen Ausweg. Nein, der wird aggro sein und dich einfach killen. Nein, ich glaube an Hugo. Du glaubst an ihn wirklich, Kroko? Einer muss es tun. Wir können eine Umfrage machen, ne? Wer glaubt an Hugo? Was wird die Antwort sein? Es ist schade, dass bei YouTube die Moderatoren keine Umfragen machen könnten, weil das wäre echt, dann könnte man sagen, mach bitte eine Umfrage, das wäre so gut. So, hier müssen wir dann raus und an den Berg hoch. Ja, ich fahre hier in die Bucht, genau. Hier, ja. Da ist ein Spinnenreiter, schaut euch das an. Ja. Aber was halt wirklich lustig ist, doch, dass es halt in der Bergnation einfach keine Monster gibt. Nehmt eure Boote mit, ihr braucht immer Fluchtfahrzeuge. Was, in der Bergnation gibt es keine Monster? Ja, sehr wenige. Nicht in der Bergnation, in der Eisnation, Entschuldigung. Ja, wir haben ja auch einen Berg. Wollte gerade sagen. Wenn wir uns verbünden, sind wir die Eisbergnation. Genau. Elsa, wen heiratest du denn jetzt? Also, ich weiß noch. Ja, wir müssen ja eigentlich den Ball noch abhalten. Also, wir werden halt von unseren schönen Dingen. Aber ein Ball während Kriegszeit finde ich eigentlich ein bisschen unangebracht. Wenn absolut. Wir feiern, absolut. Deswegen schlachten sich andere ab. Deswegen sind wir ja so am Frieden bemüht. Damit Elsa für eine wachsende Population sorgen kann. Ja. Quasi, ne? Aber wäre nicht auch ein guter Gemahl ein richtig starker Kämpfer? So einer wie Hugo? Nein. So einer wie SpaceX? Ja, wer, du schlägst das vor, dass Hugo mich heiratet? Ich fände das total cool. Ein Bündnis mit Hugo. Also, Stephanie. Ich könnte jetzt aus dem Chat zum Thema Hugo spoilern, aber... Nein. Ich tu's mal nicht, ne? Das wäre unfair. Papagei! Ich habe auch noch nichts dazu gelesen. So. Ja, ich habe schon Sachen dazu gelesen, aber ich. Kann ich euch helfen? Ja, wir suchen König Josef. Wir bringen Königin Elsa. Hallo Königin Elsa. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, wo Joe ist. Ich kann ganz kurz fragen, einen Moment. Wo sind da viele? Joseph. Oh! Eine gestorben? Legt euch doch mal alle hin hier. Wenn ihr euch alle hinlegt, dann ist es vorbei. Ja, ich suche ein Bett. Ja, hier, direkt hier. Die Dinger sind ganz schön gefährlich. Ja. Komische und kosten sehr viel Essen. Basti, aufstehen!
Basti! Ah, du Nils! Basti! Hallo. Aufstehen! Oh! Hui! Ich wurde ein bisschen unsanft geweckt. Oh, wer hat das Bett jetzt? Ich! Guten Tag, Prinzessin Elsa. Oh. Ich würde auch gerne einmal resetten, bitte. Dankeschön. Scheiße, Angie. Ich muss mal kurz neu laden. Ja. Okay. Weißt du, wenn ich Hugo einfach irgendwo alleine begegne, ne, dann logge ich einfach aus so. Blub, weg. Weißt du, kommt der voll angerannt, bupp, ausgelockt. Ja, wo ist denn der König? Joe kommt gleich. Kommt gleich. Darf ich mal, gibt es hier die Möglichkeit, ein bisschen Hühnchen zu bekommen? Ja, natürlich. There you go, Kroko. Ah, oh, das ist echt sehr, sehr gut, weil Essen ist bei mir mit Mangelware. Dankeschön. Oh. Jo, dankeschön. Gefällt's Ihnen hier? Oh, wir könnten mal schauen. Wo ist meine Leibwache, die auf mich aufpassen soll? Ja, ich bin hier. Ich weiß nicht, ob sie gut auf dich aufpassen kann, wenn du hier rumturnst, Basti. Ja, genau. Ja, ja. Nils muss auf mich aufpassen. Er ist der Auserwählte. Wie lange braucht der Joe denn noch? Ja, wie lange braucht der Joe denn noch? Er hat gesagt, er kommt gleich. Ich bin Frau Königin, ich bin ungeduldig. Frau Königin? Ja. Ich muss da mal aufs Klo. Das mit Angie ist jetzt sehr kacke. Ich geh mal zum Blizzard, den haben wir schon noch gar nicht angequatscht. Blizzy. Ist der, hört der mich gar nicht? Ey, Zauberfee. Unsere eigentliche Eisprinzessin aus Craft Attack. Nee, Blizzard mag nicht mit uns reden. Blizzard. Ich hab mir Mühe gegeben. Hier schneit's halt auch immer. Schön. Bei dem Schnee fühlt sich Kroko doch heimisch, oder? Ein bisschen, ne? Wie daheim. Ich wollte mal schauen, wie der Baufortschritt hier weitergeht, weil da wollten sie ja so eine große Halle bauen. Schauen wir mal. Wo ist denn die ganze... Aber heute sind auch nicht so viele da irgendwie, ne? Es ist weniger los heute, habe ich das Gefühl. Die kommen wahrscheinlich auch alle noch. Ne, da springe ich jetzt nicht runter, weil es geht wieder schief. Ich habe ganz schlechte Verzauberung. Einfach nur Protection 1 auf meiner Rüstung fertig. Ich bin der Diplomat und nicht der Kämpfer. Das ist einfach so. Dürfen wir hier Weizen abernten? Ich sehe auch einfach direkt wieder an. Wenn sich jemand beschwert, dann... Ja, und da wäre eigentlich der Botschafter sehr wichtig. Der kommt. Ich weiß nicht, ob er sich irgendwo in irgendeiner Taverne niedergelassen hat. Da unten, stopp, falsche Richtung, Herr Botschafter. Hier stehen. Wo seid ihr? Ach da, ich war schon da oben. Oh, ne? Ja, sonst lass uns hier, pass auf, lass uns einfach mal hier unser Camp aufschlagen. Ladies and Gentlemen, ich hatte eine verrückte Idee, aber ich lass erstmal dich sprechen, Basti. Also pass auf, wir hatten uns ja am Ende des letzten Males miteinander kurz gesprochen bezüglich Kopfgeld. Da ist jetzt halt die Gefahr, wenn wir eine finanzielle Dienstleistung oder wenn wir Finanzen frei machen und die zahlen, dann sind wir Kriegspartei. Dann haben wir ein Problem. Ja. Ne? Deswegen wäre das keine so gute Idee. Der Herr Botschafter hat eine viel bessere Idee. Aber da sehe ich die Gefahr drin, dass jemand mit seinem Leben bezahlt. Dann sag erstmal die Idee, Kroko. Also ich bin immer noch der Meinung, wir sollten Hugo noch eine Chance geben. Einfach auch aus dem Grund, dass wir die ganze Sache... Oh, okay. War das, bis du dran bist? Dass wir einfach aus dem Grund, dass wir halt auch einfach zeigen, dass wir noch eine andere Möglichkeit haben, als wirklich alles gleich mit Gewalt zu lösen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir ihm die Chance geben, also ich würde versuchen, alle aus der Wüste hier zu versammeln bei euch und würde dann ihm die Chance geben, abzudanken. Und wenn er nicht abdankt, dann machen wir halt die direkten Neuwahlen. Und wenn er dann halt immer noch auf Stunk aus ist, dann können wir immer noch zu den harten Maßnahmen greifen. Ich glaube nicht, dass wenn wir ihn hierhin einladen, dass er dann gegen uns alle vorrücken wird, weil ich glaube, das übersteigt dann selbst seine Fähigkeiten. Gut,
Einverstanden? Dann würde ich auch noch ein Wort dazu sagen. Und zwar mein Vorschlag. Ich habe mir mal ein bisschen angeguckt, wie Hugo agiert hat und wie er reagiert hat und alles. Und ich habe das Gefühl, dass Hugo so ein bisschen eine verlorene Seele ist. Deshalb wäre mein Vorschlag gewesen, wir holen noch eben den König von Dschungel rüber, Stegi, und erklären alle, also alle, wir drei Königreich erklären Wüste den Krieg mit der Bedingung, dass wir Hugos Kopf wollen und niemand anderen. Das heißt, wir fassen niemanden anderen an aus der Wüste. Wir sind alle quasi nur gegen Hugo. Und wir bieten an, dass die Wüste auch nochmal sich selbst den Krieg erklärt, sodass die Hugo stürzen können. Sobald Hugo gestürzt ist, endet dieser internationale Krieg. Das wäre meiner Meinung nach halt die Eskalationsstufe, ne? Ja. Weil das, ist halt, das ist definitiv der Schritt, den ich halt gehen würde, wenn Hugo sich querstellt. Ich glaube, das wird uns viel Leid ersparen, denn ich bin mir zu 100% sicher, dass sich Hugo querstellen wird. GroKo, du wirst dich querstellen. Ich? Nein. Ich glaube tatsächlich, wenn du alle hier versammeln willst, wird eins passieren, und zwar, dass Hugo hier rumfährt und alles killt, was einzeln irgendwie vorbeikommt. Ja. Das wird passieren. Und er hat jetzt sehr guten Equipment. Dann wird er nicht hier auftauchen und du hast dann mit der Aktion 6, 7, 8 Leute verloren. Ja. Richtig. Und ich möchte, GroKo, wir können ja dann immer noch auf das zurückkehren. Wir können eine Mischung aus beiden machen. Wir können ja alle jetzt Wüste den Krieg erklären, ja? Auch dann mit Wüste abgesprochen. So, alle Kriegen erklären quasi Hugo den Krieg. Und dann können wir immer noch fragen, so Hugo, möchtest du abdanken oder wollen wir es auf die Harte tun? Aber ist dann nicht genau das Problem gegeben, von dem Lars gerade gesprochen hat? Wenn wir jetzt der Wüste alle den Krieg erklären, dann hat Hugo die Erlaubnis, jeden, den er begegnet, umzuhauen. Wenn wir ihn aber zuallererst hier versammeln, um mit ihm zu sprechen, dann haben wir ein Auge auf ihm. Und dann können wir immerhin, selbst wenn er losdüst, können wir mit 7, 8 Mann immer hinterher, um zu wissen, wo er sich befindet. Wir wissen aktuell nicht, wo Hugo ist. Das ist im Moment sein größter Vorteil. Der kann jetzt bei uns daheim reinspazieren, so ungefähr. Ich meine, gerade ist kein Krieg, insofern wissen wir, dass es nicht erlaubt ist. Aber theoretisch könnte er jetzt schon die Leute bei uns wegsnacken. Die Frage ist halt, wenn er jetzt einen killt, wird er dann sofort verbannt oder hat er noch die Chance und die Zeit, dann andere zu killen? Ich weiß es nicht, wie da die Regeln sind, aber das ist auch egal, ganz ehrlich. Okay, also, gut. Nee. Weil sonst schnetzelt er los. Ja. Also das Problem, das ich sehe, ist, Hugo hat gesagt, dass er alle umbringen wird, alle anderen 30, bis er umgebracht wird. Und das ist da, also entweder müssen wir ihn wegschnitzen oder er bringt alle um. Ja, aber es ist immer eine Sache, die man sagt und die man beschließt und die er dann vielleicht auch machen möchte, wenn man mit ihm redet. Er ist ja auf definitiv auf PvP aus. Ja, er möchte mehr PvP. Und es gibt definitiv noch ganz viele andere, die ebenfalls auf PvP aus sind. Warum nicht in der Mitte eine fetzen Sandarena hinzimmern und die ganzen PvPler antreten lassen? I know what you mean. Ich finde die Idee super. Würde ich dir auch begrüßen, wenn es nicht Hugo wäre, weil ich weiß 100%, dass er sich auf sowas nicht einlässt. Aber wir können es gerne versuchen. Ich finde, den ersten Schritt machen. Ich lasse mich auch überstimmen. Ne? Also ich möchte jetzt nicht, dass ihr auf Teufel komm raus das tut, was ich will. Ich sag nur, fände es halt gut, wenn man ihn da... Genau. Kopfhörer weg. Dein Argument, dass er quasi die Legitimität hat, alle anzugreifen, wenn wir den Krieg erklären, ist natürlich eine doofe Sache. Vielleicht können wir ihm damit drohen, dass wir es tun. Dass wir vielleicht die drei Könige versammeln und sagen, so Hugo, wir können dir jetzt einen Krieg erklären und alle auf dich draufgehen. Aber das will er. Das ist das, was er will. Er hat am Anfang allen den Krieg angekündigt. Ja, bitte? Hast du einen Plan, Lars? Ich sag's euch ehrlich, also die sinnvollste Variante, die ich sehen würde, ist, dass wir jemanden finden in Wüste, dem wir vertrauen oder den jemand von uns kennt, und mit dieser Person absprechen und mit denen verhandeln, wann sie ihn absetzen, dass wir das gut timen, dass wir ihn suchen und finden, und wenn wir ihn gefunden haben, dass wir in klaren Gang setzen, dass er abgesetzt wird und dass wir dann alle PvPler hinschicken, die wir haben, und den einfach wegschnetzeln. Weil sonst würde es in einem Blutbad enden heute. Das Problem ist, wenn wir jetzt einfach Hugo angreifen, ohne den Krieg erklärt zu haben, dann kommen wir auf die verbannte Insel. Wir werden auf keinen... Also ich würde eine Sache machen, ob wir Krieg machen oder nicht. Ich würde keinen Krieg ankündigen, bevor wir nicht wissen, wo Hugo ist. Ja. Ich künde keinen Krieg an. Ah, klar, ich würde mich dem auch anschließen. Ja. Würde ich das auch nur mit der Zustimmung von allen gemeinsam machen. Ich wollte ihn damit unter Druck setzen, aber das stimmt, GroKo. Solange wir nicht wissen, wo er ist, können wir natürlich halt auch nicht wissen, was er dann tut, nachdem wir es getan haben. Das ist ein Risiko. Deshalb, lass uns mal versuchen, mit Tonlos und zweifach Gustav Kontakt aufzunehmen. Was hältst du davon? Ich würde wirklich vorschlagen, dass wir schauen, dass wir möglichst viele hier versammeln, um den König auf alle Fälle mal zu stürzen, weil dann kann er schon mal keinen Krieg mehr offiziell erklären. Wir können ja ein offizielles Server-Announcement machen, dass wir sagen, wir treffen uns um 19.20 Uhr alle an einem speziellen Ort. Aber die Frage ist halt, die wollen wahrscheinlich nicht alle auf unsere Insel, oder?
Ich glaube nicht, dass da jemand was dagegen hat, wenn wir uns alle hier treffen. Wir müssen halt wirklich dafür sorgen, dass sie beschützt sind. Das ist das Wichtigste. Boah. Wir brauchen halt unsere PvP-Truppe hier, um die dann zu schützen. Und müssen natürlich auch entsprechend Ausschau halten, ob Hugo irgendwo rumrennt. Ja, letztendlich kann man auch so eine Verhandlung im Prinzip mit es hört sich zwar makaber an, aber so eine Art Geiselaustausch. So, ne? Eine wichtige Person geht zu denen, eine von uns geht zu denen und dann wird erst geredet und ansonsten wird... Und wer ist eine wichtige Person von Hugo? Norman. Weil ich weiß nicht, wie viel mehr Verbündete er noch hat im Moment. Norman ist ein Vernunftsmensch. Er ist zwar hinter Hugo, ne? Der ist zwar mit Hugo dicke, aber Norman ist noch, da kann man drüber reden. Der hat noch, jetzt hätte ich fast gesagt, der hat Grips. Ich habe nichts unterstellt. So. Boah, Joe, das wäre eine Maschine für dich, wo zwei Leute reingehen und man, weißt du, wie so Anti-Scam-Schutz in so Videospielen. Mhm. Zwei Leute. Ich hatte schon überlegt, ob ich hier so eine Falle baue und dann Hugo in die Falle reinlocke, aber das glaube ich, das macht er nicht. Gut, wie wollen wir verbleiben? Ich finde die Idee mit dem Versammeln gut. Ich finde Krokus Idee da klasse. Wollen wir vielleicht irgendwie versuchen, wirklich mal einfach mal alle einzuladen und gucken, ob die hierher kommen können? Oder welchen Ort wollen wir nehmen? Ja. Ich schlage vor, also so wie es ausschaut, ist Lucien ja in der Wüste recht angesehen. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass jetzt eine Delegation in die Wüste reist. Also ich vermute mal, damit meine ich Lars und mich. Dass wir in die Wüste, also dass wir halt, weil ich meine, Reisen sind immer gefährlich. Und deswegen ist es vielleicht unsicher, wenn wir die Könige reisen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir reisen in die Wüste, überbringen Lucien die Botschaft. Und wenn Lucien dann sagt, den Wüstenvolk, aber ich denke, Lucien ist mit die beste Wahl. Und der verbreitet die Botschaft unter den Wüstlingen. Wir verbreiten die Botschaften jeweils unter unseren Nationen. Wir treffen sicher noch die ein oder andere Bergnation, sonst sollten wir da noch einen aufsuchen. Wollen wir Papier machen und die Botschaft auf dem Papier schreiben mit an Envil eben schnell? Komm mal, lass mal machen. Wenn du die knapp genug hinkriegst, klar. Ja. Ich habe mir übrigens hier parallel, ohne gemein sein zu wollen, euer Weizen gesnackt. Ich gebe das gerne ab, sonst mache ich mir Brot draus. Nein. Alles gut, ich habe es gesehen, ich habe es genehmigt. Alles fein. Dankeschön. Und was ist mit dem Dschungel? Ja, den müssen wir irgendwie unterwegs auch noch antreffen. Da sollten wir Karst und Stegi herkriegen, weil auch wenn die beiden so tun, als wären sie beide König oder beide nicht König, glaube ich, dass sie beide König sind. Wo wollen wir das Treffen veranstalten? Weil ich überlege auch, ob wir das nicht beim Eis machen, weil das besser erreichbar ist vom Meer aus. Ja, das stimmt. Aber da ist halt, also hier sind wir, ja, können wir auch. Das ist halt auch sehr übersichtlich. Ja, können wir das hier machen. Dann machen wir das da oben in der Audienzhalle, würde ich sagen. Ne? So, habt ihr einen Amboss zufälligerweise? Oder kann ich selbst einen machen? Also nicht hier. Ich kann einen machen. Einen Amboss craften. Ja, ich hab auch noch genug dabei. Okay. So, ich mach da mal ein paar Zettel. Ich mach so 33 Blätter. Dann machen wir, also, was für eine Info wollen wir denn geben? Versammlung? Dass wir versammeln, dass wir uns hier versammeln wollen. Wir können ja einfach mal eine Uhrzeit ansetzen. 19:30 ist, glaube ich, realistisch. Es ist immer noch knapp, dass da alle ankommen, aber ich würde es jetzt mal so ansetzen, weil ich glaube, in 10 Minuten sind Lars und ich in der Wüste, dann in 10 Minuten ist dann vielleicht die Nachricht. Ja, es wird knapp, wahrscheinlich ist Viertel vor eher realistisch, um wirklich ehrlich zu sein. Okay, pass auf. Wo? Wir müssen aber die Koordinaten haben. Am besten einmal schlafen gehen. Ja, bei euch da oben. Ja, hier. Warte, ich kann sie. 720 und minus 80, ne? Genau, ja. Also minus 720. Minus 720. Und was ist die andere Koordinate? Minus 80. Minus 80. Was halt da auch ganz gut ist, ist relativ übersichtlich. Ne? Das ist auch immer ganz wichtig, dass man auch sieht, wenn von irgendwelchen Seiten jemand kommt, den man nicht erwartet. Ja, von oben kann ich nicht bekommen. Hallo. Wäre dann auch gut, dass ein paar PvPler dabei sind zu 100%. Was? Ja, unbedingt, unbedingt. Also das wäre auf alle Fälle wichtig. Wo ist denn euer Kriegsminister? Er hat gesagt, es wäre gut, dass PvPler sollten da sein. 19:45 Uhr. Ja, der Auserwählte ist da. 19:45 Uhr, Leute? Ja. Was? Nein. Oha. Nein. Lars! Gandas! Der Arme. Wie? Oh nee, was ist denn? Könnt ihr bitte einfach aufhören, alle wegzusterben? Ist er nicht hier irgendwo explodiert? Der stand doch gerade hier, oder nicht? Der war doch. Ja! Weil der immer wegrennen muss! Weil der immer wegrennen muss! Lars! Nein! Wir müssen seinen Stuff finden.
Okay, wir haben nur Eisenrüstung von ihm. Aber ein Grab. Also, wir müssen Friedhof. Ich würde ohne Lars in die Wüste reisen. Okay, stopp, warte mal. Soll jemand von uns aus dem Team mitkommen? Vielleicht jemand, der nicht so gut ist. Ja, es muss jemand mit, Kroko, nicht du alleine. Okay, ich muss mal kurz mein Team kontaktieren. Eine Sekunde bitte. Ich mache mich mal auf den Weg zurück und organisiere einen Friedhof, Kroko. Ja, okay, mit wem rücke ich aus dann? Mit jemandem von der Bergnation. Okay, alles klar. Ich lasse mir dann jemanden an die Seite stellen. Gut, ja. Meine Königin, es war mir eine Ehre. Ciao. Kroko, warte. Ja, Kroko bleibt hier. Kroko ist traurig jetzt. Was hat Lars gesagt? Ich bin wirklich traurig. Was? Okay, wir haben jemanden, Kroko. Ja. Kroko, dann pass auf. Hier sind die Flugblätter. Schau mal kurz, ob das so in Ordnung ist. Lass mir mal so 5, 6, 7 da, dann würde ich die auch nochmal weiter verteilen. Perfekt. Ich sehe gerade, wir haben noch Besuch von jemand anderem. Ich guck mal kurz, wer das ist. Ja, ich gucke auch mal eben schnell. Vielleicht können wir denen direkt die Blätter geben, Kroko. Guten Tag. Ingo. Hallo. Hast du sie denn gefunden? Ach, Mengo. Hey, Hengo. Hallo. Perfekt. Du kommst direkt aus der richtigen Ritze. Hier, kann ich dir das mal so auf den Weg mitgeben? Natürlich kannst du das. Also es gibt wichtige Dinge zu besprechen und unsere Nation lädt ein zu einer Generalversammlung, die hier friedlich auf unserer Insel da vorne stattfinden soll. Und 1945, vielleicht kannst du die Botschaft deinem Team überbringen, es muss wichtige Themen, Hugo, besprochen werden. Okay, dann mache ich mich direkt wieder auf dem Rückweg. Ja, okay, vielen Dank. Vielen Dank, ich habe zu danken. Dankeschön. Jo, danke schön, danke. Okay. Einen schnellen Rückweg hier irgendwie über den Berg hier. Oder soll ich außenrum irgendwie fahren? Du kannst am leichtesten, der schnellste Weg ist, wenn du jetzt hier runter gehst, da ist das Wasser und dann tatsächlich um die Insel mit dem Boot fährst. Das ist, glaube ich, leichter, als Moin, wenn Tobi. Du... Ne? Guten Tag. Ja, perfekt. Vielen Dank. Ja, dann, danke. Ich gehe mal kurz meinen Müll ausleeren. Jo. Hi. Okay, Kroko, Taubi wird dich begleiten. Sehr gut. Ja, oder Mike? Mir ist egal, wer. Okay, also, passt mir bitte gut auf Kroko oder Andy auf, ja? Okay, ihr geht beide mit, das ist besser. Passt gut auf Kroko oder Andy auf. Behandelt ihn wie einen von uns und sorgt dafür, dass er wieder lebend zurückkommt. Okay. Gut, dann wir müssen wir dann. Es gibt Flugblätter, die ausgeteilt werden. Generalversammlung 1945 hier auf unserer Insel. Okay? Gut. Dann düsen wir los. Wo kommen wir am besten runter? Dabei? Ich hab jetzt 14 Brote, 5 Hühnchen und 4 Fisch. Ich glaube, das tut's. Sonst hol dir noch was aus dem KFC da hinten, falls da was ist. Ich hab gerade, sonst komme ich nachher nochmal. Okay, dann rücken wir aus. Vielen Dank für eure... Ja, sie hat mir dann auch gesagt, das Internet, oder? Schon so, okay. Wo kommen wir am besten runter? Ist es hier? Am besten in die Richtung gehen, tatsächlich. Das ist Richtung Wüste. Pumi, wir machen Folgendes. Wir machen eine Generalversammlung um 1945 hier auf unserer Insel. Mhm. Es sind jetzt alle Nationen... Oh Mann, ich bin echt ein bisschen traurig jetzt. Was ist überhaupt passiert? Echt sehr traurig. Gandas ist weg. Also Lars. Was ist überhaupt passiert? Ist das bei euch in der Base gewesen? Nee, er war ja gerade hier neben uns. Das ist bei uns passiert. Ja, er geht nur immer gerne streunern. Ich frag mich auch, wo seine Sachen sind. Ja, die hat Basti schon gefunden, hat er geschrieben. Okay, gut. Okay, ihr müsst vorangehen, weil ihr seid hier wegsicherer. Ich laufe einfach mal hinten nach. Ich gehe mal voran. Wie ist es bei euch so PvP-technisch? Seid ihr da gut drauf? Oder? Alle, die meistens bei uns Full Deer haben, sind auf jeden Fall PvP-technisch sehr weit. Okay, dann fühle ich mich schon gleich wohler. Weil meine PvP-Künste passen zu meiner Rüstung. Ja, gut. Aber wenn wir Hugo sehen, nehmen wir trotzdem die Boote in die Hand, oder was ist da der Plan? Ich würde schon sagen. Gut. Ja. Auch wenn obwohl wir uns eigentlich nichts antun können. Dürfte, aber das ich finde das immer so eine... Ich beziehe mich ungern auf Serverregeln. Außer es ist irgendwas, wo es jetzt wichtig ist, wie so eine Abstimmung, ob wir es machen dürfen oder nicht. Na, ansonsten ist es immer gut, wenn man... Aufpassen, Creeper. Yes. Creeper aufpassen. Ja, ich würd auch sagen, Creeper immer aufpassen, weil... zum Beispiel letztes Mal war einfach bei mir und Joe einfach aus dem Nichts ein unsichtbarer Creeper gespawnt und ich bin fast gestorben, hab's aber noch überlebt. Taubi, er fährt dann bei dir mit oder soll er bei dir mit? Ja, du bist mir egal, wir können auch einen Zweifel. Ich glaube, hier kann eigentlich nichts passieren, solange kein Spieler da ist. Lars schreibt, die Krone liegt da noch rum. Oh nein! Oh nein, wo? Ja, komm. I don't care. Wer braucht schon Kronen? Wir müssen jetzt die Mission hier durchziehen, die hat Vorrang. Die Wüste ist so, ne? Ja, perfekt.
Ja. Wie ist das direkt da drüben? Okay, ich glaube, dass die auf dem Mesa-Berg oben sind, aber ich weiß es nicht genau. Ich war tatsächlich noch nicht bei der Wüste. Ich kann warte mal ganz kurz, ich muss ganz kurz dem Joe noch schreiben. Okay. Ich habe auf einem Bild schon mal gesehen, ich meine mich da ein bisschen auszukennen. So. Das kann sein. Ich war auch noch nie in der Wüste, aber ich habe schon mal ein Bild gesehen, von daher könnte ich mich ein bisschen orientieren. Ich habe die Erinnerung der Menschen auf einer bestimmten Plattform auf YouTube gesehen. Ja, ja. Sehr gut. Ein digitales Bild, ein Verzeichnis. Genau. Sehr, sehr neumodisch. Sind sie schon da oben? Sieht schon bebaut aus da oben, oder? Ja, das kann schon sein, dass es da oben direkt ist. Also ich war nur bisher nur in der oh Gott, wie heißt's? Da, wo das grüne Zeug wächst in der Mitte. Schiff. Wie heißt denn das? Oase? Da war ich bisher. Oase. Ja. Das ist sogar ein Boot. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein echt gutes Zeichen. Hier sind auf jeden Fall Menschen. Da stand ein Schild. Hoffentlich stand da nicht drauf. Wollen wir uns gleich auf die Insel begeben? Ja, würde ich auch sagen. Können wir machen, ja. Da oben ist ein Berg, da könnte es sein. So, ich würde dann auch sagen, ich rüste mich schon aus. Wenn wir in irgendwelche Gebäude reingehen, sollte immer mindestens einer draußen sein, der schaut, ob nicht halt jemand noch kommt, weil jetzt sind wir wirklich beim Hugo und man weiß nie. Ja, vielleicht ist er auch gar nicht da. Ja, das kann nämlich gut sein. Es kann sein, dass Hugo sich irgendwo verschanzt, weil Chang'e ist ja sehr aggressiv gegen. Ja, oder er ist natürlich Richtung Dschungel unterwegs. Das könnte natürlich sein. Das könnte auch sein. Okay, wir stellen mal Gespräche ein, dass wir die anderen zuerst hören, wenn es wäre. Und gehen darauf. Ist auch irgendwas. Tim habe ich da oben gesehen vorhin. Das war irgendein Tim. Tim kenne ich, Tim ist nicht da. Also okay. Vor dem brauchen wir keine. Also wirklich 100%. Ja, 100%. Ich sehe einen Namen. Tim, nicht erschrecken. Guten Tag. Tim, wo ist denn, wir suchen Anhänger, die nicht auf der Seite von Hugo stehen. Also eigentlich alle aus der Wüste, außer Norman, oder? Da seid ihr eigentlich am richtigen Ort, es ist bloß keiner da außer mir. Wo sind die alle? Okay. Die sind verstreut. Wir hatten gerade eine Auseinandersetzung bei unserem Spawn. Wir haben versucht, Hugo zu stürzen mit der Diplomatie. Wir haben es nicht geschafft. Erzähl, was ist passiert? Das ist interessant. Wir wollten abstimmen, aber wir haben nicht genug Leute zusammenbekommen aus der Nation Wüste, die gegen Hugo waren. Gab es genug, die für ihn gestimmt haben wollten und ihn an der Macht lassen wollten. Demnach ist, soweit ich weiß, der Putschversuch gescheitert und jetzt sind wir alle ein bisschen verstreut. Ich versuche hier jetzt mal, soweit unsere Gruppe das abgesprochen hat, eine kleine Festung zu bauen und ein Credo zu bauen. Ihr seid aber hier nicht in Gefahr, oder? Aber wo jetzt der Rest ist, kann ich leider nicht sagen. Kannst du uns sagen, wer die Befürworter von Hugo sind? Also weit vorne mit dabei meine Wenigkeit, Bobo, Kralle Ryo. Du meinst, die dagegen sind? Ja. Die dagegen sind, genau. Ja. Die Befürworter, ich glaube, das ist... Befürworter sind Hugo, Norman, Psycho Bell. Da unten sehe ich jemand. Der kommt auch. Müsste ich jetzt... Kralle Ryo, alles gut. Ja, okay. die ist bei uns dabei, ganz vorne mit dabei. Hallo. Gut. Moin. Hallo. Aber ihr habt eine Abstimmung gemacht. Wie viele Leute wart ihr bei der Abstimmung? Ich glaube, es stand 6 zu 13 oder was waren die Zahlen? Also sehr knapp. So viel. Und 6 waren auf der Seite von Hugo? Also 6 von 13, so meine ich. Okay, 6 von 13 waren gegen Hugo. Genau. Waren es nicht 7 oder 8? Auf jeden Fall nicht genug. 8 Leute gegen Hugo, aber ich dachte, er hätte deutlich weniger Verbündete.
Ja, dann hat irgendjemand was anderes erzählt. Okay. Es sind eh nicht alle da. Oh, das habe ich aufgegessen. Ja, Bobo ist gerade in der Base unten. Was sind das hier für Konspirationen? Kannst du uns noch mehr Befürworter nennen? Was ist mit zweifach Gustav? Ist der... Soweit ich weiß, ist der eigentlich... Ich glaube nicht sicher. Bobo gewesen. Ja, der ist unsicher. Aber wenn sich so viele umentscheiden, mir macht das ein bisschen Angst. Wir müssen, Mito? Wir müssen wirklich einladen. Ich kann euch mal unten in meine Base führen. Und dann könnt ihr mit Bobo reden, die weiß da mehr Bescheid. Ja, ganz ich glaub, oben. Das ist eine gute Idee. Ach, oben? Es gibt schon einen. Würdest du dann nicht auch denen den Zettel vergeben, Koko? Ja, ich überlege gerade, wie wir jetzt da weiter vorgehen. Aber vielleicht macht es. Ja, vielleicht macht es. Vielleicht macht es Sinn. Ich teile die mal aus. Genau. Hier. Dafür sind sie ja da. Ja, ich war mir jetzt noch nicht sicher, weil wir wollten ja ursprünglich mal eine Abstimmung. Das hier wäre unser Plan. Wir verteilen das an jeden, der. Und es wäre gut, wenn ihr als geschlossene Truppe dann kommt. Irgendwer killt hier gerade eine Tastatur. Ja, das bin ich. Schönen guten Abend. Entschuldige bitte. Für dich habe ich auch einen Zettel. Ja, danke. Unser Plan wäre, dass wir uns mal alle versammeln. Also wirklich alle, so viele wie wir zusammenbekommen, um das Problem mit Hugo mal aus der Weg zu räumen. Ja, alles klar. Und ich habe gehört, euer Putschversuch ist gescheitert. Ich bin vor einer Minute angekommen. Witzigerweise bist du dann immer am Start. Freut mich natürlich. Aber okay, das heißt, ihr wart noch gar nicht vollzählig. Nee, offensichtlich nicht. Nee. Da unten kommen noch viel, viel mehr Leute. Es kommen deutlich mehr Leute. Das müsste Bobo sein. Lucien. Ja. Ich leg wir sind das Strange. Bobo. Okay, wir bleiben oben, weil die sehen wir am meisten. Okay. Soll das hier mal eine Art Festung werden, oder? Ich hab keinen Plan. Wie gesagt, ich bin vor 30 Sekunden angekommen. Ich erwisch dich immer so, ne? Jedes Mal jetzt tatsächlich. Es ist echt witzig. Wollen wir dann zu den erstmal runtergehen? Oder ja, die sollten eher hochkommen, weil ich fühle mich hier oben deutlich sicherer, wenn wir alles sehen. Ja. Dann gehe ich kurz runter und sag, dass sie hier hochkommen sollen, okay? Ja, und ich bleib bei Koko. Koko. Genau. Ihr sollt mal alle hochkommen. Wir sind hier von Kroko. Ihr sollt mal alle hochkommen. Kroko möchte. Nein, nicht sollen. Ich würde mir wünschen. Bitte. Ihr könnt hochkommen. So. Kroko, du brauchst so oder so keine Angst haben. Es gibt ja keinen Krieg mit der Eisnation. Hallo. Ja, aber das heißt aber nichts beim Hugo, wenn wir ehrlich sind. Das heißt nichts. Doch, weil wenn er dich zum Beispiel töten würde oder einen von den anderen hier, also von Berg, dann kommt er in die Mitte. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, er muss ja einen guten Grund haben, ne? Na. Gründe genug haben wir ihm ja schon gegeben. Also ich habe guten Abend, Königsanwärter Lucien. Ich habe schon von eurem dramatischen Scheitern heute erfahren. Der Putsch ist misslungen. Die Wüste ist uns eins gewesen und ja. Sind es echt sehr, so sehr viele? Es müssen ja 7 Befürworter von Hugo sein. Habe ich das richtig verstanden? Es fehlen heute ganz viele. Deswegen waren wir zu wenig. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Leute sind es, oder? Nilo war noch nicht da, der ist jetzt erst da. Das heißt, es waren 7 spät. Dagegen. Es waren zu viele nicht da. Es fehlen ja noch welche. Darf ich mal ganz kurz erfahren, was passiert ist in 2 schnellen Sätzen? Ich habe die Wüste zusammengezogen, also sind alle gekommen und habe gesagt, wir müssen jetzt versuchen, hier eine Abstimmung durchzuführen. Wir brauchen mehr wie die Hälfte der Stimmen, einen Push zu organisieren. Selbst Hugo ist gekommen und leider war aber keiner interessiert. Team Wüste ist sich uneins. Also Hugo wollte sich nicht selbst putschen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, scheinbar nicht. Nee, das Problem ist, dass auch einige fehlen heute, die wichtig sind, die eigentlich zu den Leuten gehören, die quasi ja gegen ihn sind. Und das Wichtigste für mich ist ja, ne? Leute. Das Wichtigste, was jetzt ist. Wie komme ich an Elsa ran? Genau. Wir haben heute kurze Worte über den Ball und die Hochzeit mit Elsa verloren. Elsa ist definitiv der Meinung, sie findet es sehr unangebracht, zu Kriegszeiten einen Ball zu halten. Auch wenn wir nicht direkt im Krieg sind, finden wir das nicht in Ordnung. Deswegen wollen wir erst die Streitigkeiten beilegen. Und deswegen, auch wenn euer Putschversuch gescheitert ist, habe ich hier für euch eine Info, die ihr gerne spreaden dürft unter euren Leuten. Das wäre unser Plan, wo wir über weiteres Vorgehen verhandeln. Wir wünschen uns zahlreiches Erscheinen, wenn möglich.
Geben Sie mir doch bitte auch mal so ein Dokument. Leider ist euer Liebesbotschafter, den ich eigentlich in Beschlag nehmen wollte, gestorben. Ja, das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche mich hier auf meine Aufgabe zu konzentrieren und wenig über meine Verluste nachzudenken, weil eigentlich sollte er mit mir hier gemeinsam auftauchen. Ich bin zwar unendlich dankbar, hier zwei starke Wachen aus der Bergnation mit dabei zu haben, aber mein guter Freund Gandas wäre schon sehr wünschenswert gewesen. Ja. Ich muss sagen, ich bin aber tatsächlich Botschafter. Es ist tatsächlich so, wenn ich es schaffe, für Frieden zu sorgen in Team Wüste, werde ich zu Elsa vorgelassen. Sie werden so oder so, ich habe bereits mein Wort gegeben, Sie zu Elsa vorzulassen. Das steht überhaupt nicht in dem gegen das, was ich, nur der Ball ist noch nicht bereit. Aber sie empfängt auf alle Fälle, sie wird dich auf alle Fälle empfangen, das stelle ich sicher. Das ist überhaupt keine Frage. Das habe ich bereits versprochen und ich stehe zu meinem Wort. Das nur durch diese Kriegsangelegenheiten werden manche Dinge leider etwas in den Hintergrund gedrängt, die sonst sehr wichtig wären. Ich würde bitten, diesen Termin einzuhalten und so stark wie möglich aufzutreten, dass wir möglichst zu einem Entschluss kommen, wie wir mit dem Problem Kriegstreiberei Hugo weiter vorgehen. Wenn euch das möglich wäre, wären wir alle sehr dankbar. Lieber Botschafter, geben Sie mir doch bitte noch so einen Zettel. Ich habe keinen. Dankeschön. Ihr könnt die gerne auch weiter noch an die Leute verbreiten. Das soll gerne weitergesagt werden. Ich werde es auch noch unterwegs schauen, dass ich den anderen weiterreiche. Und vielleicht machen wir noch eine unangemeldete Fahrt über den Dschungel. Vielleicht treffen wir dort auch noch jemanden. Und dann sehen wir uns um 19.45 Uhr, bitte. Jo, gerne. Jo. Okay. Lieber Botschafter. Ja. Noch eine Blume als Anerkennung von dem lieben Lars, seiner Mission der Liebe, die leider gescheitert ist im ersten Versuch. Ja, nein. Und ich hoffe, sie pflanzen diese Pflanze an einen schönen Ort. Auf seinem Grab. Ja. Das ist meine Mission. Sehr schön. Sidequest angenommen. Sehr gut. Und würdet ihr ab und zu uns vorlassen, um Elsa ein paar schöne Geschenke zu bringen? Ja, jederzeit. Es ist nur, wie gesagt, aktuell haben wir gerade einen anderen Fokus, der immer Vorrang hat. Deswegen kann ich in der Hinsicht noch keine argen Versprechungen machen, aber ich denke, das wird sich hoffentlich bald geklärt haben. Oder dürfen wir euch sie bringen? Ich kann auch überbringen, ja. Ich weiß nur, ich kann nur noch keine 100% sichere Heimreise garantieren, weil es ist immer gefährlich hier. Ja. Es wird Nacht. Jetzt wird es gleich richtig gefährlich. Ja, dann rücken wir aus wieder auf See. Vielen Dank, wir sehen uns dann zu bekannter Zeit auf der Berginsel. Ja. Gut, Dankeschön, bis nachher. Ja, sehr gut. Bis neulich. Wir sollten da nicht runter. Okay, dann ich würde spontan wirklich einen Abstecher machen über den Dschungel, wenn das für euch in Ordnung ist. So. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Ja, ich habe eben gerade ein bisschen mitgehört, was so teaminternen Gespräch und hab mir wohl zugekommen, dass auch andere Leute gerade im Dschungel sind und also aus Team Gebirge und da auch unser Verteidigungsminister. Okay, ist gut, wenn die schon mal da sind, die werden jetzt wahrscheinlich irgendwie Unterstützung dann zusichern, vermute ich mal. Wir können dann auch eigentlich zurück, ich würde noch gerne einmal in der Mitte bei der Oase vorbeischauen, ob wir da noch den einen oder anderen treffen. Weil, das ist in Ordnung natürlich. Ja, vielleicht kriegen wir doch noch zwei Leute mehr auf unsere Seite. Oh, der hat eine Krone auf! Das ist immer so cool. Da ist ein Bogen. Oh, sehr gut, hast du einen? Ist die Oase. Also wie gesagt. Sag mal, Jungs, habt ihr Ferngläser? Nein, tatsächlich nicht. Hier. Hinter uns ist noch. Ich trage schon die ganze Zeit drei Ferngläser mit mir rum und ich brauche nur eins. Also wenn ihr interessiert seid, dann seid ihr professionell ausgerüstet. Das ist das Mindeste, was ich hier noch tun kann. Das wird auf jeden Fall helfen. Ganz sicher. Da kann ich dem Feind ins Auge blicken. Das ist richtig. Ich schleife mich mal da um die rum, aber wir können sie auch auseinandernehmen. Aber wir müssen hier aufpassen. Es gibt hier wilde Creeper. Mhm. Da in den Islanden ist man da sehr verwöhnt, weil bei uns spawnt fast nichts. Ja, hier ist leider ganz, ganz viel Fläche, was zum Nachteil werden kann. Ist das hier auseinandergenommen worden? Nee. Creeper? Passt vielleicht auf, vielleicht gibt es hier welche Fallen. Hier ist einfach niemand. Das sieht sehr verlassen aus. Es ist so traurig, dass es so verlassen aussieht. Das letzte Mal war da ein bisschen mehr los. Ja, gut. Ja, ich glaube, die Leute, die immer in den Basen waren, sind jetzt mit Hugo drüben oder halt oben bei der Festung.
Okay. Das ist das Einzige, was ich mir erklären kann. Ich habe sogar jemand ein Häuschen gebaut. Ja. Ja, hier steht auf meiner Seite dran. Auch. Geil. Ja, man hat es versucht, hier ein Leben aufzubauen. Ja, das ist sehr schwierig, würde ich sagen. Es steht auch ein bisschen symbolisch für den Krieg, den Hugo angefangen hat. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, wir sind definitiv hier die PvPler oder die Kämpfer, merkt man auch. Wir haben kein einziges Wort gefühlt oben rausgehauen an die Menschen. Ja, aber deswegen gibt es ja auch unterschiedliche Aufteilungen. Das ist ja sehr ja. wichtig so. Wir müssen etwas nach rechts abbiegen zum Chang. Ja. Ich bin mehr so die Quatschbacke, deswegen bin ich hier mehr am Reden. Oh ja, ich esse gleich im Boot. Ich meine eher so, wie man gut sagen kann, eher so ein Vasall. In dem Punkt. Das ist wichtig. Oder eine Leibgarde. Noch wichtiger. So, ich esse mal ganz kurz was, sonst bin ich dann demnächst Geschichte. Okay. Mal zuletzt bin ich. Nächstes Mal beim Gespräch immer kein Schwert in der Hand halten, außer es kommen Leute, ja. Die nichts Böses. Ja, wie Gutes schon gesagt, ich bin das nicht so gewöhnt. Ich bin lange Zeit Soldat gewesen, von daher. So, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich war auf Dschungelinseln war ich tatsächlich noch nie. Dschungel war ich noch nie, deswegen wollte ich das auch mal abgehakt haben. Ah, Coco, was waren Sie denn, bevor Sie hierher kamen? Bevor ich hierher kam? Das war eine gute Frage. Ich war eigentlich Baumeister. Eigentlich war ich Baumeister. So wie, da könnten Sie sich bestimmt gut mit Klümpfer. Ja, ein sehr sympathischer. Mit dem war ich erst letztens noch wandern. Das ist. Kein Zufall, würde ich sagen. Dschungel in der Nacht habe ich halt eigentlich überhaupt keine Lust. Lassen Sie ja, da sind anlegen. Sehr, sehr viele. Wir sind schon in der Nähe vom Vulkan und beim Vulkan ist die Basis. Okay, wir sollten nur hier nicht von irgendeinem Creeper überrascht werden. Ich glaube, Dschungel ist in der Hinsicht am unverzeihlichsten, hey. Das stimmt. Wir sollten auf jeden Fall fernab von dem brennenden Wald bleiben. Ich bin mir nicht sicher, ob der Wald immer noch brennt. Es gibt einen brennenden Wald? Ich habe Gerüchte gehört, dass der Wald angefackelt geworden ist. Das ist ja mal eine okay. Ja, ist zum Vorrücken gar nicht verkehrt. Und ich hoffe auch, dass wir nicht als falsche Menschen hier gesehen werden und... Ja, deswegen sollten wir vielleicht auch nicht einfach Kühe umhauen. Ja. Ist gut. Das hat keiner gesehen. Nee, das hat auch keiner gesehen. Wurde auch nicht dokumentiert und so. Ich wollte die Kuh streicheln, mir ist die Hand ausgerutscht. Ja, der, wie gesagt, Krieg aus dem Krieg noch keine gute Erfahrung. Ey, also der Dschungel hat in der Hinsicht echt. Hier ist eine Treppe. Bin ich doch deutlich froher, dass ich bei. Passt aber auch bei der Skelett. Es könnte eine Falltreppe sein. Wollen Sie vorgehen, Herr Koko? Nee. Ist vielleicht bei Fallen, okay. Ich glaube, wir nehmen wirklich nicht die Treppe. Oh, ihr nehmt die Treppe? Mutig. Wir können ja außerhalb mutig. Jetzt gehen. Ich sehe da oben schon jemanden. Ich weiß nicht, ob der uns gut... Wir können diesem Dirt-Weg folgen. Ja, wir dürfen Koko nicht... Creeper links. Lassen. Am besten einer geht hinter Koko und einer geht vor Koko. Ja, wir sollten nicht beide stehen bleiben, wenn einer vor und einer hintergehen sollte. Oh, aber ich würde sagen, ob jetzt auch ein bisschen leise sein. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz, da können wir die Namen ja schon lesen. Space ist da oben und Prime, das ist doch okay, gut, oder? Dann gehen wir auf jeden Fall rein. Dann sind wir auf alle Fälle da gut aufgehoben. Dann können wir uns das erstmal, ich höre erstmal zu, denke ich. Ich werde mal nichts, ich habe ja hier theoretisch nichts zu sagen. Also ich bin ruhig. Das ist gut. Hast du zwei mit, oder was? Oh, Königin ist auch da. Ja, okay. Mit Besitztum vom Dschungel. Guten Tag. Hi. Kommen noch welche. Guten Tag. Ah, Leibgarde für Kroko. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Kroko ist auch da. Ja, moin, Kroko, hallo. Hallo. Dann bin ich ja hier gut aufgehoben. Hallo. Guten Abend. Ja. Geht vor, sag mal durch. Dann machen wir das alles in einem Wisch. Jetzt erstmal Angelegenheit 1. Ich würde sagen, wir zwacken. Ja, wir gehen schon mal los. Rein in den engen Saal. Let's go. Space Prime, darf ich ganz kurz mich mit euch abstimmen? Ja. Wir kommen nämlich gerade aus der Wüste. Was ist euer Plan in der Wüste? Ja. In. Taubi, komm mal zurück. Also nur, wenn es nicht was angeht. Krieg.
Nee, also ich wollte wegen der Sache, dass das Wort zu Gedächtnis nur eher an euch rantreten. Das steht uns im Überblick. Moment kurz, die reden so viel durcheinander, ich esse in der Zeit. Alles klar. Ein bisschen runtergehen. Okay, das heißt, was ist euer Job in der, was wäre euer Job jetzt in der Wüste? Im Notfall Cast und Stege unterstützen. Okay, diese Nachricht habt ihr schon mal bekommen, oder? Ich glaube, wenn Jones es schon hat. Ist das die von der Joe, ist von Joe die Nachricht, ne? Ja, genau, das haben wir. Okay, weil ich war gerade in der Wüste. Zunge hat sie, glaube ich, auch schon. Und ich habe sechs, sieben Wüstlinge getroffen und habe denen die Nacht übermittelt. Das sind okay. die oben auf dem Mesa-Berg wohnen. Also die sollten euch nicht feindlich gesinnt sein. Das müssen die rund um Lucian sein, richtig? Richtig, genau. Okay, alles klar. Ja, die andere, die marodierende Fraktion ist auch gerade bei uns hier unterwegs. Also die sind auf der Dschungelinsel. Ja, okay. Südost sollten die gewesen sein. Hugo und Norman, die müssten im Südosten unserer Insel sein hier. Okay, es ist da, wo der Wald brennt. Creeper, hinter dir, Hengo! Creeper. Yo, danke dir. Woo, diese Creeper, hey. Die haben hier einiges schon abgefackelt. Also okay. Die wollen auch, glaube ich, das ist, glaube ich, der Plan, die wollen den kompletten Dschungel niederbrennen. Okay. Viel Spaß, okay. Das dauert. Aber ja. Ja, aber dann wär's wenigstens mal sicher, hier wieder rauszulaufen. Ich habe nichts gesagt. Was muss man eigentlich machen bei euch, um einen Wassereimer in den Vulkan schütten zu dürfen? Zu doof beim Mobfarmbau sein. Koko, ich ja. Okay, aber dann, wo ist meine Königin? Hier unten. Okay, gibt es. Der zieht sich hier noch Reiseproviant rein. Das heißt, die Nachricht wurde hier. Haben Stegi und Cast die Nachricht schon bekommen? Ich glaube, Stegi und Cast hier haben weiß ich nicht. Oh, ich gehe ungern in ein Haus, wo alle drin sind. Ich seh gerade hier, eine Person sollte vielleicht außerhalb des Raumes warten. Ja, ja. Sonst sind wir alle infiziert. Ich hab mich gerade rausgestellt. Ja. Ach so, eine. Einfach Corona. Also, wow. Es hat sich jemand beschwert, dass ihr als irgendwas genommen wurde, was im Dschungel gehört, richtig? Wir sind uns sicher, wir hatten eine geheime Kiste, wo Loot aus der Nether Barrel drin war. Und geheime Kiste, also das war eure Kiste. Ich will nur mal den Überblick behalten. Das war genau, die war hier in diesem Raum drin, ja. Ich möchte nicht genau sagen wo, aber da hat auf einmal der Inhalt gefehlt. Also, es war sie kurz weg, kam kurz wieder, wollte uns davon überzeugen, dass er es nicht war und ist dann auch wieder ganz schnell gegangen. Okay, Moment. Was war in der Kiste drin? Netherite Scraps beispielsweise. Wurden die geklaut? Nein, Moment, Koko, ja. Moment. Entschuldigung, Moment. Königin, meine Königin. Ein Netherite Scrap und Netherite Barren? Mehr als, das waren sechs. Es waren sechs Netherite Scrap. Sechs Netherite Scrap. Und die sind genau. Jetzt weg. Wo war denn das Fass? Da hinten. Das war hinter dieser Armor ist unten eine Barrel. Da ist jetzt nur noch 4 Slots. Da unten drin. Und ihr verdächtigt Wautzi. Wir sind nicht hundertprozentig sicher. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Passt auf, ich gehe zurück. Ich regel das irgendwie. Ich frage ihn mal, ob er diesen klugen Schachzug gemacht hat. Ich finde, man sollte den auch hinrichten danach. Nein, bitte. Passt auf. Was ist denn für Krieg? Schaut mir bitte ins Auge. Ich zwinker gerade ganz arg. Ich würde, wenn er gesteht, ihn natürlich belohnen. Ne? Also. Ah, Elsa. Ah. Wir haben eine sehr smarte Königin. Ja, ich gehe mal zurück und frag, ob dieser kluge Schachzug von ihm war. Also verzeiht, also ich bitte um Verzeihung, wenn er tatsächlich er war, dann ist das keine Aktion der Eisnation, sondern eines Alleingänger. Ne? Das dachten wir uns schon, deshalb wollte ich an sie herantreten. Sehr schön, gut, dann mache ich mir auf den Weg. Meine Königin, noch ein Wort. Wurde hier noch irgendwas besprochen bezüglich unserem Flugblatt? Also, wir haben festgestellt, dass der Botschafter der Eisnation, Kroko, ein Verräter ist und hingerichtet werden muss. Das habe ich schon befürchtet. Können wir das auch später verschieben? Zwinker! Nein, Kroko, so möchtest du die Netherite Scraps jetzt gleich hier haben oder erst daheim? Okay, Spaß beiseite. Okay. Also, die wissen Bescheid, wann das Treffen ist, oder? In 10 Minuten, ja. 11 Minuten. Genau. 17 Uhr. Ja. Ja. Ich habe ja auch noch so ein Papier. Okay, dann würde ich nämlich jetzt noch eine Runde 4 fertig drehen und dann zurückkehren in Eis- bzw. Bergnation. Wir sind dann in 11 Minuten on point. Okay. Bist du allein unterwegs eigentlich, Elsa? Nee. Gut. Nee, ich habe meinen Auserwählten dabei. Okay, alles klar. Gut, perfekt. Dann gute Fahrt. Danke. Herr Pent, du hast die Nachricht auch schon, oder? Ja, danke. Perfekt.
So, ich möchte mir nur mal ein Bild auch vom Dschungel verschaffen, weil den Dschungel kenne ich noch gar nicht. Und das ist nicht gut, wenn man irgendeine Landschaft gar nicht kennt. Oh, der ist ja riesig. Der ist ja, oh, ist der riesig. Aber das ist alles so riesig. Der ist ja, glaube ich, von der Fläche her das Größte. What? Optisch. Okay. Okay. Ja, da kommen wir nicht ganz rum jetzt. Mal wenigstens den Vulkan einmal umrunden. No, und mit unseren Kämpfern sollten wir das eigentlich schon hinkriegen. Wir sind ja keine große Großpa. Ja. Ich schaue, wo wir als nächstes. Okay. Oh, da wird eine falsche Aussage getätigt gerade. Ja, ja, das macht Stegi macht die ganze Zeit. Oder die wollen jetzt ja, inoffiziell was. Ich habe kurz auch mitgehört und es kann sein, dass kurz gleich eine Nachricht in den Chat kommt und was ein bisschen verwunderlich sein wird. Aber ich kann noch nichts dazu sagen. Okay. Ich höre keine Stimmen in meinem Kopf, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Ich habe eine Therapie gemacht. Ja, ich höre die Stimmen leider. Ja, ganz viel drüber. Das ist aber vielleicht gut. Okay, dann gehen wir jetzt mal Richtung. Ja, da unten kommen wir nicht. Es wird gerade über das Thema gesprochen, Tobi. Aber eigentlich muss ich mich nicht ablenken lassen. Gucke kurz warten, Tobi ist halt kurz, glaube ich. Ah, gut. Hier kann echt immer von jeder Ecke irgendwas kommen. Also, bin froh, dass ich nicht im Dschungel gelandet bin. Fand's im Eis eigentlich ganz angenehm. Wir haben zwar nicht alles, aber genug von dem. Ich würde sagen, wollen wir jetzt noch irgendwie anders gehen oder wollen wir direkt jetzt zum Gespräch gehen? Ich würde jetzt geradeaus runter ins Wasser und dann zum Gespräch fahren, weil dann sind wir ungefähr pünktlich. Das ist ein guter Plan. Ich glaube, sonst sind wir nicht pünktlich. Ich wollte mir, wie gesagt, nur mal ein Bild vom Dschungel verschaffen und der ist ja wirklich undurchdringbar. Ja. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Sorge gerade. Ah, okay, alles klar. Ich habe gerade sehr, sehr viel besprochen und ich muss mich immer wieder mal kurz muten, weil meine Aufgabe und Tobi sind immer noch, dich zu beschützen und nicht gerade das, was. Ja, aber dann schauen wir, dass wir wirklich schnell zurückkommen, dass ihr eure Aufgabe loswerdet und dann wieder eure nationsbedingten Aufgaben nachkommen könnt, vor allem wenn irgendwo problematische Dinge hier auftreten. Ja. Nicht hier richtig, nee, wir müssen jetzt hier runter, ne? Wir müssen rechts, glaube ich, langs. Da ist eine Kiste. Ah, da sind wir hergekommen. Nicht, ja, ich würde allgemein random Kisten auch bei uns auf dem Gebiet nicht öffnen. Ja. Alles klar, okay. Ist Warnung von einem sehr ehrten Debitor. Ah, okay, verstehe. Ist das ein Weg? Sehr gut. Ich hoffe, der Frieden bleibt lange erhalten. Ja. Kommen wir mit dem Fluss aufs Meer raus? Ja, ne? Ah, perfekt. Sollen wir was Dummes tun? Habt ihr Lust, was Dummes zu tun? Ich glaube, die haben nicht Lust, was Dummes zu tun. Habt ihr Lust, was Dummes zu tun? Sollen wir in der Mitte einfach drüber? Geradeaus. Hören die mich noch? Ah, die sind gemutet, wie es ausschaut. Komm, wir gehen in der Mitte drüber. Kommt schon. Wir bringen die gerade voll so. Was tut der? Was tut der? Wollte eben auch schon mal sein. Hier ist niemand. Traut euch. Keine gute Idee. Ist da Kohle? Ist hier echt Kohle? Oder ist Obsidian? Obsidian. Komm schon, wir sind mutig. Hier ist ja niemand. Und wenn, dann flüchten wir schnell wieder. Ist echt geil, wie da die Warnung kommt. Gesetzlose Insel. Düm, düm, düm. Ja, ich habe gesehen, dass er geschrieben hat rechts rum. Hab's gesehen. Ich wollte nur auch mal über die mittlere Insel und schauen, was da los ist, aber ich glaube, da ist auch nichts. Dadurch, dass da immer niemand ist. Wir müssen halt nur schnell die Beine in die Hand nehmen, wenn jemand kommt.
Und die zwei werden mich jetzt nicht aus Jux und Tollerei umhauen. So, wir waren aber auf der gesetzlosen Insel, dann dürfen wir ihn umhauen. stellt euch mal das vor. Ich bin Mutant. Nein, bin ich. Oh, wieso? So, jetzt höre ich dich. Oh Gott, ich bin schuld. Entschuldigung. Ich habe irgendeine Taste erwischt. Danke, ja, dass ihr mich darauf hin. Ich habe gesagt, dass es kein guter Weg ist, eigentlich hier durchzugehen. Guter Weg. Ich wollte nur was Dummes machen. Ich hätte euch gefragt, ob wir was Dummes machen und habe euch dann natürlich nicht gehört, weil. Da vorne noch ein anderes. Ich bin ganz ehrlich, sobald wir einen Nametag sehen, gehen wir direkt zum Wasser. Ja, ganz sicher, Ja, ja. Weil sonst. Ja, wir können auch jetzt gleich wieder. Ich wollte nur mal hier drauf Fuß gefasst haben. Und hier wäre sehr viel Mossy Cobblestone, wenn man was Schönes bauen möchte. Ja, aber dann bräuchte man schon theoretisch eine Armee, um hier wirklich Fuß zu fassen, richtig. Das ist wohl wahr. So, wir sind zwar zwei gute PvPler, aber wenn hier jetzt so ein Hugo mit seinen Vasallen vorbeikommt, ist auch vorbei. Aber wie gesagt, unsere Aufgabe war es, dich zu beschützen und deswegen. Deswegen habt ihr gesagt, der macht dumme Sachen, wir kommen mit. Nein, aber man sieht halt da ja auch sehr, sehr weit, ne? Deswegen alles gut. Ja. Wenn es wirklich gefährlich gewesen wäre, dann wäre ich nicht drauf. Bei mir schreiben sie auch schon, Koko, bitte runter! Außenrum. Ah ja, fahren wir außenrum? Okay. Ja, rechts. Ist der schnellste Weg. Ich habe keine gute Erfahrung mit dem Platz, wo wir jetzt gerade sind hier. Was war da? Hier links direkt wurde ich fast gekillt vom Creeper. Ah, okay. Und da war die Versammlung mit denen, wo wir fast gestorben wären, wenn wir auf die Insel gegangen wären. Ja, auf jeden Fall einer von uns gestorben. Da wäre sicher einer drauf gegangen, ja. Vielleicht hätten wir damals schon Hugo besiegen können. Ich war dagegen. Ja, an sich schon, aber das wäre halt wieder ein hoher Preis, bevor wir überhaupt einen Krieg angezettelt würden. Das ist wohl wahr. Taubi, schaffst du es auch noch? Okay, gut. Ja. Auf hoher See kann man sich mal einen Keks gönnen, oder? Selbst gebacken. Also nicht von mir, aber selbst gebacken, von meiner Familie. Nee, Turby, wir hören dich nicht. Also ich höre dich zumindest nicht. Ich auch nicht. Müssen kurz warten. Ich weiß nicht, ob es so klug ist, auf dem Wasser sich auszuloggen. Doch, das geht, das beste Ort. Okay. Taubi? Ich höre dich immer noch nicht. Ich logge mich mal eine Minute aus. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ich fülle nur meine Wasserflasche auf, gleich daneben. Gleich wieder da. Eine Sekunde Wasser nachfüllen, weil sonst schaffe ich das heute nie. Und ich verdurste. So, sorry. Kann schon wieder weitergehen. Ja, Lars, es tut mir immer noch so leid. Ich bin jetzt echt traurig. Wirklich traurig. Ich bin wirklich traurig. Wirklich. Bin schon wieder da. Taubi ist auch wieder da. Hallo? Ja, wir hören dich. Okay, fantastisch. Hier ist gerade ganz, ganz schnell neben uns vorbei. Karst, Stegi und Farbe und vorbeigefahren. Oh, okay. Dann kommen die jetzt auch alle. Wir sollten es beeilen. Zwei Minuten haben wir noch. Taubi war kurz für uns Taubi. Ja, ich war kurz nicht anwesend. Schlechter Joke. Der Name war Programm, ja. Richtig. Lars wurde leider von einem Creeper gegangen. Das war sehr schade. Jetzt müssen wir auch aufpassen, dass es nicht uns passiert. Ja, diese blöden Creeper. Ja, vor allem. Ich würde sagen, wir gehen gleich links hoch. Ja, du. Das wäre ein sehr, sehr großes Gruppentreffen dann, so wie ich das hier mitbekomme. Ja, solange alle friedlich sind, ist es okay. So, weil hier haben wir den einfachsten Fußweg, einfach geradeaus durchrennen. Ich gehe mal ein bisschen. Na, da ist Fabo. Fabo, grüß dich. Hallo, habt ihr Hugo und so gesehen? Wir haben einen Krieg mit denen. Nee, tatsächlich nicht, aber ich hab halt Creeper, Creeper hinter dir, Creeper.
Oh mein Gott, danke. Aufpassen. Sehr gefährlich. Am besten immer ein bisschen umschauen. Fabo? Ja. Fabo? Was? Du wirst gerufen. Bist du im Krieg mit Hugo jetzt quasi? Hast du dich den... Ja, mit Hugo und Stegi und so. Hast du dich gegen den quasi als angeschlossen in irgendeiner Art und Weise? Ja. Gut. Kommst du, Fabo, kommst hier. Du zum Treffen jetzt in einer Minute? Schwierig. Ja, gut. Das Treffen ist direkt bei uns hier oben. Also, Fabo, du bist schon. Du bist quasi da. Ach so, bei euch. Du bist jetzt quasi da. Wir treffen hier gerade alle. Das Ding ist, die anderen sind auch hier. Die sollten auch da sein, ja? Eigentlich alle sind hier. Nee, ich meine, Hugo und so. Ja, das ist gut. Hugo, das ist gut. Die sollen ruhig dann alle hier sein. Das ist umso besser. Ja, aber die gehen doch nicht. Das ist richtig. Treffen jetzt. Glaube ich auch nicht. Ja. So, wir sind da. Aber es sollten aktuell so gut wie. Schauen wir mal, wer da ist. Also, Taubi, nochmal aufpassen. Ich pass auf. Ich weiß zwar von nichts, ich habe nichts mitbekommen, aber ich passe auf. Hier links im Eis. Ich bin wach. Ich bin hellwach. Also hier links hoch. Okay. Da, wo schon Blizzor ist. Blizzor! Schreiben, moin. Aufpassen, die drei wichtigsten Könige hier vereint. Also, ich habe eine Frage ganz kurz. Kommt Hugo auch? Das werden wir sehen. Das Problem ist, ich habe eine Nachricht gekriegt per Brieftaube, dass er mir den Krieg erklärt ohne Verhandlung. Das geht das nicht. Klingt nicht gut. Davon melden, wir haben den das ist doch nicht alleine. Zurückgebracht. Sehr, sehr gut. Deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass gleich... Also, Hugo und so habe ich gerade unten in den Höhen in der südlichen Ecke von der Berginsel gesehen. Hugo ist da. Also, ja. Vielleicht wäre es wichtig, dass sich die Leibwachen auf die Mauer stellen und Ausschau halten. Ja, wollte ich gerade sagen, deswegen stehe ich hier auch, weil ich ungerne... Die Koko, nicht du bist keine Mauer, Leibwache. Aber ja, aber weil niemand da oben stand, nicht weil ich eine Leibwache bin. Wo ist mein Platz? Hier. Gibt keine? Ich mich hin. Schlecht. Ach, wir können, also das ist so ein Provisorium, ihr könnt euch alle hier komplett verteilen, wie lustig seid. Wie sieht es mit Stegi aus? Ist er auf dem Weg? Ich fände es cool, wenn so ein Stegi kommt. Der Brache bleibt gleich. Wir wollen Stegi nicht übergehen. Das sind alle da. Hallöchen. Hallo, willkommen. Stegi, kommen Sie her. Ja, yeah, schön, dass ihr euch alle versammelt habt für mich. Stegi. Yo. Ich hab damit nichts zu tun. Oh Gott. König Carsten Kraft. Alle können mal kurz anlegen, falls ihr Phantome habt. Hä, ich hab ja doch geschrieben, dass ich immer keinen Bock auf Oh nein. Okay. Leute, bevor es hier ausartet, könnt ihr mal ganz kurz diese Veranstaltung öffnen. Wir sollten nämlich gemeinsam überlegen, wie wir damit der Situation verbleiben. Ich würde einen Vorschlag machen. Wir erklären alle Wüste den Krieg, aber widmen uns nicht gegen Wüste, sondern nur gegen den König. Also quasi auch Wüste erklärt sich selbst den Krieg. Und sobald der Kopf es von ist Hugo leider, fällt, ich muss eine Nachricht verkünden. Es ist leider nicht nur der König, es sind drei weitere oder vier, den vierten weiß ich gerade nicht, aber es sind drei weitere Kämpfer. Ich zähle auf. NQR-Mann. Schwierig zu sagen, aber der Name schreibt sich. NQRMAN. Von dem habe ich schon gehört, diesem NQR-Mann. Genau. Der weitere ist No Risk. Dann noch No Fun. Feister. Feister, eigentlich Familienmitglied, aber momentan leider. Nee, Feister bin ich mir ziemlich sicher. Wer hat gesagt, Feister bin ich mir nicht sicher? Feister. Also ich war mit denen unterwegs. Komm mit. Öffentliche Enthauptung. Skeletor, ich hab die in der südlichen Insel hier gesehen gehabt, unter der Höhle. Also zweifach, Gustav, du warst ja eindeutig eben gerade bei den Drohungen, die du mir gegenüber ausgesprochen hast, dabei, ha? Das stimmt. Da war ich mir noch nicht sicher, auf welcher Seite ich stehe. Aber nach dem, was ich gesehen habe, habe ich mich dazu entschieden, als Staatsbürger aller vier Nationen, für den Frieden einzustehen und alles dafür zu geben, wenn auch mein Leben. Bist du der Avatar? Du musst jetzt erzählen, was Feister getan hat. Gustav ist ein Spion. Du nicht, wenn wir dich brauchen. Diggi, du hast den Krieg, du kannst mir jetzt den Koffer packen. Stopp, cool, bleib erstmal. Nee, Dschungel und Gebirge ist nicht im Krieg. Also, Feister. Also, Hugo hat alle gefragt, wer dabei ist, und Feister meinte, er weiß es nicht und will alleine sein. Okay, dann würde ich mal ganz gerne ein Glas Cola in den Zeugenstand rufen. Also er hat mich vor ungefähr 10 Minuten angegriffen, also ich glaube schon, okay, dass er... Wer hat das Leben gerettet? Der Mann hier.
Ich bin glücklicherweise gekommen, ich konnte sie zwar nicht töten, aber ich habe zumindest sein Leben gerettet. Die waren zu viert, sind die ihm hinterhergerannt, zu viert gegen einen, Cola, ein Mann von... Ja. Spart die Pfeile lieber. Ich Getränk möchte, lieber. Als Beweis, dass ich das mit dem Frieden ernst meine, meinen teuersten Besitz in die Runde opfern. Ich nehme deine Diamanthose, ist in Ordnung, du darfst sie mir gerne geben, die Hose. Gib mir die Hose ruhig, Gustav. Bin ich der Einzige, der mitbekommen hat, dass... Oder dann würde ich sagen, teilen wir die am besten mal direkt auf. Oh, was? Warte, was? Was passiert? Babo war auf dem Meer, bei uns vorne dran. Aber wie gesagt, auf Augen. Ja, okay, pass auf, Ladies and Gentlemen, bevor sich das jetzt hier auflöst, ich würde gerne den Vorschlag äußern, auch hoffentlich, wenn das Team Wüste für euch in Ordnung ist. Euer König ist wahnsinnig, wir müssen was dagegen machen. Nach den Gesetzen, die dieses Land regieren, sollten wir alle jetzt Wüste den Krieg erklären, mit der allerdings jetzt verbindlichen Bedingung, dass wir nur auf Hugo und die drei Unwohltäter aus sind. Seid ihr damit einverstanden? Ist einverstanden. Da möchte ich jetzt eine offizielle Abstimmung machen. Setzt euch alle bitte mal kurz hin. Es haben ja nur die Könige was zu sagen. Wenn wir damit einverstanden sind, dass jetzt wir alle Wüste den Krieg erklären, bitte ich euch aufzustehen und damit zu signalisieren, dass wir einverstanden sind. Los geht's. Springen, ihr müsst springen. Springt für den Frieden. Okay, es ist beschlossen, alle Nationen erklären hiermit die Wüste und damit Hugo den Krieg. Aber du, Hugo, nicht mir, gell? Töte mich nicht. Kurze Frage. Ja, mich auch bitte nicht. Wenn wir einfach ein Team zusammenstellen aus allen PvP-Menschen aus allen Nationen, haben wir. Und einfach haben wir schon. Bist du PvP? Endgegner, let's go. Jein, Folge und mich anschließen. Es ist auch okay. Ich will mal die Gebirgs-PvP-Leute mal am besten. Dann lass doch jetzt alle auf Hugo drauf. Wer von euch sind die besten PvPler? Wir sollten eine Delegation bilden, die jetzt quasi als Taskforce ausrückt. Ja. Wir werden gerade kurz zwischengerufen. Die besten PvP-Leute. Ja, weißt du? Ich muss da mal weg. Ich hätte vielleicht wichtige Infos. Ruhe im Saal. Was ist das? Ja, klar, ich bin wie ein Tier. Einmal Ruhe im Saal, bitte, Leute. Einmal zuhören. Taubi. Dankeschön. Lucy, du hast Ideen. Okay. Und Hashtag Modflogen gerne mal raushauen. Also, gerade wenn es zu chaotisch ist, passt die perfekt. Die besten PvPler, die sich jetzt bereit erklären, hier in dieses Gemetzel reinzugehen. Wer von euch möchte das machen? Es sollten nicht nur die Besten sein. Alle in die Ecke, genau. Es sollten viele sein. Ich gehöre zu den vielen. Ich würde aus dem Hintergrund einen Bogen angreifen. Ich bleib bei dir. Trudi, lauf weit. Wenn du das Ganze mitgehen. Bisschen Action. Ich muss noch kurz gucken. Nee, ich bleib bei dir, lieber. Leuchte! Ja, hab ich schon. Ich hab nur als Antwort gekriegt. Die Führerlinie, du bist auch. Nein! Hallo? Oh, der andere war übrigens auch sie. Die stecken sich auch da mit in den Zug. Der war doch ein Hugo. Du musst mit in den Krieg ziehen. Okay, ihr solltet vielleicht gucken, wer anführt das Ganze, ne? Doch. Vielleicht wäre es sinnvoll, dass... Ich beschütze dich, wir kriegen das Ganze anführen. Okay. Darf ich eine Anmerkung bringen? Für den König, der mitkämpft? Unbedingt. Ich kämpfe mit, na klar kämpfe ich mit. Darf ich mal eine Anmerkung bringen? Wenn jetzt alle ausrücken, wenn wir alle ausrücken, haben wir hier niemanden zur Verteidigung. Nur so zur Info. Der will euch nichts tun. Der will die Fische, die dicken Fische. Ein Space. Also die Info wäre nur, es wäre halt einfach nur wichtig, dass wir den Ort von Hugo wissen. Wenn wir wissen, wo er ist, dann sind wir sicherer, weil dann können wir unsere Truppen entsprechend einsetzen. Was wäre denn, wenn wir... Fabo hat mir gesagt, 50-50. Was wäre, wenn wir alle hingehen? Nein. Okay, Fabo schafft uns zu wissen, wo Hugo ist. Dann würde ich einfach sagen, Leute, es geht jetzt los. Hugo ist auf der Mittelinsel. Königin Elsa. Geht's los, attackieren wir? Es geht los, Attacke. Das ist irgendwie auch lustig. Komm, wir gehen alle hin, oder? Ja, hallo. Elsa, ich glaube, wir beide sind so eher nicht so die PvP-Lauder. Ich passe. Rein ich halte uns. Das nicht für die beste Idee, dass alle da hingehen, aber... Nee, es soll ja alle da hingehen. Nee, ich gehe nicht. Ich würde unserem Team nur... Es sind einfach alle so schaulustig. So. Oh, ich bin ja, schaulustiger. Stimmt. Ich muss das sehen. Ich habe extra Ausrüstung gekauft. Ach so. Ich auch. Ein Fernrohr. Kann sich ja anpirschen. Ja. Schauen Sie hier runter. Wie sind denn die weiteren Pläne, liebe Königin? Also pass auf, genau, wo wir gerade jetzt auch hier sind, ist eine Königin, ne? Bei uns ist es ganz dringend, ich würde gerne den Friedhof eröffnen. Ich bin scharf auf Elsa, das kann sich nicht ändern. Gut, dann würde ich aber auch mal in unsere Nation zurückreisen, um da die Info zu verbreiten, wie es weitergeht, weil die haben keine Ahnung. Die bangen gerade.
Ich breite. Ich würde mal. Bevor ihr jetzt alle zurückreist, warte mal ganz kurz eben. Es sind ja gerade von jeder Nation Leute da. Ganz kurz eben, ganz, wo alle noch gerade paar Leute da sind. Es wäre sehr, sehr cool, wenn wir vielleicht gemeinsam so ein paar Verhandlungs-, wie nennt sich hier, Handelsverträge machen, dass wir gegenseitig von den Ressourcen profitieren. Und es wäre, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool, wenn wir irgendwie doch mal so ein Event organisieren, bei dem alle mitmachen können. In Craft Attack hatte ich mal so ein Spiel gemacht, was man gemeinsam spielen kann. Und ich dachte, ob man hier sowas auch macht, ne? Ein Spiel, also wir werden, sobald die Kriegsaktivitäten beigelegt sind, auf alle Fälle einen Ball ausrichten. Wir auch bereit. Und ich würde sehr, sehr gerne ein Fuddelball-Event machen. Ich das heißt quasi so ein Fußball. Ich der gafft mich die ganze Zeit schon an. Meine Königin, das ist Lucien, ein der Königanwärter in der Wüste. Das ist eine gute Partie. Wenigstens magst mal ihm, ein Gespräch. Ihm vielleicht sagen, dass er nicht. Pass auf, ich würde sogar euch. Ich werde es ihm sagen. Königin Elsa, weil ich mir gerne mal eure Burg erkunden möchte. Das nicht so starren, okay? Gut. Okay. Aber es ist schon eine Bombe, ne? Es ist eine richtige Bombe, sage ich doch. Ich muss leider hinterher. Ich muss der Bombe hinterher. Oh Gott. Ach, wieso machen wir ein Hardcore mal solche Spielchen hier? Tschüss, Elsa! So. Lass uns mal die Burg von dir angucken gehen. Das würde mich mal interessieren, was ihr macht. Wir sollten jetzt gerade im Bau. Aufbauen. Ja, ist der Botschafter kommt. Mal unter uns, wir sollten, warte, Botschafter, Herr Botschafter, wir sollten jetzt die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Wer von euch ist die Leibwache von uns? Hier, Nils. Ich bin das. Okay. Wo also, ist denn deine? Achso, hier ist Lars Zeugs drin, ne? Ja. Ah, okay, dann nehme ich mir mal. Aber, okay. Ich bräuchte noch eine bessere Rüstung eigentlich. Ja, ich nehme mal dein Essen, das ist das Wichtigste hier für mich. Ja, dann gucken wir, ob Diamanten in der Burg sind. Ja, ein bisschen habe ich da schon gesehen, aber ich wollte mir das nicht so... Also ich meine, ich würde mich eines Tages auch für eine bessere Rüstung bewerben, aber ich lasse den PvP-Lern immer noch den Vortritt. Ja. Hast du ein Boot, Nils? Ja, ich habe ein Boot. Gut. Mit sogar zwei Boote und ein... Wir haben ja glücklicherweise die Todesbrieftaube, die erfährt, also wir erfahren ja relativ schnell im Chat, wie es da ab ist. Wir sollten uns jetzt mal aus den Hauptgeschehnissen auf der Mittelinsel raushalten und eher mal so ein bisschen jetzt gucken, wie wir die Stütze des Königreichs hier aufbauen. Also wenn ich Hugo wäre, wenn ich Hugo wäre, würde ich ja aus Prinzip jetzt weiterziehen und einen nach dem anderen wegsnacken. Also wenn ich Hugo wäre, ich bin Gott sei Dank nicht Hugo. Ja, Hugo hat eine etwas, ich sag's mal vorsichtig, andere Art zu denken, ist mir aufgefallen. Oh, ja, Sergio, sie amüsieren mich. Sergio. Ich bin jetzt euer Gast, ne? Also, was? Das ist jetzt auch gar nicht eigensinnig von mir, dass ich bei euch mitgehe, um Schutz zu suchen. Nee. Ich bin Projekt Gast. Geiselnahme ist gerade voll im Gange. Okay, ja, Basti, genau, schreibst du Hugo? Ne? Verkaufen wir kaufen mit Joe. Ja, wir verkaufen dann Joe. Sag das. Komm, nimm Joe und wir ziehen weiter. Geil. Okay. Wer Combat lockt? Der Feister, glaube ich. Was ist Combat? Ja, der ist es. Yo, raus. Wer ist Combat? Der Feister ist Combat Locked. Oh Gott, was heißt Combat Locked? Was heißt es? Im Kampf auslocken, damit der andere dich nicht töten kann. Oh nee, das macht man nicht. Also, wenn dann mach ich das. Ja, Kroko, Minecraft hat auch so eine Schwierigkeit. Immer wenn ich in Kampf gerate, stürzt das Spiel ab. Das ist ärgerlich, ne? Ja, das ist krass, weil dann wollte ich einmal zwischenspeichern mit Alt F4 und dann ist das wieder passiert. Oder F3 und C habe ich ein bisschen zu lange gedrückt. Wäre geil, wenn einer im Kampf schreien würde, Alexa, schalt das Internet aus. Oh mein Gott, die sind so viele Eisbären. Die brauchen wir jetzt nicht. Ich wollte mir mal die Bude hier anschauen, die habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, das sind die. Da habe ich tatsächlich gedacht, da haben sich halt welche hingezogen. Da dachte ich, das wäre vielleicht perfekt so eine Handelsstation einfach. Ja. Schienenstation oder keine Ahnung, eine Station, dass man zwischen Bergnationen und so einfach Handel. Genau, vielleicht Coco auch für euch, Basti, auch für euch, diese Halle, die ihr da gesehen habt, das sollte quasi richtige so eine Audienzhalle werden, auch für euch nutzbar mit einem Abstimmsystem. Das ist das, was ich damals in Craft Attack gebaut habe. Da kann man quasi abstimmen, dann sieht man mit Minecarts ausgewertet das Ergebnis. Das wird da hinkommen. Könnt ihr natürlich auch nutzen. Coco sagt zu uns immer nicht zu groß denken. Ich aber selber. Kommt dann mit solchen Sachen. Da rechts ist jemand? Achso, nee, okay. Wo fahren wir hin, Coco? In den großen Eissee in der Mitte. Okay. Die zwei Aspen, die sind echt süß. Die habe ich schon mal gerammt aus Versehen. Ja,
hast du gerade auch. Ja, ja, ich bin noch nicht so der beste Eisbootfahrer, aber man übt sich. Das ist das gleiche mit Rehen, ne? So ein Reh, du machst nur ein ganz kleines Geräusch und das Ding rennt weg wie sonst was, ne? Aber wenn ein Auto mit 150 Sachen auf ein Reh zukommt, erstmal gucken. Was ist das? Ja, ja, genau. Ist er Freund? Ist er aber Freund? Aber wir haben abgehängt, weil ich muss immer, du solltest dir auch angewöhnen, Joe, wenn du unterwegs bist, immer ein Fluchtboot dabei haben. Ich crafte dir eins. Ich hab was dabei. Ist ein Ausrufezeichen. So. Boah. Ihr habt's aber auch hier. Oh nein, das ist der Ort, wo wichtiger ausgeschieden ist, oder? Ja. Joe, bitteschön. Ja. Oh, Nils, das hat Nils dein Boot, Nils. Drop mal kurz Joe's Boot. Joe's Boot. Also da hinten kommt der Friedhof dann hin, ne? Der wird noch errichtet und dann wollen wir Lars eigentlich heute noch bestatten, aber je nachdem. Ist wichtiger eigentlich? Du hast doch wichtiger schon bestattet, oder? Na, was heißt bestattet? Es war Server-Lag. Also ich habe da hinten ein Kreuz gebaut, mehr bin ich nicht gekommen. Okay. Ach Gott, ja. Ja, ich entschuldige mich hier für die Infrastruktur. Ach, die kein Problem. Ja, die müssten wir mal. Ihr braucht mal ein Straßenamt hier, aber ist nicht schlimm, es ist supi. Okay, hier schreibt gerade Lukas, Sie sind da. Das hört sich so an, als. Als hätten wir Besuch. Ja. Wollen wir mit unserem Wollt ihr vielleicht unten bleiben und ich schaue? Bin Mitte. Nein, ich glaube, alles gut. Die sind wohl. Ich glaube, die sind in den Krieg gezogen oder so. Bei uns? Norman ist bei uns. Nicht drauf. Achtung. Wir haben noch Leute von uns oben. Wir gehen rauf. Wir haben noch Leute von uns oben. Ja, rauf, ne? Hallo, was ist los? Hugo, hinten, da hinter uns. Hugo. Bitte nicht hingehen. Ja, Hugo, bleib weg. Basti, Hugo bleib weg. Sofort, bleib weg. Hugo hat uns gerade ausgeraubt. Er hat uns all unser Gold genommen. Uns ausgeraubt? Ja, wir mussten ihm alles Hugo geben. Hugo in der Eisnation, verschickt Brieftauben. Okay, er hat uns unser Essen und unser Gold geklaut. Er hat alles geklaut. Nicht alle, aber ein Großteil unseres Goldes. Wir haben alle anderen. Und die Dias. Wir sind hochgegangen. Und die Dias. Ja. Das war's mit der Rüstung, Nils. Ich wollte dir noch die Dias schnell rausnehmen. Ich habe ihm nichts anderes gegeben. Mein Inventar ist noch alles mit Braustand und so. Er hat er nicht bekommen. Ja, das ist wichtig. Ich habe ihn angelogen. Wie dreckig, einfach zu klauen, ehrlich. Ja. Ich wollte jetzt ursprünglich Nava einmal platzieren, aber ich dachte, ich werde tot dann. Wo ist er? Er ist abgehauen in diese Richtung. Ich glaube, Norden ist ab. Norden. Ja, genau. Nordwesten ist abgehauen. Zuletzt habe ich gesehen, wie jemand Pfeil und Bogen angegriffen hat. Da hinten seht ihr auch das Wasser auf der Eisfläche. Ja. Glaubt ihr, das war er? So, ich habe mal kurz meinen Teammates Bescheid gegeben, wo Hugo. Wo sind die da unten? Ah, Joe, hi. Oh Gott, ich hab mich gerade erschreckt. Ja, anscheinend war er. In die Richtung abgehauen. Ach, Joe ist auch hier. Also. Ganz kurz, kurzer Bericht, was sie gemacht haben. Sie haben uns alles einfach ausgeraubt und haben uns leben gelassen. Haben wir gleich wieder, alles gut. Okay, gut. Faro, mach ihn weg. Oh. Hallo, Joe. Bist du lebensmüde, mein Junge? Der König. Was sind die letzten Worte eines Königs? sehr gut, Lukas. So. Wie viele Herzen hattest du noch? Hallo, Hugo ist in Norden gegangen. Hugo ist Norden, alle in alle Richtungen Norden laufen. Hugo ist nach Norden. Ihr solltet wahrscheinlich so Vierertrupps bilden oder so, weil das macht doch überhaupt keinen Sinn auf alle auf einem Haufen. Hugo ist mit Norman hier, okay? Wir mussten ihnen alles geben, was wir hatten. Das heißt, die haben jede Menge Goldäpfel jetzt, ne? Das ist so der Punkt. Ja, sie haben aber keine Äpfel. Die Äpfel, glaube ich, ist kein Problem. Leute, Steg kriegt wohl gerade aufs Maul von Hugo. Moin. Okay, Achtung, Achtung, Phantome. Sollen wir auch hin oder sollen wir hier bleiben und weiter? Moin. Also, ich würde einfach sagen, Sicherheit. Ja, wo geht's weiter? Hier auf die Treppe, komm auf die Treppe. Okay, perfekt. Süden Eisinsel, genau, let's go. Da geht das Kino los. Rückt alle aus, bitte. Eieiei. Let's go. Ja, Basti, du bleibst bitte bleiben. Ab in den Süden. Ab in den Sonnenschein. Ja? Ich habe eine Art Notfallplan ausgerufen, ohne deine Erlaubnis. Ich hoffe, es ist okay. Ohne Seife. Wir haben einen Geheimgang gebaut. Joe, da brauche ich dich auf. Wir wollten den nämlich zu euch ziehen. Also ich spring absolut nicht.
Was? Zu denen? Hä? Ja, wir haben uns runtergegraben mit dem Boot bis Höhe 50 fast schon und wollten einen Tunnel. Das ist der Fluchttunnel, ne? Der Fluchttunnel. Wir haben ihn eigentlich, okay. Alle anderen Mitglieder unseres Staates sind darunter geflüchtet. Bis dann halt Hugo ich oben war und wir einen Füll aus den hochgeschickt hatten. Okay. Oh, ich bin nicht gemutet. Ah, darf ich euch mal was erzählen? Komm mal mit. Ja, komm, bitte, mit, bitte, komm, bitte, komm, bitte. Erzähl's mir. Und zwar, ich hatte einen richtig kranken Plan. Du müsstest einen Fluchttunnel graben, ja, quasi so durch den Berg durch, musst du dir vorstellen. Und dann quasi ist das so eine Stelle, hey, wo ihr Smooth. Was machen die? Es wird immer und immer größer. Es wird immer größer. Es wird immer größer hier. Immer und immer größer. Wir waren am Bauen, bevor der kam. Ja, das wird ja nie fertig hier. Ich kann nichts dafür. Es wird ja nie fertig. Ja, alles gut, alles gut. Es wird nie fertig. Es wird größer und größer und größer und größer. Eieieiei. Lars! Dankeschön für deinen Raid. Lars, es tut mir so leid. Ich bin so traurig. Und ich habe das Gefühl, es ist gerade, also gerade ist riesiges Chaos. Alle rennen irgendwie über die Map. Es ist genau das passiert, was ich gesagt habe. Wenn alle ausrücken, ist keiner mehr daheim. Gut, hier kann jetzt keiner was dafür. Weil, wir waren noch nicht hier. Mit einem T-Flip-Flop oder sowas können wir das noch machen. Genau, das könntest du auch praktisch machen, um die erste Tür zu machen. Und wenn du durch bist, kannst du immer noch mal. Dankeschön an Lars für den Raid und herzlich willkommen an alle Larsianer. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr hier seid. Läuft gerade irgendwie die Nationalhymne von den USA. Was? Wo? Epidemic Sound. Oh, mein Mann ist gerade aus. Gut, also sag's dich mal wieder an. Oh, mir ist das gerade ein bisschen zu viel Chaos. Ich würde gerne was Konstruktives jetzt machen in der Zeit. Ja, ich weiß gerade auch nicht so, was ich also, jetzt machen soll. Also, was mich gerade ein bisschen stört, muss ich ehrlich sagen, die Base ist doppelt so groß geworden und wir haben noch nicht mal den ersten kleinen Teil fertig. Und haben einfach jetzt nur eine riesen Cobblestone-Plattform über eine Erde fliegen und noch ein Loch drinnen. Ja. Das, ich hätte die gerne hier zugebaut. Und dann, wir brauchen immer noch. Eieiei. Schauen, ob wir Cobblestone haben. Oh. Nee, anscheinend nicht. Ja, okay, aber dass wir ausgeraubt wurden, ist ziemlich doof, aber wir waren auch ziemlich doof, einfach alles in einer Kiste zu lassen. Also, ja. Achtung, er wird das verstecken müssen, ja. Er legt euch doch kurz geh ins Haus, wenn ihr habt. Geh ins Lagerhaus, das ist sicherer. Ach Mann, ich wollte doch ursprünglich heute noch meine Farm bauen. Ja, hier, das ist jetzt auch gerade, also. Okay, wir machen uns alle, bitte alle Bogen nehmen, alle enchanten und dann auf die draufschießen, wenn sie hochkommen sollten. Dann haben wir hier. Was sind die Bögen? Wir haben keine Bögen, wir müssen sie craften. Wenn wir jetzt keine haben, dann. Gut. Ich kann zwei Bögen craften. Oh. Wir haben Angeln, wir haben auch Angeln. Bitte Angeln auch verwenden. Seit im Skywars-Modus oder so. So, was haben wir für eine Farbe? Wir kämpfen gerade hier oben bei dem Eisschloss der Eisnation. Dort haben wir uns jetzt vorbereitet. Sollten die kommen, werden wir die so lange abschießen, wie nur können. Es sind sehr viele Spieler hier. Zuflucht haben wir gesucht. Ja, es ist hier. Es könnte sein, dass wir jetzt unsere Schatzkammer ausrauben. Da müssen wir vielleicht da ein Auge auf Klimmer zu haben. Ich habe noch keinen Bogen. Also, wer hat noch einen Bogen? Materialien, ne? Mit Bogen bin ich eigentlich jetzt unseren gut. Dings suchen. Das okay, dann bitte ganz kurz ans Bauteam. Bitte baut hier die Mauer an dieser Seite fertig. Wir müssen sie sofort finishen. Bitte, alle, die jetzt angegriffen werden, geht rein bitte in das Haus hier und schlaft kurz. Wer gehört denn alles zu dir, Lukas? Melanie gehört gerade zu mir. Moment, wo. Oh nein, die anderen sind noch unten. Ja, ne, es fehlen gerade. Ist Melanie übrigens viele. Übergelaufen? Ich würde immer was? So denken. Nein, die sind nicht übergelaufen, ne? Die sind also unten im Keller und verstecken sich. Können die zu uns kommen? Könnt ihr mal ganz kurz. Wow, sie können kurz runtergehen und die informieren, dass sie dann kommen? Melanie ist oben, oder? Oder Mom? Crafting Mom? Es ist doch keiner mehr unten. Also Melly ist oben. Melly wirklich oben. Jeder. Sind alle auf wo ist Phil? Ich weiß nicht, also unten war glaube ich keiner mehr. Ich kann mal runtergehen und gucken. Ja, also haben wir denn auch genug Pfeile für alle? Also ich hab nur 8. Ich habe gerade durch Joe ein paar bekommen, das war's gut, aber. Ne, mehr habe ich auch nicht. Also die Rest muss ich auch für mich lassen, damit ich ein paar Pfeile drauf mache. Ja, sicherlich, klar. Okay, wo ist denn der Keller? Wo haben die sich versteckt, die anderen? Hier? Drin? Digi und Cars kommen? Da? Nein. Hola! Willkommen! Ich glaube, da wo das Essen gut. ist, oder? Hola! Willkommen! Hier geht's noch weiter. Seid ihr sie losgeworden? Habt ihr sie abgehängt? Ja, die sind einfach weg gewesen. Hallo, Cast! Okay, hallo! Ganz kurz, wir wollen die Mauer. Oh, scheiße. Ist Hugo stark oder ist er jetzt einfach nur. Hat Hugo ist schon stark. Hugo kann halt gut PvP, auf jeden Fall.
Wissen wir aktuell, wo Hugo ist? Nee. Aber er weiß bestimmt, wo wir sind. Ja gut, wir sind ja alle hier. Also ich meine, Falle kalt macht oder so. Was habe ich? Ein Lapis übrig? Ja. Meine Königin. Ah, ja. Danke. Ja, die haben uns alles geraubt. Also Hugo, dem möchte ich tot sehen. Ja, geht mir genauso. Mhm. Also laut meinen Vögeln, die gezwitschert haben, hat Hugo genau einen Goldapfel, mehr nicht. Ja, aber, unser ganzes Gold momentan. Und er wird dann aber wahrscheinlich keine Äpfel organisieren. Also Hugo ist jetzt der größte Kriegsverbrecher hier. Er hat geklaut und andere Spieler gekillt. Der muss weggemacht werden, ehrlich. Und nicht. Ja, aber die Frage ist, es gibt doch die Option, jemanden auf die Insel zu schicken, oder? Warum hat man Bogen jetzt? Ja, wenn er jemanden angreift. Ja. Oh. Ja, F. War der ein guter? Das war gut, ja. Oh nein. Das war, ach Gott, die helle Seite macht es sehr geschwächt gerade. Braucht noch irgendjemand Dias? So, ja, wir müssen mal hier überlegen kurz. Ja, kriegen wir das hin? Ja, wir brauchen noch die Rüstung. Okay, das ist, okay. Alle brauchen die Rüstung. Ja. Basti, kannst du kurz als ja, wir haben bekannt geben, dass alle hier hochkommen, die unten dabei im Tunnel noch. Basti, komm mal mit. Wir brauchen jede Manpower, die wir kriegen können. Okay, ich habe gerade geschaut, ob man irgendwie einen Schadensdrang machen kann. Essen ist noch hier drin, aber sehr wenig wurde uns alles geklaut. Ich brauche noch. Da steht drin, wer gestorben ist, wir jetzt uns stürzen wollen. Da, ja, Hugo und so. Okay, ich verstehe. Ja, viel Spaß dabei. Ich frage jetzt nochmal so regeltechnisch. Wie kann man auf die Mittelinsel kommen? Also wenn du jemanden killst ohne Grund, das ist das Ding. Oder das Ding ist, wir haben jetzt ja Kriegssituation, das heißt, das ist erlaubt, wenn du killst. Es gibt keine Möglichkeit, wie Hugo auf die Insel kommt. Könnte nicht im Dschungel, also es ist doch auch durch einen Mehrheitsentscheid. Kannst du ja eben, darum geht's ja. Ich glaube, es gibt einen Mehrheitsentscheid. Es sind sehr viele Gute vom Dschungel gestorben. Dschungel, sag ich schon, von Wüste. Das müssen wir jetzt Karawas fragen, ne? Ja, warte, ich lese mal. Ach, Holzkopf, du bist auch da, oh Gott sei Dank. Beziehungsweise, wir müssten nur alle als komplette Nation gegen Hugo gehen und ihn killen, weil wir dürfen ihn killen, weil er mit uns allen... Bist du Labs bei dir? Mod rum, oder? Okay, vielleicht könnt ihr mal kurz alle brainstormen. Ich bin gerade gemutet. Vielleicht könnt ihr mir mal helfen. Was können wir machen? Also, das größte Problem, was ich gerade sehe, ist, dass keiner weiß, wo Hugo ist. Ja, und Hugo kann natürlich überall auftauchen. Das ist genau der Punkt. Was natürlich jetzt der Vorteil ist, jetzt kriegen wir allen, er darf alle umhauen, er darf und durfte uns beklauen, überhaupt kein Thema. Völlig richtig. Ich möchte nicht, dass ihr mir im Chat hier spoilert, wo er ist. Weil ich kann selbst Hugo's Stream aufmachen und sagen, wo er ist. Ne? Das möchte ich nicht. Die Frage ist, wie können wir hier taktisch herausfinden, wo Hugo ist? Und die Frage ist, wie können wir uns am besten gegen Hugo verteidigen? Trank der Schwäche, wenn Hugo auftaucht. Ich habe schon geschaut, Trank des Schadens. Dafür brauchen wir glitzernde Melone. Und wir brauchen fermentierte Spinnenaugen oder Spinnenaugen und fermentierte Spinnenaugen. Also irgendwie sowas. Infinity auf dem Bogen wäre natürlich am coolsten. Ich habe nicht mal einen Pfeil, okay? Oho. Ich schreibe mal eine Nachricht. Oho. 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 Kalber Hütt, Show hat den Chef geleckt. Hugo verbrannt. Ja. Sollen wir nochmal kurz... Hey, ganz einfach. Ich habe mehr Coins. Weil unsere Essen... Wer hat denn aktuell... Wer hat denn aktuell den Braustand? Ich würde eventuell gerne mal was brauen, wenn ich den haben könnte. Oh, ein Krok. Die Frage ist was, weil den dürfen wir nicht mehr wegstellen, das weißt du. Wie meinst du, wir dürfen ihn nicht mehr wegstellen? Weil der ist ja dann befüllt mit einem Blaze Powder und das würde ja nicht mehr droppen, wenn wir ihn abbauen. Ja, dann müssen wir halt irgendwo hingehen, wo wir das in Ruhe machen können, in einem geheimen Raum. Ganz unten im Lager vielleicht. Ja, also der Plan wäre, dass man mal vielleicht ein paar Schadenstränke braut oder sowas. Und Heal vielleicht noch. Ja, also Schadenstränke aus dem Grund, weil natürlich die Rüstung außen vor lassen. Leute, wichtige Info, laut Regel 4 kann die Mehrheit voten, ob eine Person verbannt wird. Die Frage, wollt ihr Hugo verbannen? Wenn alle zustimmen, wird es ausgeführt. Okay, perfekt. Gut. Ja. Alter. Das stimmt so aber nicht ganz. Das steht aber so. Oh oh. Ich wäre für kämpfen. Da steht, dass die eigene Nation, wenn sie einheitlich entscheidet, also nur derjenige selber nicht, richtig, verbannen kann. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass Norman das sagt. Das werden wir jetzt ja sehen. Vielleicht ist Norman ja... Ja gut, wenn die Wüstennation alle außer Hugo sagen, Hugo soll verbannt werden, dann ja, das stimmt. Ja. Norman wird nicht ja, aber das sagen. Steht so nicht. Und Karawas, hast auch nicht vergessen, westfälische Zustimmung. Weil okay, Andy, was sagt. Lass uns mal kurz wohin gehen. Und wie ist das eigentlich, wenn alle dagegen sind? Lass mal ganz kurz schauen, was wir hier an Rohstoffen... Ich habe Gold eingesteckt, Erklären und kämpfen. Gut, ne? Gut. Wir sollten noch unser...
Also Dias sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, weißt du, weil wenn jetzt gleich wieder Hugo kommt und alles stiehlt, oder? Ja, Dias sollten auf alle Fälle mit ins Inventar packen. Ja, du die mal mit, weil ich habe im Inventar schon voll mit wertvollen Sachen. Hä, nicht verbannen? Was ist denn los? Damit hat sich erledigt wieder. Ist denn Lucien einer derjenigen, die Mist machen? Weil nein. Achso. Deswegen ist es lächerlich. Also, darf ich hier kurz eine Anmerkung machen? Wenn wir ihn mit regeltechnisch verbannen, finde ich das ein bisschen schade für unsere Storyline. Was passiert hier? Ich bin eben schon in den Schnee gefallen. Ich will für kämpfen. Ich glaube, wir sollten uns einfach so weit organisieren, dass wir mit ihm klarkommen. Koko, ich glaube, du unterschätzt das ein bisschen. Du warst, glaube ich, auch nicht bei dir, Wars und so dabei, ne? Du hast keine Chance. Ich weiß, dass ich keine Chance habe, aber ich zähle einfach darauf, dass wir recht viele sind. Und ich meine, wir haben auch einen Fabo, wir haben auch einen Space. Ich glaube, dass wir trotz alledem eine Chance haben. Und dann ist er erstmal unangreifbar. Dann müssen wir unsere Leute mit goldenen Äpfeln ausstatten. Los geht's! Also, Mining nach Gold, Äpfel und los geht's! Er hat unsere große Goldstuhlen. Er hat so viel mehr Goldäpfel, als wir es haben werden. Wir bauen eine Arena und es gibt ein 1 gegen 1. Denkst du wirklich, von Fabo und Hugo? Haben wir alles für Turtle Master? Also hast du. Hatten wir nicht irgendwo Schildkröten? Können wir Schildkröten organisieren? Ja, aber die müssten ja gepaart werden. Das Kind müsste erwachsen werden. Das würde jetzt ja Stunden dauern. Naja, war natürlich schon mal anfangen. Außerdem bist du super langsam mit Turtle Master. Turtle Master ist das Beste, was du haben kannst, Kroko. Weil du bist sehr langsam, oder? Aber du kannst auch nicht, das heißt quasi, selbst wenn du in einem Kampf direkt mit Hugo bist, der hat keine Chance gegen dich. Was ist denn Turtle Master? Du bist unbesiegbar. Ja, aber wir müssen wir halt eine Skewed kriegen. Wenn wir eine Skewed kriegen, das ist halt... Du bist zwar dann sehr langsam, aber unsterblich. Eine Speed Potion könnte man dazu brauen, aber jetzt ist halt die Frage... Ja, aber jede Potion, die wir brauen, wir haben nicht so viel Kontingent für brauen. Ja, und ich kann, also ich sag's mal so, ich kann was brauen. Mhm. Brauen können wir. Das ist nicht das Problem. Also, ich kann aber kurz fragen, in mein Team, ich bin gleich wieder da, ich frag mal mein Team per Brieftaube. Ja, gut, mach das. Oh Gott. Eifel. ganz kurz, können wir bitte ein, zwei Speer da oben haben, die die ganze Zeit benötigt. Stärke und Speed. Stärke und Speed. Okay, ich kann mich um Speed kümmern. Stärke wird halt sehr schwierig, wenn wir nur... Okay, ich hol kurz Glas, das haben wir auch irgendwo hier. Aber es ist eine wichtige Frage. Blaze Rocks. Aber es ist die Frage, was machen wir, wenn Hugo und Co. vor einem stehen und zu uns kommen? Sollen wir ihn angreifen oder einfach gehen lassen? Ja, dann sind wir gearscht. Die Königin einfach hoffnungsvoll hier. Bist du bereit für den Kampf? Die Staatsbürgerschaft beantragen. Ah, okay. Ja, es ist doch so. Wir sind jetzt im Krieg, der kann uns jederzeit einfach jetzt am besten halt nicht alleine unterwegs sein. Okay, ich habe einen Schaden, Leute. Speed. Lass uns einmal Speed. Basti. Werde ich machen. Und anschließend noch ein Meth. Ich hab hier was. Okay. Oh. Kann ich damit Rüstungsteile machen? Ja, mach dir ruhig. Also ich meine, bevor es verschwindet. Ich meine, wir können auch Nils damit ausstatten. Ja, Nils soll eine Chestplate auf jeden Fall kriegen. Wie viele sind denn in Hugos Team? Zu dritten. Ich habe vorhin nur Norman und Hugo gesehen. Ah. Ja, die haben uns einfach ausgeraubt, ey. Nils, komm mal rein. Ganz kurz. Ja. Zweifach Gustav ist ja noch unknown, der läuft ja die ganze Zeit immer rüber. Ganz kurz, oder soll ich jetzt vielleicht im zweiten Stockwerk von einem unserer Häuser machen, weil da geht niemand hin. Ja, ich weiß es gerade nicht so ganz, ob wir es machen sollen oder nicht, weil im Moment ist sich auch wieder uneinig, was wir machen. Brauen. Also ihr könntet die Flüsterfunktion eurer VoiceMod aktivieren, dann hört nicht jeder euch. Wie geht es? Wo ist es denn? Option, Controls, Keybinds und dann bei der VoiceMod. Da flüstern. Genau, flüstern. Da. Whisper. Wo ist es? Du warst zu schnell. Whisper. Also du musst erst quasi einen Key draufsetzen. Aber ich mach V und dann gehe ich auf Settings, ne? Ja, nee, du gehst in dein Controls, genau. Also ein Keyboard. Nee, also Options, Controls, okay, Keybinds. Also so kann ich whispern, okay, das ist gut, okay. Whispern bedeutet quasi, dass der Radius, neben man dich hört, verringert. Ne? Okay, das ist genau. Gut. Also jetzt whispere ich, ihr seht das auch an meinem Zeichen, das ist kleiner. Ne? Bei mir und man hört mich jetzt nicht mehr so weit. Das ist quasi, solange ihr das gedrückt haltet, seid ihr nur für die Leute in eurer unmittelbaren Umgebung zu hören. Whisper. Alle anderen, das ist ja nicht so. Was nehme ich denn da für einen Knopf? Ich habe Ende dafür genommen. Ende gut, alles gut. Passt, habe ich aufgenommen. Also machen wir es jetzt wie nach Plan. Ich gehe ins 1 gegen 1 gegen Hugo. Ja, hört sich vernünftig an. Let's go! Alter! Die Steuer halt. Haben wir Gunpowder? Ja, wir haben Gunpowder. Wenn wir Napoli brauchen, okay. Redstone haben wir. Ja. Okay, gut. Ganz kurz. Okay, ich werde mich jetzt darum kümmern, dass wir jetzt den.
Ah, nee, das passt nicht. Also bei irgendjemandem geht gerade eine Atombombe los. Ja, der hebt ab. Ja. Gogo, hast du dich auch nochmal informiert, wo Fabo ist und dass er auch in Sicherheit ist? Nö, Fabo rennt Hugo hinterher. Fabo sucht die Konfrontation. Fabo ist nett, oder? Ich würde auch sagen, dass wir Fabo sobald wie möglich einfach, der ist aus unserem Team, ich würde den einfach mit Goldäpfeln unterstützen, etc. Also wenn wir den boosten können, ist nur gut. Okay. Also Fabo sollten wir boosten. Boko, Fabo ist aber ein Lieber, oder? Ja. Okay. Ja, ist nicht ganz kontrollierbar, aber netter. Nils, let's go, wir checken jetzt. Ich hab davon noch einen. Was brauchen, soll ich das irgendwie abgeben? Koko, ja. Was? Hast du nicht ein bisschen Angst davor, wenn Fabo vielleicht doch zu Hugo rübergeht? Ja. Nö, hab ich echt so nicht. Was? Hab ich nicht. Ich erledige jetzt Hugo. Ich kill weiß ja nicht, wer das gut gebraucht hat. Was macht das? Slime bleibt heilig. Die macht das schon. Dass Fabo keinen Bock hätte, mit Hugo eine Sache zu machen, einfach weil. Das Problem ist, wenn wir alleine unterwegs sind, ne? Oh no. Ja. Oh no. Ein Glas Cola now. Oh. Oh nein, den hatten wir doch vorhin. Okay, ich brauche mal kurz Ruhe hier. Lieber Barando, vielen Dank für 10 Euro vor 7 Minuten. Da ich kein Freund von Krieg bin, ist diese Spende nicht für die Waffenkammer, sondern für die Dynasty Flüchtlingshilfe. Dankeschön. Ja, ich hab hier am Anfang wirklich mich eingesetzt, dass wir das möglichst friedlich lösen. Hat nicht funktioniert, aber wir wissen auch, aus welchen Gründen. Fabo kämpft gegen Hugo. Okay, vielleicht sollte ich schauen, dass ich Fabo finde. Und Fabo mit wenigstens. Aber ich hab halt bisher nur einen Apfel. Ich schau mal, ob ich noch Äpfel auftreiben kann. Weil dann könnten wir Fabo wenigstens ein paar Goldäpfel zuschmeißen. Irgendwas, was hilft. Also ich fühle mich gerade nicht nutzlos. Ein bisschen nutzlos, weil ich kann nicht PvP. Das heißt, das ist kein Ding. Ich möchte jetzt aber auch nicht schaulustig hinterher springen. Ist auch doof, aber vielleicht können wir ihn irgendwie unterstützen, Fabo, indem wir ihm halt Ausrüstung zukommen lassen und in Form von Goldäpfeln. Ich wollte Tränke brauen, aber ich habe auch gesehen, dass Trank des Schadens 2 nur mit Glowstone zu machen ist. Ich glaube, den haben wir nicht. Den haben wir nicht. Und deswegen. Ja, müssen wir mal schauen. Die Koko bewacht die Mittelinsel, damit Hugo sich dort nicht verstecken kann. Das wäre doch eine gute Idee. Ja, die Frage ist, ob wir halt Augen und Ohren so ein bisschen spielen und schauen, wo sie sind, um dann halt Infos weiterzugeben. Aber ich glaube, das ist halt so ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Ehrlich gesagt, würde ich die Zeit lieber nutzen, hier was sinnvoll zu machen. Obwohl ich halt gerade der Meinung bin, dass dieses Bau-Dings, ich weiß nicht, wieso das jetzt so ausgeartet ist, dass man das noch größer gemacht hat. Wir sind nicht mal mit dem Teil fertig geworden, den wir schon hatten, und es wurde noch größer. Ja, das gibt's ja nicht. Frag noch Äpfel, noch jemand hat noch Äpfel geerntet. Ja, ich frag mal kurz, vielleicht hat Melanie noch Äpfel. Hugo baut sich hoch. Hugo schafft es zu escapen auf eine Insel mit Sand, wird von Pfeilen beschossen, setzt immer mehr Wasser. Space bridget sich hinterher, landet ein Treffer bei Hugo mit der Armbrust und greift Hugo mit der Axt an. Hugo schlägt zurück, frisst einen goldenen Apfel. Jumpt jetzt gerade auf eine weitere kleinere Insel. So, Hugo auf der kleinen Insel versucht nun ins Wasser, ist im Wasser und wird angegriffen. Wird wieder angegriffen, zwei kritische Treffer gelandet. Jawohl! Ja, Space, du bist insane! Oh mein Gott! Yes. Ey, Space ist einfach der Held! Alter! Space ist der Held. Aber es steht immer noch Krieg. Das heißt, es muss ein neuer König gewählt werden. Mal stopp. Wollen wir erstmal den Krieg beenden? Krieg beenden, bitte. Ja, die Frage ist, die müssen jetzt erstmal schauen. Vielleicht überreden wir No Risk. Okay, lass uns den Krieg beenden. No Risk? Als Norman, oder nicht? Oder? No Risk ist gerade nicht drauf, oder? Okay. Meine Damen und Herren, was haltet ihr von einem Friedensfest in der Mittelinsel? Ja. Er war in der Mittelinsel. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns nachher mal nach dem Stream in Ruhe an, wie das ausgegangen ist, okay? Das schauen wir uns nachher mal in Ruhe an. Ich bin da auch neugierig. Ja, ich auch. Schön. Ich habe keine Speed mehr gemacht. Ah. Jetzt noch nicht mehr. Vielen Dank. Perfekt. Die Wüste braucht einen neuen König. Okay. Wüste versammelt euch in eurer Heimat. Oh. Versammlung. Ey, ich bin so froh. Ich hab nie gedacht, dass so alle zur Wüste. Lass uns mal alle zur Wüste, okay? Leute, ja. Kommt. So, zack. Alle zur Wüste. Ich glaube, Space wird halt auch wirklich unterschätzt. Alle ein Boot.
Auf zu der Wüste, wir gehen jetzt voran. Braucht jemand noch Karotten zum Essen? Braucht jemand was zu essen? Ich hab 19, runter, das reicht. Okay. Melly. Okay, ich glaube, wir fahren auch in die Wüste und schauen uns da mal jetzt um. Ich habe ein Boot. Wir müssen noch immer das Grab für Lars bauen, ne? Oh, ja, bitte. Das ist fest in Planung. So. Ich kam mir gerade sehr nutzlos vor die ganze Zeit. Wieso denn? Warum? Ja, bei WVP kann ich es ausrichten und wir standen sind ja alle auf und abgelaufen und haben gehofft, dass der Krieg aufhört. Aber ich glaube, so ist es in Wirklichkeit, wenn wirklich Krieg ist. Man ist erstmal. Ja, nicht schlecht. Ich nehme den hier dann. Aber ich bleib schön auf dem einen. Norman hat sich im Fight ausgelockt. Wirklich? Nee. Nee. Das wäre ja feige. Ja, das machen ein paar anscheinend, aber. Also einer hat's gemacht, ne? Der den Hugo getötet hat das scheinbar auch gemacht. Was, der den Hugo getötet hat? Space? Nein, Feister den. Ach so, Feister den Nafabo, ja, ja. Naja. Genau. Der hat das scheinbar auch gemacht. Also ich wäre ja auch fast dafür, dass wir eine Space-Statue bauen. Auf jeden Fall. Der Befreier, also das ist halt eine Nummer zu groß, aber vielleicht kriegen wir es hin. Da bleibe ich auch immer hängen. Okay. Aber ich habe schon Übung. Sind mir gar nicht böse. Eieieiei. Stark. Was ist denn das da? Oh, wo ist mein Boot? Da. Ja, wir müssen an einer gesetzlosen Insel vorbei. Was ist denn das für ein Lava-Dings da auf einmal? Wo, welches Lava-Dings? Auf der Wüsten, auf der Totenkopfinsel. Oha. Da ist das so ein Lava-Dings. Ja, vielleicht hat das was mit dem Kampf zu tun von den ganzen mit Hugo und so. Wenn ich die Buchse vornehme, würde ich es auch als Disconnect darstellen. Einmal ausloggen als Disconnect darstellen, schon frech. Ja, ich weiß es nicht. Ich will jetzt mal nicht irgendwas behaupten. Ist lustig, wie wir jetzt alle losdüsen, ne? Aber ist ja okay. Space kein Held, Hugo war schon down und hatte nichts mehr. Man muss da schon ehrlich sein. Ja, aber darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht darum, ob er besser kämpfen kann als Hugo. Aber er hat halt mal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. So ist es ganz oft. Ja, dass die im 1:1 da vielleicht Hugo gewinnt. Aber ich meine, sind wir mal ehrlich, ne? Das war, Hugo wusste, worauf er sich einlässt. Krass, dass das jetzt doch so, aber es musste ja so kommen. Überleg mal, wie viele Leute hinter ihm her waren. Überleg mal, er hatte da keine Chance. Der hat es ja darauf ausgelegt. Der angelegt, meine ich. Meinst du, Space wird unterschätzt? Du sagst, er wird überschätzt. Ja, ich meinte unterschätzt. Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meinte, Space wird unterschätzt. Ganz oft, ja. So, jetzt bloß nicht von irgendwas hier umgenietet werden. Das wäre ganz schlecht. Und wir hören uns mal wieder an, was der Rest sagt. Wartet auf mich. Alles gut. Wie ich schon mal sagte, eine alte Frau ist kein Dezo. Brauchst du was zu essen, dass du schnell unterwegs bist? Nee, ich bin voll. Ich habe auch... ich bin voll gegessen, deswegen bin ich so langsam. Weißt du? Ich bin voll, deswegen bin ich so langsam. Verstehe schon. Nein, die Kriege wurden noch nicht für beendet erklärt. Wir werden uns alle in der Oase gegenseitig bekämpfen und das ist das Ende des ganzen Servers. Oh Gott. Ach so, war das geplant für heute? Ja, los geht's. Wuhu! Jung zum Sterben. Auch Kämpfe untereinander? Ja, los geht's. Okay. Beste Idee, sehe ich auch so, Lucy, sehe ich auch so.
Du hast aber unterschätzt gesagt, alles richtig. Okay, habe ich es richtig ausgedrückt. Sehr gut. Aua. Hallo. Ihr seid eigentlich hier. Ja, wir sind endlich hier. Wir haben ein bisschen verlaufen. Jemand ein Bett? hab doch gesagt, die haben sich verlaufen. Ein Abo bei Copper da. Echt? Ein bisschen so. Ich hab doch nicht so. Jemand ein Bett? Hat jemand ein Bett? Ich wollte mal ein Abo da. Ah, das ist blöd. Irgendjemand hat das mitgenommen. Da kommen die nächsten. Hallo. Was ist denn hier für eine Party? Skeletto. Oh, Wauchi. Hat jemand ein Bett? Das ist ein cooler Name. Danke. Hat jemand Wolle? Hat jemand ein Bett? Ein Bett? Sag mal. Für dich, für mir jetzt mal meine ersten so Pfeile her. Oh, das ist eigentlich eine gute Idee. Haben wir ein Bett? Haben wir ein Bett? Hier eine Versammlung. Ich finde hier eine Versammlung. Wer wohnt denn da oben? Jemand, der recht viel Gold hat. Das hast du super toll gemacht. Dankeschön. Ich würde Pommi dann heiraten, okay? Nein. Sehr gut. Oh. Nein. Doch nicht gut. Nein. Genau. Oh mein Gott, Martin. Hallo. Basti, hast du die TNT in der Mitte platziert, wie besprochen? Stell dir mal vor, was wäre das krasses jetzt. Rums und alle weg. Wie bei Game of Thrones. Ja, ja. Alle leise sein, alle leise sein. Bitte Ruhe, bitte Ruhe. Wüste ihr das Rederecht. Assalamu alaikum. Oh Gott. Oh, das hat den Stiege hat das Wort. Ihr seid frei, Leute. Wir haben den Kampf gewonnen, aber natürlich auch voran SpaceX. SpaceX trete voran. Für alle Leute, die nicht dabei waren. Für alle Leute, die nicht dabei waren. Ich war nicht dabei. Sage ich direkt auch mit dem König. Erzähle, was ist passiert und wie war es? Ich habe Hugo im Osten der Dschungelinsel getroffen, da war er ganz allein. Ich war allein. Dann ist er vor mir weggelaufen, weil er kein Essen wohl mehr hatte. Und er ist einfach durch den Dschungel durch. Es hat sich dann aber wieder gekehrt, als nochmal ein paar von uns ihn gefunden haben. Das heißt, wir waren schon mal mindestens zu viert gegen ihn. Dann ist er Richtung Wasser geflohen, hat der Blöcke geplaced. Das hat sehr gut von Cobweb auf Kopfhöhe angeboten. Und das war sein Ende. Space, wo du da gerade stehst, mal ganz kurz eben, wir haben uns gerade nochmal abgesprochen, hey, wir drei Könige, ja? Überlasse ich euch. Okay, wir drei Könige haben uns entschieden, bevor jetzt gleich Wüste den nächsten König wählt, wir würden dich gerne zum Ritter schlagen und dir offiziell den Namen Sir Space verleihen. Heißt aber auch, dass du ab heute deinen Namen umbenennen musst. Basti stellt sich in Minecraft. Ja, in Minecraft. Wo ist Fabo? Fabo hat mach mal ein bisschen genauso viel gemacht. Mach mal ein bisschen Fabo, ich helfe dir ein Ehre, Mann. Ehre, Mann. Im Namen von Basti und im Namen von Stegi schlagen wir dich hiermit offiziell zum Ritter. Sehr nice! Das ist ein Kind von mir! Space, was waren die letzten Worte von Hugo, als du ihn geschlagen hat gelitten. Hattest? Also, er hat nicht so gar nicht mehr so gesprochen. Ja, ich glaube, er war schon nah am Tode. Das hat gar nichts mehr gesagt. Ich würde sagen, Team Geld muss sagen, ob das okay ist. Es wird auf jeden Fall eine Statue für dich hier errichtet werden. Hallo. Wissen, immer hier gefeiert werden. Fall. Rio. Wie die Cristiano Ronaldo der Befreier. Der ganz so hässliche König aus Gelbstein. Ja, deswegen eine Wahl. Die Wahl. Der hieß Bell. Du bist der Befreier. Herzlichen Glückwunsch. Das wird die Ende gefeiert. Wir machen es ganz offiziell. Soll Lucian König werden? Lex sollte gleich vorbei sein. Alle einmal. Nee, wir müssen das, in kleiner Runde. Ich glaube, das ist einstimmig. Ja, das ist einstimmig.
mit der Wüste? What is that doing? Lass das doch im Wüstenkreis reden. Das ist ja eine Frage, die uns alle betrifft. Deshalb frage ich jetzt hier den König Stegi und König Basti. Billigt ihr diese Entscheidung? Ich schaufel nicht eine. Der König hat uns verlassen. Der wollte nicht mehr da sein. Sollen wir nicht die... Was wolltest du sagen, Crafting Mom? Nicht, dass sowas passiert wie beim Ich wollte gar nichts sagen. Du blühst dich hier gerade. Ich habe gesagt, bitte. Dass alles laut ist. Nein, das war nicht ich. Ich hätte sonst geschrien. Ich hätte mal gehört. Könnte aber ganz kurz kommen. Wer hat eben gesagt, alles sind so laut, ich kann mich nicht durchsetzen? Irgendjemand war das. Ich... Ich suche schon seit geschlagenen 5 Minuten Lucia. Luciano Loco. Boy! Chaotischer Haufen, oder? Kroko. Ich meine, wir können ja alle zuschauen, während ihr abschaut. Irgendjemand muss diese Historie niederschreiben. Er ist wirklich weg. Du meinst niederschreiben oder niederbauen? Nein. Jemand muss die wahre Geschichte bewahren. Wie lautet die? Willst du sie niederschreiben? Du willst sie niederschreiben. Ich bin alles andere als ein Schriftsteller, Klim. Ich habe nicht mal ein Buch. Ich auch nicht. Hallo. Das zählt sehr viel durcheinander. Oh ja, Norman hat sich ausgelockt, ne? Ist richtig, oder? Ja. Ey. Das war nicht mit Absicht. Office. Wir gründen jetzt den Orden. Das ist uns alles zu laut. Das ist uns zu laut, Orden. Ja, die sollten jetzt mal in Ruhe ihren König wählen können und dann. Ich wäre ja eigentlich dafür, wir stellen einfach den König von irgendeiner anderen Nation und wir unterdrücken Wüste komplett. Wir halten Wüste so als Sklaven ohne eigene Rechte. Da bin ich dagegen. Hallo, Lukas. Das macht dich eben frei, ne? Also ist ja. Das ist nicht gut, dann gibt's nur wieder Krieg. Probleme. Wir müssen ja, kommt nicht mehr warten. Rein. Wer nach Hause möchte, kann schon nach Hause gehen. Wir bereiten die Wahl vor. Jungs, drei wir heute Abend. Hallo. Braucht ihr Wahlsystem? Dann kann ich euch umstellen, Wahl-O-Mat machen. Wahlsystem, wer will. Wahlsystem, wer will. Ja, let's go. Habt ihr Eisen? Das schnell hinkriegen. Oha. Ich habe mitbekommen, dass es laggt. Ich kann da gerade nichts machen. Ich kriege gerade die Info von meinem Programm. Es laggt, aber ich kann euch nicht erzählen, wo das Problem liegt. Es hört hoffentlich Problem. Auf. Ja. Es laggt. Danke, Klim. Aber sei nett, weil sonst frage ich mal nach deiner Meinung zu Die Right. Ich habe mich echt zurückhalten müssen, weil es war da gerade so der perfekte Moment, wo da alle standen. Da wollte ich wollte eigentlich sagen, wartet mal, Klim hat was zu sagen. Aber ich dachte mir, das wäre das Schlimmste, was du. Ich würde dich sofort töten. Meinst du? Ich würde es nicht schaffen, aber ich würde es versuchen. Ich weiß nicht, ob du. Ich bin nicht gut, also. Leute, es tut mir leid, dass es laggt. Ich habe das gerade nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich kann mal einen Speedtest machen oder so, aber ich glaube nicht, dass es. Ich weiß nicht, woran es gerade liegt. Vielleicht sollten wir wandern bis zu dem Berg da hinten. Wahrscheinlich. Wie viele Schritte sind? Wie viele Blöcke sind es, Klim? Ich weiß nicht. Ja, mein Internet ist tipptopp. Ich weiß nicht, was gerade das Problem ist. Sonst kann ich nur den Stream neu starten. Oh, Blizzor. Herr Blizzor. Ja, Hugo ist tot. Ich weiß gar nicht, warum es laggt. Ich kann es euch gerade nicht sagen. Upload ist bei 20 Mbits. Das ist top. Das ist tipptopp und sehr konstant. Also wirklich tipptopp konstant. Ich schau mal kurz, ob ich den Lag in den Griff. Gebt mir mal eine Sekunde. Aber auch die CPU ist null überfordert. Ich habe keine Ahnung, warum es laggt. Es sind so viele in meinem Chunk. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass es hier so viele auf einem Haufen sind, weil mein Computer ist null überlastet. Null. Null überlastet. Liegt auch nicht am Server. Es laggt ja gerade. Mein OBS laggt. Ich glaube, ich starte OBS neu. Gib mir eine Sekunde, ich bin hoffentlich gleich wieder. Also ich bin gleich wieder da. So, nee, es ist immer noch nicht. Ach komm, Leute, was hat er denn jetzt?
Ich weiß nicht, was er jetzt hat. Ich hasse es, wenn es ist nicht mal, mein Rechner ist nicht überlastet. Mein Rechner ist nicht überlastet. Mein Internet ist tiptop. Es gibt keinen Grund zu laggen. Es gibt keinen Grund, dass es laggt. Immer noch nicht. Gibt keinen Grund. Aber wir könnten Space dann auch sagen, ob er unsere Diamanten allein gesammelt hat. Das wäre ganz nice. Könntest du dich jetzt wieder fangen, Programm? Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Wie spät haben wir es? 20.40 Uhr. Joa, ich würde schon auch gerne weiter streamen hier. Ja, ist ein bisschen besser geworden. Es liegt nicht am Server. Im Moment spinnt mein OBS, also mein Streaming-Programm. Und mein Aufnahmeprogramm. Und ich weiß nicht, warum. Es läuft nichts. CPU ist bei 40%, GPU ist bei 30%. Wir haben es gemütlich eigentlich. Wir haben es eigentlich gemütlich hier. Das ist echt ärgerlich. Ja, auch der Rest passt. Es gibt keinen Grund, dass es laggt. Gucke, du laggst sonst nichts. Ja, vielleicht schalte ich den ganzen Rechner nochmal neu. Ja. Also geht euch was zu trinken holen, Pipi-Pause machen. Wir sind gleich wieder für Sie da. So, meine Damen und Herren, sind wir wieder da? Sind wir wieder live? Ich hoffe es doch. Pinky, du bist wahrscheinlich noch da, deswegen kann ich ein dickes Dankeschön an Pinky ausrichten für 4,99 €. Eine kleine Spende für das Space-Denkmal. Dankeschön. So, schön, dass einige noch geblieben sind, aber es war ja nicht. Wir brauchen nicht mit dem Lagstream. Jetzt sehe ich es auch, die Übertragung ist von OBS wieder gut. Ich habe keine Ahnung, warum mein Rechner das manchmal hat, beziehungsweise das Programm. Sag du es uns, bist du wieder da. Yes! Dann wollen wir sagen, klinken wir uns auch gleich wieder ein und schauen, was wir so verpasst haben. Schaut gut aus. Schaut so aus, als würde es nicht mehr ruckeln. Gut. Wir sind natürlich super in der Nacht. Es ist perfekt, in der Nacht wieder hier aufzutauchen. Schauen wir mal, ob noch jemand hier ist. Wo ist Elsa? Einfach nur chaotisch. Jetzt ist sie wieder weg. Nein, also, Elsa, komm zurück. Ich möchte Leute kommen. Also, wie viele möchten von euch Könige werden? Wer möchte es? Verstanden, dass ihr drei Leute habt. Ja. Wer braucht Essen? Was für ein Wahnsinn. Okay, drei Leute werden aus der Wüste jetzt gleich zum König antreten. Ist das so richtig verstanden? Ja. Drei Leute? Andy? Ich bereite jetzt das Wahlsystem für drei Leute vor, okay? Andy. Und ihr könnt mal ganz kurz eben besprechen. Also die Leute können sich mal kurz eben vorstellen, die König werden wollen, ich okay? Gar nichts mehr hier. Bitte sagt, wir habt ein Bett, Alter. Ich glaube nicht. Irgendeiner. Habe ich einfach mal den Stream gestreamt. Aus irgendeinem Grund haben sich die Monitore beim Neustarten jetzt getauscht. Manchmal, ich kann bloß nicht, muss ich ausmachen. Mir stinkt mir nicht, du Bär. Tut's mir auch. So, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, dass wir jetzt wieder in die Richtung. Manchmal frage ich mich, ey. Ich kann das vor allem nicht so einstellen. Der wechselt dann ja sowieso dahin. Also wechseln wir einfach mal hin. So. Den Monitor wollt ihr definitiv nicht sehen. Wir würden gerne einen anderen Monitor haben. Den auch nicht. Den wollen wir. Danke. Danke. Geht wieder. Da. Jetzt sind wir wieder dabei. Auch die Musik leise machen. Keine Creeper in der Nähe. Jetzt schauen wir mal, was das so an Infos ist und holen uns mal wieder alles ein, was wir so brauchen.
Ich habe starke Schmerzen. Gustav, du hast Schmerzen? Ja, im Kopf gerade. Verständlich. Jetzt auch noch physische. Ja. Oh. Illuminatus, Dankeschön für 24 Monate. Das ist schwierig. So, ich finde mal kurz heraus, wo unsere Königin ist und werde mich dann neu sortieren, weil das hier, ich brauche jetzt nicht das Chaos in der Wüste. Habt ihr Luciana einmal ein Envil? Psychobella. Ja. Es sind viel zu viele Königin. Und Tonlos. Königin. Ich, mir ist das zu viel. Ich sehr muss gut. Raus in ja, das habe ich schon, das hab ich schon seit zwei Stunden. Wie ist denn das mit unseren Leuten? Sollen wir die einfach mal alle zurücktrommeln? Jetzt, die haben doch in der Wüste hier einfach nichts mehr verloren. Der Plan war ja eigentlich, den neuen König dann zu begrüßen und das dauert halt ja, aber die können doch jetzt einen neuen König wählen und dann können wir die Länder wieder besuchen. Aber also ich ziehe mich jetzt zurück, ich weiß nicht. Ja, ich ziehe mich jetzt auch zurück. Meine Leibwache, die kriegt auch den Job gekündigt, die passt nicht gut genug auf mir auf. Solange wir da jetzt von einem Creeper nicht gelegt werden. Sollen wir einfach beide den Creeper tot wählen? Tot wählen? Ja, wir gehen hier zu dem Creeper hin und sagen tschüss. Eher zu dem da jetzt mal. Oh. Du passt auf den Creeper auf, ne, der da von rechts kommst. Ja, weil es wäre jetzt nicht so optimal, wenn ich dich jetzt hier unterwegs verlieren würde. Na, dann sage ich, es war ein Hinterhalt. Kroko hat mich getötet. Mit einem Creeper. Ja. Du kannst dann nichts mehr sagen, weil du bist Geschichte. Steht dann in meinem Testament. Das heißt, du schreibst jetzt schon rein? Ja. Kroko! Ja, weil die müssen uns jetzt mal wieder ein bisschen strukturieren irgendwo. Das ist gerade, wir haben jetzt gerade unseren Feind besiegt und jeder macht irgendwas. Ja. Deswegen. Also, mir ist halt unsere Base jetzt 2 Kilometer zu groß geworden. Ja. Und, hey. Aber es passiert halt, wenn alle unterwegs sind und dann gemacht wird, ne? Ja, ich hatte mich halt irgendwo gehofft, dass die da. Ach. Das ist schwierig, Kroko. Ja, ich merk's. Kroko, denk dran, es sind Enten. Alf, bitte bauen, sonst wird das nie was. Ja, aber es ist halt einfach viel zu groß. Es wird so nie was. Die Größe, die wir jetzt hatten, war meiner Meinung nach schon hauch zu groß, aber war noch okay. Ich habe hier auf meinem Tisch tatsächlich Zeichnungen, was man hätte machen können. Wo ich sage, wenn wir alle angepackt hätten, hätten wir das schaffen können. Aber ich wollte mich nicht einmischen. Aber jetzt kann man es in Ruhe machen, weil jetzt brauchen wir die Sorge nicht mehr, dass wir hinterrücks attackiert werden. Ja, ja. Jetzt ist Sicherheit da. Ja, natürlich. Das ist ja auch gar nicht das, was ich kritisiere. Dass nichts vorwärts gegangen ist. Ich kritisiere, dass es immer und immer und immer und immer und immer größer wurde. Ja, das stimmt. Und ich meine, ich kann größer bauen, wenn ich den ersten Teil fertig habe. Und ich hatte von Anfang an mir gesagt, was ich mir wünsche, was wir brauchen, das ist bis heute nicht da. Ich habe gesagt, bitte, also was ich gesagt habe, priorisiert ein Lager. Lager steht seit heute. Ja? Das ist immerhin etwas. Ja, ist doch gut. Das ist immerhin etwas. Und es wurde ne? ausgeraubt. Ja gut, wir sind selber schuld. Also das hätten wir uns denken können. Da waren wir aber selber zu blöd. Aber ne, also das war der eine Punkt. Und das andere, dann habe ich gesagt, ich hätte sehr gerne diese Wand, dass wir die Leute organisieren können, weil bei uns machen 50%, was sie wollen. Und das ist natürlich in Ordnung, weil jeder ist ein freier Mensch, aber wir sind hier in diesem Szenario ein Königreich, wo jeder seine Aufgabe hat. Also, Kroko, nehmen wir jetzt das Zepter in die Hand und installieren eine Diktatur. Haben wir den nicht schon längst? Also ich mache jetzt wirklich, ich mache mir jetzt mal so eine Wand, wo ich einfach jeden... Ja. Nein, das ist ja auch wichtig, weil wir spielen ja ein Spiel hier, ne? Und das darf man nicht so ganz vergessen. Aber gewiss, mich ärgert es nur, dass die Base so riesig ist und deswegen nie fertig wird, weil es wird einfach nie was fertig. Das ist so typische Minecraft-Krankheit. Der Kroko ist halt auch einfach ein Perfektionist. Das kommt dazu. Aber ich bin für auch niemandem böse und so, ne? Die dürfen alle machen, was sie wollen, dass es keiner falsch versteht oder so, ne? Es ist nur so, wenn ich hätte halt gerne unsere Base fertig, weil es ist einfach, wenn jemand kommt und die Base anschaut und bei uns würde was stehen, würde sie sagen, wow, die Eisnation ist organisiert, die kriegt was auf die Reihe und dann wirken wir so, als wären wir mehr, als wir tun. Und so, naja. Ja, das heißt, wir beide kümmern uns jetzt einfach, bis die anderen zurück sind, um diese Wand. Und dann ja, und den Weg baue ich jetzt hier auch fertig. Das mache ich jetzt, glaube ich, als erstes, dass der Weg hier fertig ist. Ich habe genug Materialien dabei. Hast du zufällig einen Eimer? Ich habe Eisen im Zweifel. Weil dann mache ich jetzt als allererstes mal den Weg hier fertig. Ich mache das Wasser oben weg. Weil das geht ja auf meine Kappe, dass der nie fertig geworden ist. Und wir bauen mal eine Kiste hier unten. Und dann können die sich in Ruhe organisieren. Und beim nächsten Mal bin ich gespannt, wie es dann weitergeht. Also...
Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Hat er einen Eimer? Was hast du? Was hast du, Basti? Alles gut, es ist irgendwas schief gegangen. Springen, noch ist Wasser da. Ich hab meinen Wassereimer verloren. Oh, okay. Den Eimer, oder? Soll ich dir was bringen? Oh, und schaut mal, ich glaube, da hinten hat der Basti das Kreuz von Wichtiger schon gemaut. Dann würde ich fast sagen, dass wir hier auf dem Eis anfangen, unsere Leute entsprechend zu würdigen. Genau, das Grab von Lars ist auf der To-Do. Das ist auf der To-Do. Was? Das Grab von Lars ist auf der To-Do. Komm mal runter! Ah! Oh Gott. Da ist noch mehr Wasser. Kriegst du das alles weg? Weil sonst komme ich nicht gescheit drauf. Überall, ich weiß es nicht. Das fließt ab, oder? Nee, nee. Ach, Mensch. Ja, ich war ein bisschen traurig, dass wir Lars verloren haben. Ja. Ich frag mich echt, also ich muss das mal in der Wiederholung angucken, wie das passiert ist. Anscheinend hinterrücks. Hinterrücks kann man. Aber es war so ständig so, Lars war hier, war da und dann bumm. Ja, ja. Weg. Bin ja gespannt, die Wüstennation da. Das ist einfach ein riesen Chaos da jetzt. Und bis da jeder kämpft da ums Wort, das, da brauche ich mich jetzt nicht. Ja. Das stimmt. Ich habe hier noch, ich habe ein bisschen unsere Sachen mitgeschleppt, dass die nicht draufgehen. Aber ich habe jetzt nur noch 2 Diamanten und 2 Goldblöcke. Wir sind nicht so reich. Ja. Es ist alles hier ein bisschen Chaos. Also ich möchte nicht als ein Führer dargestellt werden in meiner Religion. Hä? Nee. Hab ich auch nicht. Ist doch Mod? Oder was? Dieser Kunst hier. Es regnet. Okay, also jetzt hat das Wasser verschwindet. Sehr gut. Scheinbar ist Lucien König. Ich muss ehrlich sein, Kroko, ja. Der macht mir Angst. Okay. Ich werde jetzt immer mich verstecken. ich werde mich immer verstecken. Da ist, glaube ich, noch eine Wasserquelle. Gut. Oh Gott. Das möchte ich nicht. Oh Gott. Ich gehe ins Exil. Warte. Du bist jetzt König. Du kannst offiziell abdanken, Basti, ne? Also, ich bin Exilregierung. Das wird sich auf den Ball herauf. Ja, aber da hast du doch die Möglichkeit, Nein zu sagen und Space zu heiraten. Hey! Stimmt, der hat den Titel Sir. Den Titel Sir. Ja. Ey, krass. Es hat echt, also es hat verhältnismäßig schnell ein Ende gefunden. Ja, ich bin auch froh drum. Jetzt ist es leichter. Denke ich. Ja, also die waren ja von Anfang an quasi nur auf Krawall aus. Das war ja. Ist ja quasi auch Content irgendwo, ne? Das wissen wir ja irgendwo. Deren Content. Also, deren Content. Ja. Ja, genau. Deswegen ist es ja auch okay und wir haben ja auch mitgespielt. Das finde ich auch, war alles in Ordnung. Ja. Es war alles in Ordnung, wie gesagt. Das war eine Verschwörung. Die Bergnation hat hinterrücks den Creeper auf Lars gehetzt, damit die Eisnation mit dem hervorragenden Braumeister nicht organisiert wird. Klingt logisch. Dem muss man nachgehen. Nein. Ey, sag mal, blöde Frage, aber dass jemand das Ding geklaut hatte bei der Bergnation. Beim Dschungel. Ja. Also Wauzi war es scheinbar nicht. Ich habe ihn angesprochen. Ja, ich meine, ich habe auch meine Verdächtigungen, ne? Fabo lief plötzlich mit einer Netherite-Rüstung rum. Ja, aber er hat gesagt, er hat das Nether-Barrel gefunden von denen. So wie ich das verstanden habe. Von wem? Ja, von denen. Ja, aber nicht. Das, was die vermissen, war ein gesavedes Barrel. Und er meinte, er hat es. Aber vielleicht hat er gemeint, dass er das bei denen in der Wand gefunden hatte. Das ist das war. Oh. Weil ich weiß, Fabo hatte 3 Netherite Scraps oder so. Ja, stimmt. Und war plötzlich also rannte er an mir. Fabo. Ich vermute das jetzt einfach mal. Dann habe ich das nämlich falsch verstanden. Ja, aber ganz ehrlich, wir können unseren PvP-Loch einfach decken, fertig.
Jetzt warten wir mal, ob die überhaupt wieder darauf zurückkommen, zu sprechen kommen. Ja. Und ich meine, es gibt ja auch keine Beweise. Das ist jetzt einfach nur eine böse Vermutung von mir gewesen, weil ich Fabo Netherite. Und ich meine, es gab so viele Fässer. Vielleicht hat Fabo halt wirklich noch eins von den Fässern gefunden. Ja, das. Oh! Oh Gott, Entschuldigung, ich hab nicht gesehen, dass du da stehst. Alter! Entschuldigung. Alter. Attentat auf die Königin! Wo ist die Leibgarde, Koko, wenn man sie braucht? Koko muss hingerichtet werden. Nein. Sollen wir einfach die ganzen anderen, wenn die wiederkommen, trollen und sagen, ich baue schnell ein Gefängnis für dich und sagen, du musst hingerichtet werden? Ich will, tut mir leid, aber sie will jetzt bautechnisch ein bisschen vorwärts kommen. Nein! Wir müssen mal schauen, was wir hier machen, weil die Höhle ist, glaube ich, nicht so ganz safe, kann das sein? Ich finde, in der Höhle hier könnten ein paar Wohneinheiten sein. Was war mit Gigi? Gigi, ja, jetzt ist es wahrscheinlich Lucia oder was? Ah, okay. Nee, was hallo? Was? Ja, hallo. Wer ist da? Hallo. Ich bin Lukas. Sag mal, Bauchefe. Ah. Ernstes Wörtchen hier zu reden, da hinten ist ein Skelett. Ich hau mal kurz das Skelett um. Wir müssen weiter bauen. Also egal, was der Botschafter jetzt sagt, ich brauche einen Safe Room, wo mich Lucien niemals findet. Oh, das Skelett hat den Creeper geboostet. Ist Obsidian in Ordnung? Oder du siehst also aber aus. Alles gut, Kroko? Dachschwein? Ja, nein, das hat ja noch keine Priorität. Ich habe leider keine Fackel. Hat jemand eine Fackel für aber hier hinten? Aber wir brauchen die Tafel, wo wir organisieren, wer was macht. Das, die wollte ich jetzt gleich dann machen, weil es ja, let's go. Aus dem Kriegsstand. Dann gehe ich hoch. Okay, let's go. Lukas, eine Sache. Ja, okay, komm kurz. Es ist viel zu groß. Warum wird es noch größer? Wir haben eine Osterweiterung gemacht aus einem ganz gewissen Grund, weil wir da oben noch was hinbauen. Keine Sorge, es wird nicht zu groß. Es wird nicht fertig. Nein. Wir werden jetzt gleich alles hochziehen. Es wird so schnell fertig, du wirst gleich hochkommen. Okay, ich lass mich positiv überraschen. Ich kümmere mich um den Weg weiter. Ja, perfekt. Aber ganz wichtig, die Treppe hier wird wahrscheinlich nicht mehr lange bestehen bleiben. Warum denn? Sondern ganz einfach, weil ich einen Aufzug machen werde. Ja, das ist okay. Aber die Treppe stellt ja deswegen nicht, oder? Jein, weil wir werden die Mauer wird um zwei Blöcke verschoben. Das heißt, die Treppe wird in den meisten Flächen nicht so gut sein. Wir werden eine bessere Treppe noch anlegen, aber vorerst kann sie noch bleiben. Ja, meine Treppe nicht. Du machst den Ich gehe. Ich wandere aus. Ich baue meine eigene Hütte. Ich liebe diesen Weg hier rauf. Der hat sowas Gefährliches. Das passt irgendwie zur Eisnation. Wir sind nämlich gefährlich. Also. Das stimmt, das definitiv. Ja. Wenn man bedenkt, dass wir eines der schwierigsten Biome hatten. Ich behaupte, dass das gar nicht unbedingt stimmt. Also ich habe mir den Dschungel angeschaut, was da drinnen alles explodieren kann. Ich hätte den, glaube ich, am Anfang schon abgefackelt. Ich hätte echt die Aufgabe gegeben, abholzen oder abfackeln. Weil da kann man nicht richtig da kommst du, kommst da rein. Du hast ja bei den Urtox gesehen, der hat keine Chance gehabt. Und bei uns spawnen ja nicht mal Monster hier. Ja, das stimmt. Ja, also klar, wir hatten Nahrungsschwierigkeiten und wir haben keine Kühe und so weiter und so fort. Das ist alles richtig, ne? Aber ansonsten. Aber Nahrung haben wir ja jetzt genug. Jetzt haben wir genug, das stimmt, ja. Hat jemand von euch zufällig noch eine Fackel oder so? Oder irgendwas in die Richtung? Ja. Weil dann kann ich nämlich hier. Oh, zwei. Da noch, können wir da noch ein Licht aufgehen lassen. Oh, danke dir. Hab ich sie? Ja, ich hab sie. Ne, da nicht. Oh, aber vielleicht könnte man hier, das schaut vielleicht auch gut aus, so. Nochmal. Und wir müssen noch ein Grab für Lars. Ja, ich würde wahrscheinlich, weil ich glaube, Basti hatte hier unten für wichtiger schon das Kreuz da hinten gebaut. Und die Ecke schaut halt schon cool aus, wenn wir da unsere. Haben wir doch noch jemanden aus unserer Nation verloren. Es war ja nicht nur Lars. Wir haben ein paar aus unserer Nation verloren. Weil die würde ich gerne alle verewigen. Ich habe da jetzt nicht den Überblick, aber ich glaube, wir kriegen das schon hin, dass wir den Überblick uns verschaffen. Mhm. Weil das wäre eigentlich. Also ich finde das schon irgendwie ganz, ganz angebracht. Ja. So, jetzt hat. Zackenroller war's. Ah, okay, sehr gut. Ah, was wo? Machst du? Da schmilzt die ganze Zeit was. Das sind die Fackeln. Ja, da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht, dass das Eis wegschmilzt.
So. Wann würdest du das denn in Angriff nehmen wollen mit dem Grab oder mit den Gräben? Jo, eigentlich jetzt. Ich kläre mal mit der Königin ab, was die so sich vorstellt. Und dann würde ich es wahrscheinlich wirklich in Alter, weil die Fackel eigentlich draufsetzen, nicht schlau wie. So. Man in kann hier Stile. Echt gut runterspülen. Hm? Das Grab in dem Stile, wie es dort schon steht. Ja, ich würde noch ein bisschen Erde dazu packen oder irgendwas, dass man auch Blümchen draufsetzen kann. Weil ich habe hier noch eine Blume für Lars, die ich da auf das Ding packen muss. Mein Sidequest. Und eine Schweigeminute. Und eine Schweigeminute. Ich habe heute schon genug geschwiegen. So viele Leute gequatscht, hey. Was ist das? Ich erfahre, das also machen wir das so, dass wir jetzt dann gleich GroKo offiziell hinrichten. Naja, genau, so machen wir das. Oh, oh. So machen wir das. Apropos hinrichten, wir könnten noch ein paar Gräber mal. Wir haben. Du hattest gesagt. Auch schon gesagt. Ich würde die unten an den See, wo du angefangen hattest, Basti, oder? Nee, er hat gesagt, er will es wohl komplett anders haben. Aber ich bin die Königin. Ja, okay, wollte ich sagen. Sie können entscheiden. Sie können komplett entscheiden, wenn Sie. Ja. Sie können meine Aussagen überschreiben. Machen wir den tatsächlich im Eis. Oh, Achtung. Achtung. Dann wir haben aber die Grabsteine aus Eis formen später dann. Das wäre ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal was, dann haben wir mal was gemacht, weil wir sind sehr, sehr gut im Reden im Moment. Wir brauchen 3 Gräber. Ja, das hast du gut im Überblick. Ja. Moment mal, ich werde ganz kurz mal mit dem. Ich mach schon mal einen Sarg auf jeden Fall. Aber mehr Blumen haben wir leider hier nicht, ne? Ich habe noch 2 im Inventar. Ne, eine nur im Inventar, aber eine, die ist für Lars, die sollte ich von Bubu ans Grab stellen. Wir sollten übrigens, wir könnten eine Statue machen, wo wir dann, sag ich mal, den Sieg über Hugo darstellen werden. Das ist zweitrangig. Jetzt mach erstmal die Tafel da hinten. Wie gesagt, Mann, Basti, mach doch jetzt die Tafel! Ja, Frau König. Wenn die Tafel in 3 Sekunden nicht steht, dann. Jetzt kommt Kerker. Der Diktator. Wir haben keinen Kerker und wir haben keine Zeit, den Kerker zu bauen, Basti. Hör auf! Joe ist da! Hallo! So. Basti! Ist da gerade was explodiert? Ach, das war Joe. Das war Joes Scherz. Kannst du deine Potion behalten? Ja. Das ist sehr lieb. Sag mal, der Lucian, der macht ganz, ganz große Glubschaugen auf dich. Der wird sehr, sehr gerne um deine Hand anhalten. Und ich habe meinen Basti Baumeister schon drum gebeten, flüchtet, dass er ein Safe Room für mich baut. Okay, wir müssen mal gucken. GroKo, mit dem möchte ich sprechen. Ja, GroKo ist hier. Haben wir GroKo Zement? Ich würde sehr gerne als großes Ereignis nächste Woche die Hochzeit versuchen zu organisieren. Das heißt, was für eine Hochzeit? Ich bin doch noch gar nicht. Der Plan wäre, dass wir zuallererst mal einen Ball abhalten, bevor wir eine Hochzeit abgeben. Wir wollen nämlich, dass unsere Elsa sich jemand ausruhen kann, der ihr auch wirklich zusagt. Es ist zwar schön, dass Lucien ein Auge auf sie macht, denn er wäre sicher eine gute Partie. Allerdings sind wir immer noch so new-fashioned, dass wir sagen, Elsa darf selber aussuchen. Das dürfen wir auch. Aber trotzdem wäre es super, wenn wir das bis nächste Woche organisiert haben. Deshalb wäre die Frage, wo baut man diesen Ball oder wo organisiert also, man das Ganze? Ballsaal müssten wir hier irgendwo organisieren, weil wir würden zum Ball hierher einladen. Wir haben schließlich auch diese wichtige Jukebox dafür, ne? Die wir ganz am Anfang unbedingt craften mussten. Ich weiß nicht, wo die ist. Wollt ich weiß ihr da nicht, vielleicht wo die ist. Die ist in irgendeiner Kiste. Okay, ja, wir dann ganz kurz eben zur Info, bevor ich wieder abhaue. Ja. Dann, der Ball wird bei euch auf der Insel stattfinden. Sucht einen Ort dafür aus und bereitet alles vor. Dann würden wir alle einladen und dann gibt es einen offiziellen Ball nächste Woche. So machen wir das. GroKo, aber dann wäre mein Wunsch folgender. Dann würde ich sehr, sehr gerne bei uns die Hochzeit feiern. Dann würden wir eine kleine Kapelle bauen, okay? Von mir aus. Könntest du dir eine Hochzeit auf den Gebirgsinseln vorstellen? Ach so. Ja, ich muss sagen, eigentlich so eine Hochzeit auf einem Vulkan wäre eigentlich schon legendär. Also entweder eine Hochzeit am Vulkanberg oder halt auch auf der Bergspitze des höchsten Berges. Das hätte auch das was. Das stimmt auch. Das stimmt auch. Stopp, du bist doch die Eiskönigin und wir haben Eisberge. Und zwar riesige. Also wünsch dir eine einen ordentlichen Platz vor. Wir werden eine kleine offene Kapelle auf unserem höchsten Berg errichten, für wenn es dann soweit ist. Warum muss eigentlich immer alles offen sein? Wisst ihr, dass wir Probleme mit Phantomen haben? Sorry, alles gut. Ich wollte nicht. Karavas ist jetzt in diesem Moment hier. Hallo Karavas. Hallo. Aber ich hab vorher schon hier. Ah, hi. Okay, dann genau. Okay, aber dann organisieren wir mal, schauen wir mal, dass wir den Ballsaal klar machen. Und ihr dürft gerne, also wenn der Königin das Recht ist, natürlich, ich spreche hier nur im Namen der Königin, dann
entsprechend die Kapelle auf dem höchsten Berg errichten. Und ja, vielleicht mit einem Phantomdach. Vielleicht mit einem Phantomdach. Wir werden ein Phantomdach bauen, es gibt eine kleine Orgel, es gibt vielleicht... So, das kriegen wir hin. So, wir setzen das Räderwerk in Gange. Nächste Woche gibt es dann die große Traumhochzeit. Achso, wir bräuchten noch Blumen. Da machen wir einen Bachelor. Das heißt, du hast dann Blumen und gibst dann den Leuten eine Blume. Okay? Ja. Dafür ja, brauchen wir noch ein paar... Poppy? Okay, also organisieren. Aber genug Sitzplätze. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. So, also ihr habt gehört, wir brauchen Blumen. Vielleicht sollte Joe heiraten, so wie begeistert wie der ist. Joe, möchtest nicht vielleicht du heiraten? Ja, er ist auch ein König, der muss auch verheiratet werden. What the ja, fuck? Stimmt. Du kannst dich ja mit Stiche verheiraten. Ich biete meine Hand an, aber wen dann am Ende die Werte Elsa bestellen möchte, ist ihr überlassen. Das wird sich auf dem Ball herausstellen. Meine Königin, egal, ich geh jetzt mal ein paar Leichen verbuddeln. Okay, wo ist Lukas? Wo ist Lukas? Ich bin hier drüben, ich baue das Blackboard gerade. Gibt es einen Plan? Dings ist gerade runtergesprungen, ne? Ich bin hier. Wer? Joker? Was ist denn der Plan für die Mauer? Ja, weil sonst würde ich mich da an die Mauer mal machen. Ich würde hier innen Treppen raufbauen und den Weg oben verbreitern, indem innen Holzstege hinkommen. Oh Gott. Also, auf jeden Fall ist ein zweiter Turm geplant. Das weiß ich. Ich muss einmal kurz zu meiner Tochter. Ich bin sofort da. Moment, warte, wir können ja mal whispern, dann hören sie alle gleich die ganze Zeit. Also, was geplant ist? Hier ist das dann wird hier, da oben ist halt die dreieckige Mauer. Das heißt, da ist dann auch so ein Holzweg in der Mitte, wo man dann, sag ich mal, gehen kann. Das heißt, man braucht dann nicht irgendwie ganz komisch sich da so rumhangeln an der Seite der Mauer, wie wir es vorher gemacht hatten. So, warte mal, können wir mal raufkommen? Krieg ist vorbei. Ja, gehen wir drauf, ja. Der Krieg ist vorbei! Aber wie ist denn das? Will das eigentlich... Sollen wir diesen, so, wenn wir das hier wegnehmen, das hier, und da Holzstufen draufpacken und die nach innen nochmal um eins erweitern, haben wir eine dreibreite Weg und quasi. Und wir könnten theoretisch hier noch eins nach außen gehen. Also als Zinnen. Ja, hier dann, die Zinnen. Ja, aber, ja, okay, ja, die Zinnen können wir eigentlich nicht ausmachen. Kennst du zufällig, hast du Blackstone im Inventar? Ich habe Blackstone Copper. Mein Deep Slate meine ich. Ne? Ja, habe ich. Kannst du mir mal ganz kurz was zuschmeißen? Natürlich mache ich das. Warte, das ist mein Korken gewesen. Der Vorname ist nicht hier ordentlich. Ein Königreich für eine Steinsäge. Joe, wenn du hier bist, schreib eine 3 in den Chat. Also, ich würde aber innen. Schade. Okay. Gut, das kann man anderen nur random. Problem ist jetzt. Ja, das war nur funny. So, pass mal auf, ich zeig dir mal ganz kurz hier. Vielleicht aber kennst du das schon. Meldungen, die noch nicht kamen, ne? Ich glaube, wir müssen weiterbauen. Ja. Ja. Was ist da oben los? Das ist ja aber kosmetisch, ne? Hallo, wir bauen. Nee, das ist tatsächlich auch praktisch. Erstens kann keiner runterfallen, zweitens kannst du hier nach unten schießen. Oh Gott, Andy, macht der für danke, Krieg vorbei, vorbereitet? Du musst aber gucken, dass du mit der Ecke richtig aufschließt. Ne? Ja, ich habe jetzt nur mal, um das konferenziert zu sein. Also das wäre halt, wenn wir das hier außen anbringen und hier innen dann einfach Holzsteg 3 breit oder so und dann... 3 breit? Also das Ding ist halt... 2 breit reicht wahrscheinlich, 2 reicht wahrscheinlich. Ich hab mein Haus, ne? LOL! Ja, gut, aber das stört ja nicht. Die gehen auf die Begebenheiten einfach ein. Ja, was soll ich mal sagen? Ich wahrscheinlich beschäftigt. Ich frage ihn nochmal, aber sonst ich Deep Slate Brick Walls machen, dass er ein bisschen so weitergemacht hat. Ja, lass uns das doch zusammen. Den obersten Block wegmachen und dann... Ich nehme noch ein bisschen Stein mit, damit wir das gestalten können wie das andere dort. Damit die auch ein bisschen gleich aussehen. Weil Viertelstunde und dann ist sowieso Feierabend. Guck mal, hier. Es werden hier innen Koko? Und außen. Gleich. Ja. Guck mal, ich würde das halt so machen, ist der Weg hier innen drin breiter. Das finde ich auch ganz cool, also, gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Gut, dann werde ich das mit meinem Team umsetzen. Nicht runterfallen. Das ist kostbar. Und dann können wir halt, also hier kannst du halt, und dann da kommt eigentlich noch entweder ein ganzer Block oder ein Slab drauf, weil dann kannst du dich hier theoretisch auch dahinter stellen. Der schaut ein bisschen awkward aus, glaube ich. Genau. Also deswegen. Gut, dann machen wir das so. Perfekt. Dann die Treppe wird nachher hier noch vielleicht gemacht oder sowas. Weil hier ist Blackboard halt. Wir würden jetzt gerne die Grabsteine machen. Ja, dann komm, ich schließe mich euch an. Ich glaube, das passt. Dann gebe ich mal kurz meine Blöcke ab. Weil Viertelstunde noch. Autsch. Dann gehen wir runter und tun das. So. Ich habe 10 Cobblestone mit dir. Warte mal, hier haben doch, da war auch noch irgendwo Steine drinnen.
vorhin zumindest. Ich habe Bruchsteinmauern habe ich noch, weil ich habe gedacht, wir passen es vielleicht dem, das unten schon ist, an. Ja, hier ist Dirt perfekt. Ich hab gut Dirt. Du hast Bruchstein, ich nehme noch die Werkbank mit. Ich habe noch zwei Schäden. Soll ich auch mitschleppen, dann schmeiße ich mal hier das Gunpowder raus, weil irgendwer wird es brauchen. Perfekt. Einfach Gebirge wegklatschen. Gut. Dann machen wir mal hier unten das fertig. Verboten, aber ja. Da sollten noch auf die Mauern sollten irgendwie noch Zinn drauf. Die werden gemacht. Ganz kurz mal. Wauzi, wir haben schon Zinn geplant. Es ist gerade sehr viel umgebaut. Also, am letzten Tag sind wir noch leben, dann bekämpfen wir uns. Das ist eine gefährliche Ecke. Ey, wir müssen die Treppe hier mal unbedingt sicherer bauen, ne? Ach, da unten. Ich finde, dass die Treppe gerade, weil sie unsicher ist, einen Reiz hat. Also ich mag diese Treppe tatsächlich, also weil es geht ja auch darum, dass eben man nicht so schnell darauf stürmen kann. Ja. Mhm. Ich weiß, sie ist sehr gefährlich. Aber sie hat noch kein Opfer. Sie hat noch kein Opfer verlangt. Weil wichtiger zählt nicht. Das lag nicht an der Treppe. Da unten stehen schon drei Kreuze. Ja, dann ist Basti vielleicht schon runter. Ja, ich wollte schon sagen, Schallfaden. Ich finde es irgendwie so schon aus. Schaut mal, ich habe noch was mitgebracht. Ja, aber guck mal hier, das sieht cool aus. Nein. Ja, aber nein. Wo tue ich meine Blumen hin? Weil ich glaube, haben wir Clay? Nee. Es schaut schon cool aus, ja, das stimmt. Es gibt Clay, ja. Ich weiß, wo es Clay gibt. Ich finde, es sieht halt mit dem Wasser cool aus. Das stimmt, aber es passt halt auch irgendwie ein bisschen zu unserer Nation. Das finde ich gar nicht so doof. Ja, eben, deswegen lasst es mit den Blumen gut sein. Und Zackenroller ist Zombie gestorben. Zackenroller ist am Zombie gestorben. Dann würde ich das war am letzten Tag sozusagen. Tag 2. Also ich habe halt hier noch eine Blume, die ich ans Grab stellen muss. Und das kann ich also ja, was ist, wenn wir hier hinten in der Ecke so ein bisschen grün bunt machen? Heute läuft einfach gar nichts. Ach, da ist sie wieder, die Kamera. Einfach mal die Kamera ausgefallen. So, jetzt haben wir fast alle Todesursachen auch noch durch. Warte mal. So, hier, weil gerade auch bei mir gefragt wurde, was mit Lars ist. Steht es schon da? Steht noch nicht. Da wird gerade notiert hier. Gleich erfahren wir aus Bastis Feder, was mit Lars passiert ist. Lars, Tag 1 bis Tag 3, Ursache Creeper, Boom. Schön formuliert. Ja, sehr liebevoll. So, ich habe noch eine Blume, die muss hier noch hin. Das heißt, ich muss auch irgendwo jetzt hat. Man kann ja, vielleicht. Also, ich kann dir Clay organisieren, dass wir die Blumen dann halt einfach daneben, neben den Grabstein machen. Ja, mach doch so einen Bogen nach außen, dass hier so ein Halbrund entsteht hier. Das Ding ist, wir müssen halt. Weil ich glaube, wir werden noch den einen oder anderen beerdigen dürfen. Dann ist es hier. Oder müssen, genau. Ich helfe dir gern, wenn du mir ein paar Blöcke zuschmeißt. Ich habe nur 4. Ja, dann wird's noch. Dann wird's nicht reichen. Hab ich noch. Warte, dann lass uns doch gleich kombinieren hier. Ich habe nur noch Tuffstein da. Lass uns hier gleich, wir müssen an Rohstoffen sparen. Kroko, ich gehe kurz Clay holen, ja? Sehr gerne. Schau mal, da noch eine Mauer dran, da hinten. Aber lass ruhig hier den Eingang bedienen. Lass den Eingang hier. 600 Meter. Ah, okay. Ich würde so einen Eingang lassen, und dann. Aber der Cobblestone, der triggert mich. Der passt doch nicht. Du darfst dann jederzeit ersetzen, wenn du andere Blöcke noch dabei hast. Ja, das werde ich beim nächsten Mal bestimmt tun. Jetzt dabei noch ein bisschen mehr Kobbel. Ungefähr so. Weil die Grabsteine sind schon aus Bruchstein. Ich habe mir gedacht, dass wir hier vielleicht hier Erde platzieren könnten. So wie ein Beet machen, damit alle hier Blumen noch ablegen können. Ja, aber wenn Basti beschafft, Basti beschafft Clay, dann setzen wir hier kleine Dings hin. Ne, wie heißen sie? Blumentöpfe. Packen in die Blumentöpfe. Weil ich finde das Design, dadurch, dass wir halt Eisnation sind und es ist wirklich so ein bisschen clean, eisig, finde ich schon, hat schon was. Mhm. Und jetzt schauen wir noch ein Schildchen gut. Hier ruhen, die tapferen Eisler. Wie auch immer. Oh Gott, ich mache mir eine Werkbank und habe eine Werkbank im Inventar. Kein Wunder, dass bei mir immer alles voll ist. Rutsch von dannen.
also das reicht genau für... Die ruhen die? Eisler. Okay, er hat ein Schild. Ich craft gerade ein Schild. Oh Mann. Ja, ich weiß nicht, irgendwas in die Richtung will ich schreiben. Oder die tapferen Einwohner, da ist ihr die tapferen Einwohner des Eislandes oder so. Mögen sie ewig in unseren Erinnerungen bleiben. Lars, was hast du getan? Hier und die tapferen Kämpfe der Reichsnation. Lars, wichtiger und Zackenroller. Du hast drei Knochen, würden in die Sargkiste passen. Ich weiß nicht, ob ich die Knochen jetzt wirklich opfern möchte, hier reinzupacken, weil Knochenmehl haben wir, glaube ich, auch nicht so ultra viel, oder? Nee, nicht wirklich. Da müssen wir echt sparsam sein. Keine Knochen. Wir können natürlich, aber das schaffen wir heute nicht mehr. Wir könnten Lars seine Überreste holen. Die stehen noch in der Berginsel. Also, Crocolinio. Ja. Okay, bitte. Das heißt, wir brauchen nur noch Kobbel für einen Ofen. Hat jemand Kobbel? Ich habe einen Ofen bei mir. Ah, 10. Perfekt. Oh, du bist klasse, Basti. Nice, ne? Das habe ich mir am ersten Tag direkt markiert, weil ich wusste, irgendjemand braucht Clay. Du bist der Beste. Ich würde auch gleich sagen, wir stellen hier mehrere Blumentöpfe dann gleich hin, dass jeder, der möchte, hier was zurücklassen kann. Ja. Mhm. Cool wäre, wenn wir Honig hätten und dann Kerzen machen könnten zum Kerzen. Oh ja. Das wäre auch super. Das Ei schmilzt vom Ofen. Ne? Was also? Ist okay. Egal. Ist okay. Das kommt wieder. Schon wieder hin. Da. Ich muss sagen, ich finde, der Friedhof passt so. Ich finde, die Idee, also die passt wirklich gut. Also ich hätte es anders gemacht, aber ich finde es so deutlich besser. Muss man mal hier ganz ehrlich loben. So, ich habe leider bisher nur die Blume für den Lars. Die ist von Bubu. In Gedenken an den tapferen Lars. Oh, das ist das sogar richtig cool. Ja, passt richtig gut. Finde ich mega nice. Also, ich war wirklich traurig, als Lars heute weg war. Wirklich. Yeah. Wollen wir vielleicht uns hier noch versammeln als Team Eisnation mit allen zusammen und Lars gedenken? So zum Abschluss? Ja, bitte. Ja, einmal allen gedenken, finde ich doch irgendwie ganz, ganz, ganz ja, angenehm. Ja, das sowieso, ja. Dann machen da wir muss die Königin nur zusammentrommeln. Aber vielleicht so, ja, okay. Vielleicht, dass wir uns so in 5 Minuten hier unten versammeln, weil die sollen ruhig ihr Zeug machen. Kroko ist einfach so genervt. Nein, aber es ist keine Ahnung, mich ärgert, dass es noch größer geworden ist. Ich bin gespannt, ob sie es schaffen. Wieso schmilzt das Eis denn hier jetzt? Wo? Hier bei der Mauer. Kommt der Ofen so weit? Wahrscheinlich. Hä? Das ist ein richtig krasser, also? Ich baue den mal woanders hin. Der ist ja richtig krass drauf, ey. Du machst hier alles kaputt, Ofen. Weißt du das? Du kannst da hinten schmelzen, wenn du willst. Da stört es keinen. Schmilzt wir ja. brauchen einen Friedhofswächter. Einer, der sich dafür verantwortlich... Ja, das hört sich nach einem Job an, den wir unbedingt brauchen, Basti. Ja, den brauchen wir. Okay, alles klar. Ich würde meinen Stream über den nächsten dann einfach hier bleiben. Ich stream den nächsten Stream von hier. Kroko, der Friedhofswächter. Und immer wenn wieder noch jemand stirbt, haben wir noch jemanden, hab schon wieder was. Ich, meine größte Aufgabe ist dann ein Loch buddeln und 2 Kisten platzieren. Ich meinte damit eher, wenn jemand stirbt, dass der sich dann einfach drum kümmert, dass er ein Grab hinbringt. Okay, Gott sei Dank. Das macht Nils. Ich dachte, er ist dein persönlicher. Ja, wollte gerade sagen, und dann heißt es wieder, der ist gar nicht da, der kümmert sich nicht. Ja, genau wie vorher. Also ich finde eigentlich der Dahlkraft und Crafting Mom finde ich ein gutes Team. Ihr zwei seid für den Friedhof zusätzlich verantwortlich, ja? Ja, okay. Verstanden. Gut, dass er das... Ja, meine Königin. Kannst du gleich nochmal sagen, wer? Ich habe den Namen nicht ganz verstanden. Dahlkraft. Also, es sehr gut ohne dass irgendwie... für mich ergibt sich da kein Ihr. Meine Königin kann mich so nennen, wie sie das vermag. Okay, Dödelcraft. Ich wusste, dass irgendwas kommt. Es war vorher zu sehen. Warte. Dann muss ich jetzt leider wieder mal den Koko-Move bringen. Hä? Ist es schon mal. Erkennt man es schon? Nein. Nein. Dill, du darfst dich nicht drehen. Dill, schau nochmal nach vorne.
Nee, das klappt nicht. Es klappt heute nicht. Wer das nicht weiß, was es ist, es gibt ein Video von mir und Champ Creations. Da müsst ihr am besten bei Champ die Outtakes schauen. Oh Gott. Es war nicht die beste Stunde von mir, aber es war lustig. Wir hatten Spaß. Das ist das Wichtigste. Was bringt eigentlich diese Mauer hier gleich wieder? Die haben die ganz am Anfang gezogen. Das war die Panikmauer, ich verstehe schon. Ja, das war die Panikmauer. Wir können jetzt die Klagemauer, vor der wir hier stehen, aus Berg. Das ist jetzt ab sofort die Klagemauer. Wenn jemand Beschwerde hat, kann er mit der Mauer reden. Achso, ich dachte, ein Schild hinmachen oder so. Liebe Mauer. Hallo. 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 Was hast du gerade gesagt? Nein. Ich töte dich jetzt! Ich baue ein Grab! Lasst uns ein Grab bauen. Entweder liegt da Elsa jetzt gleich drin oder. Nicht unsere Bauminister! Ich hab auch Probleme. Hier ruhen die tapferen Kämpfer der Eisnation. Haben die gekämpft? Sind jetzt die Elsa wieder hingedient? Nein, wir sollten das. Wir haben auch hier in Erinnerung. Das geht hier nicht. Aber gerade Lukas, ich geb dir schon recht. Also es war fast so weit. Ich würde nicht so viele fackeln, weil sonst haben wir hier gleich kein Eis mehr. Ja, wir brauchen kein. Hier spawnt doch eh nichts. Oh nein! Da! Siehst du das? Ich hab alles kaputt gemacht. Das passiert! Ja, Nils. Oh nein! Und du wolltest weg. Friedhof möchte werden. Fackel hingesetzt. Leute, 6 Minuten. Genau wegen dem. Scheiße. Wer war das mit der Fackel? Wer hat die da hingesetzt? Leute, 6 Minuten noch. Wahrscheinlich der tretet. Ja, nein, Moment. Ich erteile das Wort ab sofort jetzt unserem Pfarrer namens Pokefil. Fuck. Du machst das. Oh nein. Das ist jetzt mit Jeremy. Also. Ja. Mich können sie nicht haben. Wir haben uns, ich glaube, die haben alle auf mich fokussiert, danke. Ich gehe mal her. Ja, auf mich auch. Wir haben uns heute. Alles gut. Wir haben uns heute. Andi steht auch schon an der Mauer und heult. Um die drei verstorbenen Krieger der Eisnation zu gedenken, die für uns tapfer gekämpft haben gegen Zombies, Creeper, Fallschaden, alles Mögliche. Schallfaden. Hallo. Und ich bete, Hallo. Zu Gott, zum heiligen Eisnation Gott, dass die auch schön im Frieden weiter im Himmel leben können. Ja. Vielleicht sollten wir es lieber mit Wiederbelebung probieren, das wäre auch spannend. Also nur, dass alle Bescheid wissen, falls jemand von uns draufgehen sollte, verantwortlich für den Friedhof sind Dädelcraft und Crafting Mom. Ich hätte noch eine wichtige Frage angenommen, die zwei gehen drauf, wer ist dann zuständig? Wir gehen nicht drauf, Kroko. Kroko, mal ein bisschen optimistischer hier. Wait a minute. Ich bin jetzt Fahrer. Oh, es schmilzt alles. So schnell geht's. Du bist Fahrer, nicht Fahrer. Moment. Ein Unterschied. Ja, und jetzt, wenn wir hier alle so versammelt sind, es wird zwar nächste Woche wieder Feierlichkeiten geben und so weiter und so fort, aber ich bitte drum, dass wir oben bei unserer Festung Fortschritt erreichen, weil mir hängt da eine gewisse Person im Nacken und heult mir immer wieder die Ohren zu, dass wir nicht fortschrittlich genug sind. Deswegen das nächste Mal alle ein bisschen mehr zulegen und dann kriegen wir das, denke ich, hin. Ne? Noch ganz kurz eine andere Frage. Wer hat denn die Diamanten, die Hugo bei uns geklaut hat? Sind die aufgetaucht? Das wollte ich auch ansprechen. Also es hieß, es wurde fair verteilt, aber ich glaube es nicht. Was heißt fair verteilt? Wenn wir die nicht bekommen haben, dann wurde gar nichts fair verteilt. Ich hab nichts an Diamanten bekommen. Nee. Wem soll ich anflüstern, dass Space der Krieg ausbricht? Nein, du sollst Space fragen, wo die hin sind. Space den Krieg erklären. Ja, ich würde Space mal anschreiben und fragen. Also, die Königin kann sich darum kümmern und fragen, wo unsere Diamanten sind. Space Peter. Ja. Es gab Space Angie. Es gab Space Angie. Es gab, ja. Ach ja, ist sie tot? Ja. Ja. Aber ja, gut, passiert. Auch durch einen Zombie. Nee, Creeper. Nee. Zombie. Zombie in Kombination mit Vodafone Internet. Hätte nach dem Stream noch jemand Lust, bei Jackbox mitzuspielen? Also Jackbox Party Pack oder so? Also für den Stream noch. Du, also nach vielleicht? Magst du mal zuspielen?
unsere Königin Seel ist da drin. Der Space hat keine Diamanten. Unsere Diamanten sind verschwunden. Vielleicht Norman. Ja, denke ich nämlich auch gerade. Ja, dass er nochmal Norman alles gegeben hat. Norman hat sich dann verpieselt. Hat jemand was zu essen? Ja. Aber Norman hatte sich ja ausgelockt, ne? Ja. Oh, mein Fisch. Dem war das zu heiß, oder wie? Wahrscheinlich. Der hatte keinen Bock mehr, wahrscheinlich. Falsche Freunde ausgesucht. Ja. So sieht's aus. Dann müssten wir mal die Orca fragen, wie das ist. Aber wahrscheinlich sind die halt weg. Ja, die brauchen die Orga gar nicht fragen. Die hat damit nichts am Hut. So, was war denn jetzt mit einer Schweigeminute für Lars? Ja, okay. Es war mir eine Ehre, heute mit euch gespielt zu haben. Bis nächste Woche. Ja. Bis nächste Woche. Danke, gleichfalls. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Oh ja, bis nächste Woche. Ciao. Oder bis gleich bei Talk 1. Ja, bei Talk 1, genau. Okay. So. Okay. Ich wollte euch nicht stören. Ja. Leute, ja. Es hat sehr Spaß gemacht, wieder für den Tag. Mhm. Ich würde so gerne den König schlagen. Euch dann noch einen schönen Abend. Gleichfalls. Ja, danke, guten Abend. Huch. Ja. Iblorus, danke schön für 2 € vor 20 Minuten. Entschuldigung. Macht anstatt Sitzbänke Betten, dann können alle zusammen schlafen. Ja, wenn wir mal genug Wolle auftreiben würden, wäre das echt eine gute Sache, wenn man wirklich mal viele Betten hätte. Aber dass alle wirklich schlafen, ob man das hinkriegt, weiß ich nicht. Kann man dir ein Gedicht vom Sieg von SpaceX über Hugo über Discord schicken? Na, bitte nicht. Du kannst es gerne auf dem Discord-Channel posten. Wir haben ja da entsprechende Kanäle für. Aber bitte keine Privatnachrichten an mich. Dankeschön. Frag doch mal den Ork, ob er sich mit einer ausgewählten Gruppe darum kümmern möchte. Kann. Worum? Dann braucht ihr ja einen neuen inoffiziellen König. Theoretisch schon. Basti macht sich aber als König so gut, dass wir eigentlich keinen inoffiziellen. Lars hat ja nicht wirklich königlich irgendwas gemacht. Insofern war also ich finde, das hat Basti ziemlich gut gemanagt. Insofern würde ich Basti einfach als König lassen. Er macht das hervorragend. Ja, wir schauen uns gleich noch das. Wir schauen uns das auf alle Fälle mal an von Hugo. Das würde ich schon vorschlagen. Schauen wir mal, ob wir das von ihm finden, ob das schon geht. Weiß jemand, ob es da einen Clip gibt? Gibt's einen Clip, wie Space Hugo umnietet? Kann mal einer das ausfindig machen? Das wäre nämlich ziemlich schön, wenn wir das mal uns anschauen könnten. Das wäre ziemlich gut, wenn wir uns das anschauen könnten. Schauen wir mal. Weil es läuft, ich glaube, bei Space läuft, glaube ich, Hugo läuft gerade noch, oder? Ah, nee, wir können, glaube ich, schauen. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal, dass wir uns das mal anschauen, wie das da ausging. Würde mich nämlich auch interessieren. So. Wo ist, wir schauen uns mal nur den Kampf an. Alles andere können wir uns ja in Ruhe auch anschauen, wenn wir wollen. Er hat ziemlich genau ausgemacht, wo er draufgegangen ist. So, jetzt schauen wir uns mal das hier an. Ich glaube, das hier ist schon. Okay, er hat auch nicht mehr. Er hat nicht mehr allzu viel gehabt, wie es ausschaut. So, warte mal. Ich mache mal ganz kurz Pause. Ich möchte nämlich die Musik hier ausmachen. Ja, schauen wir mal. Der ist konzentriert. Digga, Abort ist so ekelhaft. Come on. Das ist ja krass, wie die immer laufen, oder? Bin ich dead? Oh, aber ey, das ist jetzt sich einfach mit 2 Herzen umdreht, ohne Probleme. Hä? Gelbe schreit mich an, obwohl die das nicht wieder dürfen. Was ist denn das? Boah, ey. Aber wie die halt auch wirklich Druck machen. Digga, das letzte, was ich höre, pro Projekt. Ey, wie die auch einfach Druck machen. Ja, also, aber ganz ehrlich, wenn man so viele Leute gegen sich hat, ist es auch echt schwierig, ne? Ist auch wirklich schwierig. Können wir Lars seinen Tod auch noch anschauen?
Dann haben wir die wichtigsten Ereignisse noch angeschaut, hey. Gib mir mal eine Sekunde. Schauen wir mal den Lars seinen Tod auch noch an. Eine Minute, was habt ihr gesagt? 49 ungefähr. So. Minus 80, ne? Genau, ja. Schauen wir mal. Also minus, meine Cam ist über Lars seiner Cam, warte mal. Boah, Lars hat alles so riesig immer. Da sieht man auch gar nichts mehr. so. Wartet mal. Ich will meine Kamera auf die andere Seite packen. Ich habe das doch eigentlich so angestellt, dass hier. Dankeschön. Dankeschön. Dann können wir Lars nämlich auch sehen. Ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Wir schauen gerade, Lars ist irgendwann gestorben. Minus 720. Und was ist die andere Koordinate? Relativ über dem man nicht. So, irgendwann ist er nämlich. Genau, jetzt sind er nämlich mal wieder abgehauen. Lars, ich weiß nicht, ob du da bist. Du bist immer spazieren gelaufen. So, ich bin auch wieder weg. Wir versuchen das mal. Weil die Bubu hat ja gesagt, sie holt mich ab. Wir gucken mal. Okay, was hat Lars mit Bubu geplant also gehabt? Ich würde es tatsächlich drauf anlegen. Oh, nee. Oh, nee. Oh, war das bitter. Oh, war das bitter. Was? Oh, war das bitter. Oh, war das bitter. Du hast einfach gar keine Chance gehabt. Schau mal, sehen wir den hier irgendwo? Da ist er, rechts. Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Wir versuchen das mal. Da. Da ist er. Och, ist das bitter. Da ist er. Weil die Bubu hat ja gesagt, sie holt mich ab. Wir gucken mal. Wir werden niemals Lars seine geheime Mission erfahren. Ich würde es tatsächlich drauf anlegen. Und dann hört man noch diese Psst. Oh. Schau mal, und wie traurig das einfach ist, ne? Es geht einfach so. Und es ist einfach nur so, du kriegst nicht mal den, er kriegt nicht mal die Explosion mit, nur so ganz leise die Mitteilung. Vorbei. Oh, Lars, ich hab dich wirklich vermisst, sag ich dir, hey. Wirklich vermisst. Oh. Das war echt, oh nee. Weißt du, dann hatte ich so, dann, weißt du, ich stehe doch mitten im Kampf. Ich wusste, okay, komm, ich gehe mit Lars in die Wüste. Wüste ist sowieso so ein Ort, so, oh Gott, und da Hugo und so, und dann war Lars plötzlich weg. Das war echt bitter. Das war echt bitter. Das war Poser. Dankeschön für 10 schwarze Franken. Er hatte 21 Dias im Inventar und 64 Gold, als er gestorben ist. Also hat es jemand gestohlen von Hugo. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Klar hat es jemand mitgenommen, ist doch logisch. Der hat bei uns die kompletten Dias leergeräumt. Die waren alle von uns, die Gold und die Dias. Das hat wahrscheinlich irgendjemand halt eingesammelt. Aber Mai, es ist halt so Pech gehabt. Hilft nichts. Das wäre meine Dia-Rüstung gewesen. Und mit Shadern sieht man jetzt entfernt. Ja, mit Shadern sieht man weniger. Das ist definitiv richtig. Das war heute schade, ja. Das war wirklich schade. Ah, okay, hier ist ein Clip, perfekt. Dankeschön. Ah, Mann, man kann Lars nicht wiederbeleben. Lars ist raus. Ja, es war heute gut. Es war heute gut. Heute war es halt nicht. Heute war genau die andere Seite. Letztes Mal war alles ultra viel Diplomatie. Und dieses Mal war am Anfang komplett gleich. Also wir hatten am Anfang noch Diplomatie und dann, als der Krieg in alle Richtungen ausbrach, war einfach PvP-Action. Und da war bei mir halt so. Ich wollte jetzt auch nicht einfach mitrennen und nur schaulustig sein. Das fand ich irgendwie auch doof, aber ich habe auch sonst nichts auf die Kette gebracht. Also vielleicht hätte ich auch einfach mitrennen sollen. Aber ich fand's okay, dass wir so ein bisschen auch in der Base dann waren. Ich hätte gerne in der Base ein bisschen mehr mitgebaut. Aber mir war das plötzlich dann, als sie das nochmal doppelt so groß gemacht haben, war ich so, Leute, wir wollen das fertig kriegen. Ich lasse mich jetzt überraschen, ob es fertig wird. Lukas meint, es wird fertig. Schauen wir mal. Ich finde es echt riesig für das, was wir an Zeit eigentlich haben. Aber gut. Aber der Krieg ist vorbei, ist doch positiv und du hast überlebt. Ein wenig Freude ist auch noch. Ich bin total happy. Sorry, wenn es falsch rüberkommt. Ich bin alles gut. Ist überhaupt keine Beschwerde. Der Krieg ist vorbei. Ich bin happy. Ich hätte gerne ein bisschen mehr. Ich habe mich nutzlos gefühlt. Ich hätte gerne mehr beigetragen. Das wäre das. Ich hätte gerne unterstützt. Ne? Und wenn ich nur Goldäpfel an Fabo geliefert hätte oder so. Irgendwas so ungefähr. Ich hätte gerne irgendwas gemacht. Ich hasse es, wenn ich nur. Aber es hat gepasst. War ja alles gut. Er Lars schreibt, ich höre leider das Zischen wirklich nicht. Ja, glaube ich. Glaube ich dir.
Glaube ich dir. Okay, ich wollte mit euch. Das haben wir angeschaut. Wir schauen, wie es mit Mystery weitergeht. Wir werden es auf alle Fälle noch in unserem Ball ausrichten. Und dann werden wir einen Gemahl oder Gemahlin für die Elsa finden. Und dann schauen wir mal, was sich noch so entwickelt. Weil wenn jetzt wirklich alle Streiter, also wenn niemand Krieg möchte, dann bin ich gespannt, wie das Projekt noch weitergeht. Ne, weil überlegen wir mal, wir werden schon noch so ein bisschen was Friedenssachen machen. Die Frage ist, wo Karavas mit dem Projekt hin möchte. Weil irgendwann sagt Karavas ja, okay, es ist vorbei. Es ist nicht so ganz klar, wann vorbei ist. Du hast Äpfel gesucht, du warst zwar nicht erfolgreich, aber du hast etwas gemacht. Ja. Sind nicht wieder Liegestützen dran? Oh, stimmt. Stimmt, ich glaube, wir müssen, aber ich glaube, die Kamera. Ich bin nicht vorbereitet. Aber ja, kriege ich hin. Man hört einfach inzwischen unbedingt sicher, oh nein. Was? Dynasty, nicht Mystery. Habe ich Mystery gesagt? Ich bin auch schon manchmal. Pumpst du? Ja, müsste ich jetzt, ne? Ich müsste jetzt wieder pumpen. Aber vielleicht verschiebe ich es auf nächstes Mal. Vielleicht machen wir die beim nächsten Mal, gleich am Anfang oder so. Ja, ich muss wieder. Einmal muss ich wieder, ne? Vielleicht machen wir die am Anfang. Wir können auch jetzt. Fight im Will wieder, ne? Wir können auch jetzt. Ja, dann machen wir halt jetzt noch. Lass mich mal schnell die Kamera anstecken. Was die jetzt kaputt macht, wieder anstecke oder ob sie einfach nicht funktioniert. Schauen wir mal, ob die mag. Wir werden sehen. Ich wollte euch nochmal den Ork zeigen. Oh, wir könnten auch ein Turnier machen, stimmt. Hallo! Wer hat den schon gesehen heute von am Anfang? Der Plüsch-Ork, ich bin total happy. Ich werde ihn nochmal genau unter die Lupe nehmen, aber ich finde ihn echt ziemlich nice, muss ich sagen. Und er ist so flauschig. Er ist echt cool, er ist auch groß, schaut mal. Schaut mal, das ist mein Kopf, hey, und das Ding. Und er fühlt sich auch echt cool an. Er ist flauschig. Er hat vorher schon gesagt, er riecht auch nicht irgendwie eklig oder so. Wie sieht der Rest der Woche auf meinem Kanal aus? Ja, werde ich euch gleich verraten. Nächste Woche gibt es ein paar Änderungen, weil ich sowohl Donnerstag wie Samstag nicht streamen kann. Weil ich da privat unterwegs bin. Weißt du den Preis schon? Nicht genau. Nein, ich weiß ihn gerade nicht auswendig. Sonst würde ich jetzt eine Fehlinformation rausgeben. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich kann es euch noch nicht genau sagen. Ich müsste nachschauen, aber ich glaube, wir haben ihn auch noch nicht final fixiert. Müsste mal schauen. Wartet mal, lasst mich mal spicken, ob ich ihn finde. Bei kurze Hosen kommen jetzt dann in den Shop, da weiß ich den Preis. Die liegen bei 39,90. Aber bei dem hier weiß ich es jetzt gerade gar nicht. Das war die Lampe. Ich glaube, den Plushie weiß ich jetzt leider nicht. Tut mir leid. Ich glaube, dass da der Preis auch noch nicht ganz final feststeht. Weil wir die jetzt dann auch erst beschweren. Ah, da, hier, da. Wir sind, im Moment war, ich glaube, 34,90 ist es im Geschäft. 34,90, also 35. Das wird es wahrscheinlich auch werden, wenn wir ehrlich sind. Müsste halt wirklich ein TP machen mit einem anderen Creeper-Sound. Das wäre nicht verkehrt, ne? Er ist wirklich, it's so fluffy, I'm gonna die. Ich mag ihn echt gern. Großer Fan von dem kleinen Ding jetzt. Wir haben auch lange hingedoktert. Also ich habe die Feralia habe ich immer wieder zur Rate gezogen. Die hat auch für mich einiges an Texturenarbeit gemacht für den Ding. Wir haben zwischendrin einmal den Anbieter gewechselt für den Ork, weil der erste, das war dann irgendwie nicht so ganz das Wahre. Und dann haben wir da nochmal 3 Feedback-Runden, glaube ich, gemacht und jetzt ist das ziemlich gut. Oder die etwa 300 vom Wanderstream kannst du auch machen. Nö, die machen wir nicht. Okay, also muss ich Geld zur Seite legen, ich brauche diesen Ork. Ich finde ihn wirklich cool, ich mag ihn echt gerne. Bin mal gespannt, wo der früher oder später landet, ob der hier bleibt im Büro oder ob die Kids ihn irgendwann verziehen. Ich vermute mal, er bleibt erstmal hier, weil ich mag ihn. Ich vermisse echt so ein Regal hier hinten, wo ich meine Sachen reinstellen kann. Ich könnte ihm auch hinten einen Kletter dran packen, kann ich ihn hier so. Das
ist ja auch geil. Mini-Koko hat heute eine Jogginghose von mir bekommen, der war total happy. Die Mini-Koko-Krokodiler, die braucht auch noch eine. Die darf sich über die Farbe aussuchen. Mein Mini-Koko wusste ich, dass er Fan von Schwarz ist. Henrik, danke schön für 2 Euro. Schreibt eine Schweigeminute für Lasi-Hasi. Haben wir schon. Haben wir schon. Wenn der mal weg ist, hat er sich ein Orklager im Kinderzimmer gebaut. Ja, glaube ich auch. So, ihr Lieben. Ich muss leider auch schon Schluss machen, weil meine Frau vorhin geschrieben hatte, um 8:45, Baby schläft nicht so gut. Sie würde sich freuen, wenn ich sie hole. Also nach dem Stream logischerweise. Aber deswegen werde ich jetzt nicht mehr ewig quatschen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen länger mit euch, aber das ist heute ein bisschen verkürzter, später angefangen, früher aufgehört, so wie es gehört. Der könnte zu Evil Paluten passen, ein bisschen, ne? Aber das ist eher ein Schlawiner, der ist nicht evil, das ist einfach ein Schlawiner. Ich mag ihn nicht. Also ich werde euch auch ich werde euch den Kampf von Space und Hugo in das Zusammenfassungsvideo packen. Das mache ich. Weiter, ich glaube, wir schieben die Liegestützen wirklich auf nächstes Mal. Tut mir leid. Wir machen die am Anfang vom nächsten Mal. Tut mir leid. Aber das ist mir heute ist mir jetzt, ich war irgendwie nicht, ich sorry, tut mir leid, dass ich nicht vorbereitet. Wir machen sie, versprochen wie immer, aber wir machen sie am Anfang zum nächsten Mal. Genau, also ich mache euch wieder ein Zusammenschnittsvideo, kommt wahrscheinlich am Sonntag dann wieder. Dann könnt ihr euch quasi nochmal updaten, bevor es losgeht. Wieder. Und ich pack den Tod von Lars mit rein. Ich packe den, also wenn das allen recht ist, aber ich gehe mal davon aus, dass da keiner was dagegen hat. Ich packe den Tod von Hugo mit rein und vielleicht auch aus Space-Sicht, weil wenn man diese zwei Sichten hat, ist vielleicht ganz spannend. Vielleicht mache ich da so einen netten Zusammencut. Und dann habt ihr da die neuesten Infos. Wie geht's weiter? Donnerstag streamen wir. Was wir streamen, noch gar keinen Plan. Morgen kommt ein Mystery-Video. Das ist schon fertig jetzt. Das war auch ein kleiner Marathon, aber ist fertig. Freitag noch überhaupt keinen Plan, Sonntag auch noch keinen Plan. Doch, Sonntag haben wir einen Plan, Sonntag kommt Dynasty, Freitag weiß ich gerade noch nicht. Freitag kommt vielleicht mal eine Map aus dem Bedrock Store oder so. Ich habe da ein bisschen was in letzter Zeit gemacht. Ich weiß aber nicht, die sind eigentlich für den Urlaub. Aber vielleicht kommt da was. Da bin ich am Überleben. Da bin ich am Überleben. So schaut's aus. Morgen immer 14 Uhr. Mittwoch 14 Uhr. Genau. Gut. Sonst, glaube ich, gibt's nichts Neues von mir jetzt. Wer auf eine kurze Sommerhose spechtet, die kommen Ende, ich glaube am Samstag kommen die in den Shop. Genau. Deine Zusammenschnitte sind wirklich gut. Herzlichen Dank für deine Arbeit. Sehr gerne. Sehr gerne. Mein Cutter leistet da auch sehr viel. Und ich hab's heute gesagt, ich glaube, ich mache ein Drittel Arbeit, mein Cutter zwei Drittel, weil ich immer wieder die Szenen halt abfilme. Auch heute habe ich wieder nicht aufgenommen. Das heißt, ich filme die Szenen wieder aus dem Stream ab. Genau. Und mache natürlich das Einsprechen und schick's dann mal zu meinem Cutter und der schneidet es dann schön für uns zusammen. So, ich schließe mich Ghostballs an. Er sagt, ich gehe jetzt mal schlafen. Gute Nacht, Anna. Ich wünsche euch jetzt auch eine gute Nacht. Warte mal ganz kurz. Lass mich mal ganz kurz spicken. Nö, mir wird nicht gezeigt, dass noch jemand live ist. Gut. Dann wünsche ich euch jetzt eine wunderbare gute Nacht. Macht es gut. Und wir sehen uns im nächsten Video. Verzeih.